Im heutigen Video seht ihr, wie wir einen neuen Brawl Stars Account starten und von null über mehrere Monate auf 10.000 Trophäen pushen. Das alles im heutigen Video zusammengefasst. Wir werden viele Brawler ziehen, auch legendäre Brawler, krasse Angebote, Challenges und vieles mehr. Und damit sind wir offiziell im Spiel drin. Unsere allerersten 10 Trophäen auf dem neuen Account. Und damit schalten wir vor allem auch den Shop und alles frei. Da sind wir drin. Die ersten 10 Trophäen, die ersten Marken, alles ist neu. Okay, wir gehen mal zuerst auf den Trophäenpfad. Da haben wir jetzt keine Brawler mehr. Also sehr, sehr ungewöhnlich. Also gerade hier haben wir ja sehr, sehr viele Brawler am Anfang gehabt. Da kriegen wir jetzt Marken für. Oh mein Gott, wir kriegen gratis Geschenke. Hä? Hä? Das ist übel dumm eigentlich. Wir haben direkt Nita. Das war eine Entschädigung für Leute, die den Trophäenfahrt nicht bekommen haben. Geil. Direkt der erste Brawler. Jetzt können wir uns, glaube ich, aussuchen. Nee, können wir uns nicht. Also, okay. Powerpunkte da noch oben drauf. Noch mehr Münzen. Noch mehr... Yo. Ja, das ist halt eine ganze Menge. Machen wir erstmal... Wir heben erstmal ein bisschen auf. Oh, kriegen wir auch noch den Boxer jetzt? Yo, direkt zwei Brawler. Wir haben nicht mal... Okay, wir haben ein Match gewonnen. Aber sonst nicht mehr. Geil. Super selten. Der erste super seltene. Können wir auswählen? Nee, Jessie. Jessie ist so nice. Die wurde mal gebufft, also verbessert. Oh, yes. Tagesgeschenkserie. Also Login-Belohnung halt, ne? An Tag 1 kriegen wir einen ersten Shelly-Skin. Das ist halt für den Anfang schon mal nice. Das haben wir auch schon den ersten Skin. Auch wenn ich den ultra, ultra hässlich finde, muss ich ehrlich sagen. Und damit haben wir es. Wir sind damit schon einmal... Zum ersten Mal Rang 6 mit dem Brawl, aber vor allem haben wir es endlich freigeschaltet. Da haben wir es. Brawl Ball haben wir und vor allem direkt damit Jessie. So, auf geht's. 85 Tokens. Was haben wir als nächstes für einen Brawler? Let's go. Jessie, absolut geiler Brawler, gerade für den Anfang. Oh, noch ein seltener. Okay, ich glaube, wir können aussuchen. Und? Nö. Hey, ich will aussuchen. Nein, wir dürfen noch nicht aussuchen. Wir dürfen erst ab hier aussuchen. 100 Starpunkte, die ersten Starpunkte noch oben drauf. Nice. Wo haben wir es? 100. Und Quest freigeschaltet. Oh mein Gott, ja. Wir haben zuerst die Credits und damit haben wir noch direkt Poco auch freigeschaltet. Geil. 3 von 8 seltene Brawler, da haben wir es nochmal. Poco schießt Gegner mit seinen Schallwellen. Poco absolut broken, gerade am Anfang. Super selten. Jackie müssen wir freischalten. Danach dürfen wir zum ersten Mal aussuchen. Und Quests haben wir noch. Let's go. Da haben wir beide Poco-Quests geschafft. Und die Grey-Quests auch schon zur Hälfte. Sehr, sehr geil. Okay, wir kommen zum Opening. So viele Marken. Let's go. Okay, das ist für den Anfang schon sehr, sehr, sehr geil. Wir kriegen erstmal Münzen. Münzen sehr wichtig. 600 Münzen. Nochmal 600 Münzen ungefähr. Und nochmal 1800 Münzen. Das ist für den Anfang absolut krass. Damit können wir uns dann schon mal Easy Gadgets better kaufen. Okay, Chroma Credits erstmal. 60. 40. Und 10 Gems. Reicht aber nicht aus für die nächste Stufe, ne? Also für den nächsten Brawler. Boah, das sind die chromatischen. Ja, um chromatischen zu kriegen, brauchen wir 500. Dann kriegen wir als erstes mal Gale. Aber Gale ist nice. Ich mag Gale. Okay, jetzt. 85 Chroma Credits wieder. Nochmal 85, nicht Chroma Credits, normale Credits, es reicht nicht ganz. Aber jetzt mal 160 Powerpunkte und die, nee, will ich jetzt nicht, danke, ein Gem zu wenig. Die können wir jetzt nutzen, um einmal Jessie endlich Power 6 zu machen. Das ist unser Main Brawler wird. Sehr, sehr geil. Damit haben wir jetzt 381 Trophäen und den ersten Brawler auf Rang 10 einfach und schon 5 Brawler freigeschaltet. Wir haben gestern einen völlig neuen Account gestartet und heute geht es weiter. Wir haben ein neues Login beschenkt. Nein, erst in 5 Stunden. Ich habe hier tatsächlich schon einen neuen Brawler ausgewählt in der Zwischenzeit, weil einen Tag war ich unterwegs gestern. Das heißt, wir haben tatsächlich seit der letzten Folge einen neuen Brawler, den wir auch direkt ausprobieren können. Und ich habe mich für Penny entschieden. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ich hatte Penny oder Daryl. Ich dachte Penny. Ich glaube, es ist Penny. Penny ist, glaube ich, nice einfach, dachte ich. Ich habe es extra nämlich aufgenommen. Hier. Penny oder Daryl. Let's go. Ich habe immer einen Screenshot gemacht. Ich dachte, Daryl ist geil, der kann rollen, aber Penny ist halt sehr stark mit dem Streuschaden. Ich finde den Mortar vor allem ziemlich nice. Und deswegen habe ich mich hier für Penny entschieden. Nur, dass ihr auf dem neuesten Stand seid. Wir haben noch Barley direkt neu. Das heißt, wir können gleich direkt zwei neue Brawler ausprobieren. Zum einen Barley, zum anderen Penny. Und noch den Skin obendrauf. Junge, was ist das für schon für ein absolut geiler Start in die Folge wieder? Den Skin können wir auch gleich testen. Aber alles gleich. Okay, was haben wir noch im Shop? Es sind gerade Weihnachtsgeschenke drin, weiß ich. Und, oha, gar nicht schlecht. Es ist einmal das des Regenbogens. Ist ein Pin, glaube ich. Das ist ein Regenbogen-Pin. Und
Das ist viel geiler. Wir kriegen Chroma Credits. 200 Stück haben wir insgesamt. Das heißt, wir brauchen 500. Auch da kommen wir ein gutes Stück voran, um, ihr wisst es, den ersten chromatischen Brawler auch freizuschalten. Okay, wir haben hier noch einen Haufen neuer Quests bekommen. Alter, wir haben noch so viele Quests zu erledigen, ne? Brawler-Quests, Juwelenjagd-Quests, Showdown-Quests und so weiter und so fort. Und das Wichtigste, und damit kommen wir zum Ziel zur heutigen Folge, wollen wir natürlich auf jeden Fall Gray freischalten. Das heißt, wir müssen 500.000 Schaden machen. Den wollen wir auf jeden Fall heute bekommen. Und im Pfad, wie weit sind wir dort? Ich finde diesen Pfad so nice. Was kriegen wir? Jackie. Jackie will ich auch. Das heißt, wir hätten 4 neue Brawler auf jeden Fall für die Folge. Und danach kommt Brock oder Cold. Mal schauen, ob wir das vielleicht auch noch hinkriegen. Und dann kommt schon der erste epische. Oh, lol, perfekt. 160 Powerpunkte. Ich wollte mich erst beschweren, aber besser geht's ja nicht. 160 Powerpunkte, so wichtig. Und 85 Credits. Und das heißt, wir werden gleich, wenn wir beide fertig haben, safe, wenn wir Jackie freischalten direkt. Der dritte Brawler heute. Nee, wir geben keine Gems aus. Oh mein Gott, was sehen wir schon? Okay, 3, 2, 1, go. Der nächste super seltene Brawler. Der dritte insgesamt. Ach, lol, die haben die erste Auswahl. Cold oder Brock. Ich hätte persönlich eher Brock gesagt sogar. Aber ihr wollt Cold. Dann machen wir das. Let's go. Wir kriegen 430 Credits nochmal. Wisst ihr, wie viel 430 Credits sind? Oh mein Gott, das ist ein halber epischer Brawler. Das ist ultra krass. Oh mein Gott. Wir kriegen nochmal 40 Chroma Credits dazu. Das heißt, wir brauchen... Und auch Münzen. Münzen sind sehr wichtig. Das heißt auch dazu noch, dass wir... Die Hälfte für den ersten chromatischen haben. Das ist komplett OP. 430 Barken. Was? Das ist halt Vergleich, ne? Wir hatten normalerweise 160, haben wir auch im Brawl Pass oder 80. Das ist das Fünffache. Okay, 3, 2, 1, go. Und damit haben wir direkt Cold. Da ist es. Let's go. Es geht los, der erste epische. Und? Ems oder Bo? Okay, die meisten sagen Ems. Ich wäre auch für Ems gewesen. Das wird nicht leicht werden. 925 Marken kostet es nämlich. Auswählen. Wie lange dauert das? Wir haben aber schon 300 jetzt direkt frei. Das heißt, schon ein Drittel geschafft. Und wir werden heute auch noch Gray kriegen vor allem. Wir haben den nächsten Brawler erstmal. Und dann gleich noch Gray. Erstmal Cole. Direkt auch Power Level 3. Wie jeden Brawler. Wenn wir den jetzt Rang 5 haben, dann müssen wir eigentlich Gray freischalten können. Oh Gott. Völlig den Schaden unterschätzt. Ich war ja fast instant down. Oh nein. Ich will die Cubes. Bitte gib sie mir. Danke. So. Ich muss erstmal ein bisschen... Oder wobei, kommen wir healen. Jetzt aber. So. Ey, die läuft auf mich. Lieber. Die Gegner, ey. Jetzt, zack. Ey, Schaden ist halt schon krass. Pass auf. Ja, ihr seht, Cold, ne? Wenn man trifft, ist es halt schon geil. Hey, den Brawler. Aber es kommt auch auf die Map an. Die muss auch offen sein ein bisschen. Wir haben die Grey Quest. Leute, wir haben die Grey Quest geschafft. Oh mein Gott, let's go. Da ist er. Oh mein Gott. Okay, 3, 2, 1. Der erste mythische Brawler. Wir haben Gray. Das ist krass. Das ist halt nur möglich, weil wir jetzt gerade anfangen. Normalerweise hätten wir so lange für den ersten mythischen gebraucht. Nice. Jetzt warten wir ab. Wir warten ab. Und bam. Das ist ja komplett OP. WTF. Gray ist ja der stärkste Brawler-Geschenk. Warum kann das sein? Ich meine, dieser Teleport auf dieser Map jetzt, das ist ja komplett unfair einfach nur. Übel krass. Das heißt, ich habe ja gesagt, auf manchen Maps wird Gray komplett zerstören. Damit 160 Trophäen. Der erste Brawler auf Rang 11. Sehr, sehr geil. Rang 11 mit Gray. Und nochmal auch aufgelevelt. Da kriegen wir nochmal ein paar extra Marken. Und jetzt ist die Frage, was haben wir alles bekommen? Kriegen wir jetzt noch einen Brawler? Das wäre geil. Okay, wir gehen zuerst, würde ich sogar sagen, in den Pass. Bei dem Trophäenpfad könnte es sogar vielleicht noch krasser werden. Oh yes, okay, wir haben 20 Gems. Gems sind so nice am Anfang. 20 Gratis Gems, 40 Chroma Credits und 85. Damit haben wir schon mal ein gutes Stück wieder geschafft. Okay, was haben wir jetzt im Pass? Und im Dings, Münzen. Dann Powerpunkte 50. Nein, nur ein Spray-Slot und nochmal Münzen. Naja, egal. Das heißt, wir haben heute 7 Trophäen auf jeden Fall und auch den ersten Brawler Rang 10. Dazu. Wir haben jetzt insgesamt 10 Brawler, also unsere Brawler-Zahl verdoppelt und haben alle Brawler mindestens auf Rang 5 und 2 auf Rang 10. Das ist super. Ey Leute, heute ist Tag Nummer 3 in unserem Brawl Stars Let's Play Projekt und das bedeutet, wir haben hier eine absolut krasse Belohnung, denn heute kriegen wir automatisch, wie ihr seht, ja, Power 5, Power Level 5 für Penny. Übel geil einfach, kostenlos, durch die Daily Login Belohnung. Und weil ich das Ganze gestern abgeholt habe, können wir heute auch noch direkt die zweite Belohnung abholen und zwar den allerersten Pin. Für Penny hier auf jeden Fall. Also hier würde ich sagen, mal wieder ein guter Start in die heutige Folge. Okay, wir scrollen nach... Oh mein Gott. Wir haben den Checkpot. Wir haben den Checkpot. Oh mein, okay, das muss ich screenshotten. Okay, das ist krass. Also, wer es nicht weiß, es gibt die täglichen Geschenke ja in Brawl Stars und alle 30 Tage nur, also einmal im Monat, gibt es diesen Jackpot. Der ist eben größer als die anderen Geschenke. Ist jetzt hier in dem Fall 90 Credits. Das ist das Maximum? Ich habe keine Ahnung. Okay. Und wir holen uns die Credits ab und es heißt...
Boah, halt für Ems natürlich absolut geil. Alter, was ein Schatten die Folge. Also, und zwar haben wir heute nämlich noch folgenden Plan. Wie ihr wisst, haben wir natürlich zum einen unseren allerersten epischen Brawler. Den können wir direkt aus dem Starpfad ziehen, und zwar Ems. Und vielleicht kriegen wir danach auch dann die erste Auswahl zwischen Brock oder Bull hier. Natürlich auch spannend, aber vor allem haben wir das hier, 700 Trophäen, und da werden wir auch die ganzen Credits herbekommen, denn wir schalten Teamereignisse frei bei 800 Trophäen und vor allem Clubs bei 900 Trophäen auch noch und 320 Credits bei 1000 Trophäen. Die entscheidende Runde für Rang 10, auch mit dem Box, heißt der dritte Brawler schon auf Rang 10. Wäre vielleicht auch schon mal ein ganz schönes Ziel, so alle Brawler schon mal Rang 10 für den Anfang zu haben. Oh, da ist ein Gray in der Runde, müssen wir aufpassen, der ist bestimmt nicht so schlecht. Ja, okay, ich glaube, die haben jetzt schon keinen Bock mehr. Hä, der Colt war richtig OP, muss ich ehrlich sagen. Mein Tor. Nee, egal. Wir haben jetzt schon mal 140 Trophäen und die nächsten 100 Star-Punkte. Und gleichzeitig 800 Trophäen. Okay, jetzt wird's spannend. Also, angeblich, wir sehen es auch schon hier, neues Ereignis. Angeblich kriegen wir jetzt eine neue Challenge. Okay, das wäre krass. Wir haben auch hier 8 Sachen zum Abholen. Okay, dann lass erstmal oben schauen. Jetzt bin ich super gespannt. Also, ist der dritte Brawler erstmal Rang 10. Kurz flexen. Ja, ich weiß, sehr krass. Jesse, Boxer und Gray ist schon mal Rang 10. Geil. Jetzt wird's spannend. 25 Credits, jetzt. Teamereignisse. Ja! Brawly Days Herausforderung. 0 von 12 Siege. Oha, wie geil. Gehen rein und wir haben automatisch unsere Brawler Power 11. Wir kriegen Credits. Und Powerpunkte und Münzen. Ja, okay, die Challenge müssen wir schon machen. Und ein Spieler-Icon. 800 Trophäen sind wir. 1000 wollen wir auch noch pushen. Okay, dann bin ich mal gespannt. Wir kriegen jetzt sau viele Credits und Münzen und vor allem auch Powerpunkte. Ey, erster Sieg. Wir kriegen 50 Marken. Das ist sehr schön. Das heißt, oder sehen wir es? Oh ja, wichtiger Schritt wieder für Ems. Sehr gut, weiter geht's. Oh, wir kriegen 350 Powerpunkte. Ernsthaft? Das ist übertrieben viel. Die können wir am Ende dann direkt ausgeben. Nochmal 350 Powerpunkte. Oh mein Gott. Wir haben jetzt schon 810. Ultra strong. 12 zu 0 in der Challenge. Herzlichen Glückwunsch. Oh, da kommt noch ein Geräusch. 300 Münzen nochmal. Und ein Spieler-Icon. Eine Socke. 300 Powerpunkte. Sehr viele Credits, Münzen und Icons. Schon sehr, hat sich schon sehr gelohnt trotzdem, muss man echt sagen. Sind wir durch? Ja. GG's. Los geht's. Power 7. Und damit haben wir nämlich Gadgets freigeschaltet. Wir kaufen uns auf gar keinen Fall beide. Das ist nämlich viel zu teuer für uns am Anfang. Let's go. Bärentatzen. Damit können wir den Gegnern lähmen. Ja, Nita befiehlt ihren Bären, einen donnernden Hieb auf den Boden abzufeuern, der alle Gegner im Umkreis lähmt. Er sieht übel nice aus. Dann muss ich mal screenshotten. Geil. 1000 Münzen und das ist das erste Gadget. Power 7, der erste Brawler auch. Und den pushen wir jetzt auf Platz 1. Also über Gray. Und dann haben wir nämlich auch die 1000 Trophäen. 998. Ey, wir hätten es genau geschafft sonst, aber egal. Das heißt, Rang 10 haben wir sicher, wir brauchen noch einen Sieg jetzt und dann. Haben wir auch eine ganze Menge zu öffnen, ne? Jetzt lenkt er meinen Bären rüber. Ah, ist er dumm? Ist er dumm? Oh, Mann. Hä? Er dachte, ich wäre hinter den Bären wahrscheinlich. Oh. Ah, haben wir aber. Nice. Ey, geil. Das heißt, wir haben die 1000 Trophäen am dritten Tag geschafft im Projekt. Was eine geile Folge wieder. Zack, da hören wir das Geräusch und ihr seht es, wir haben im Pass, ach, ihr seht es gerade nicht, 16, da, 16 Stufen. Alter, das wird geil werden. Okay, dann lass mal anfangen. Okay, zuerst 50 Powerpunkte, das ist schon mal geil. Clubs freigeschaltet, wir werden automatisch im Club erstmal zugeordnet. Wir machen aber eher einen eigenen auf, oder? Ultra Pro 2020, ja, dieser Club könnte perfekt für dich sein. Ja, das sehe ich auch so. Jonas, neuer Club. So, ab 0 Trophäen, offen. Können eure zweite Accounts auch easy rein. So. Abzeichen. Krone. Rote. Nice. Club gegründet. Das ist der neue Club. Jonas, neuer Club. Lol, wie schnell ist das hier bitte drin? 12, 13. Ich habe doch nicht mal auf Gründen gedrückt. 100 Powerpunkte kriegen wir noch. Und jetzt 320 Credits bei 1000 Trophäen. Das ist krass viel. Let's go. Und damit. Ernsthaft? 10 Marken? Ernsthaft? Oh Mann, okay, dann holen wir den Pass ab. Oh Mann, ja, ich werde jetzt keine zwei Gems ausgeben. Wir holen die jetzt. So. 16 Stufen haben wir heute geschafft. Warum so viel? Krank. 160 Powerpunkte. Die werden wir noch alle ausgeben gleich. Münzen. Credits. Und damit haben wir schon mal Ems. Kriegen wir noch was direkt noch? Let's go, der erste epische Brawler. Ems versprüht ihr Hochdruck-Haarspray und verursacht damit Schaden über Zeit. Mit ihrem Superskill verlangsamt sie Gegner. Könnten auch zu Bow wechseln oben. Machen wir aber nicht. Selten noch. Oh, dann können wir noch schaffen. Wir kriegen noch einen. Okay, jetzt die Qual der Wahl. Bull oder Brock? Was sagt ihr, Chat? Ja, Brock. Ich sehe ich auch so. Brock auf jeden Fall zuerst. Ich finde Brock übel nice. Der ist übel stark auch vor allem. Und wir haben schon fast die Hälfte. Oh mein Gott. Wir kriegen den auch noch heute fertig. Pass auf. Powerpunkte. Wir haben schon fast 1000 Powerpunkte. Wir kriegen den ersten chromatischen Ball. Sekunde mal. 320 von 500. Ja, noch nicht ganz genug, aber bald. Okay, weiter. Münzen. Noch mehr Powerpunkte.
Credits. Es reicht. Hä? Noch ein Brawler, sogar zwei direkt. Oha, wir haben fast alle seltenen. Wenn Brock nicht gerade damit beschäftigt ist, Gegner aus der Distanz mit Raketen zu befeuern, stellt er auf dem Dancefloor seine feurigen Tanzmoves zur Schau. Neue Beschreibung, auf jeden Fall interessant. Oh Mann. Super selten, okay. Chat wieder. Zwei, okay, oh, schwierige Auswahl. Dynamite oder 8-Bit? Ah, ich wäre auch für 8-Bit. Ich finde 8-Bit richtig nice. Let's go. Da haben wir ihn. Okay, das wird noch ein Weg werden. Wenn wir jetzt auch noch 8-Bit freikriegen. Okay, Credits fehlen uns noch 140 für den ersten chromatischen. Münzen nochmal. Noch mehr Credits. 100, ich sag mir schon über 1200 Powerpunkte. Alter, wie viele Stufen wir geschafft haben. 400 von 500 Chroma Credits haben wir. Das haben wir bald. 10 Gems, nochmal Münzen. Und nochmal Credits. Geil. Oh, wir können auch hier was abholen. Ah, Mapmaker freigestellt. Ach, toll. Also, Power Level 3 auf jeden Fall wieder für alle Brawler. Das machen wir immer. Ems auch Power 3. Okay, die Zuschauer wünschen sich erstmal, dass wir noch einen Brawler Power 7 machen. Dann schreibt mal rein, welchen Brawler ihr Power 7 wollt. Okay, alle sagen ja, gut, dann machen wir das. Okay, Jesse auch noch Power 7. Wenn ich jetzt halt die Münzen ausgebe, ist das alles weg fürs Gadget. Ne? Ich mach's trotzdem. Rückstoßfeder. Damit machen wir für 5 Sekunden nochmal doppelte Geschwindigkeit. Ramschi heißt der. Okay, dann lass noch ein paar Power 4 machen, die wir noch schaffen. Unser Brock auf jeden Fall direkt Power 4. Nee, lass Brock nochmal auf Power 5 schon mal upgraden für die nächste Folge. Wir sind heute zurück an Tag 4 auf unserem neuen Brawl Stars Account. Und heute soll es richtig abgehen. Denn wie ihr seht, ist die Season in gerade mal 5 Tagen vorbei. Das heißt, ich will es auf gar keinen Fall verpassen. Wir sind aktuell auf Stufe 38 im Pass. Wir können auch noch Buster und so freischalten. Und das Krasse ist halt, wir haben eine ganze Menge an Quests. Und vor allem eine ganze Menge an Quests, die wir mit dem Brawl Pass freischalten können. Das bedeutet, sobald wir den Brawl Pass freischalten, haben wir auch ein riesiges Opening, das wir heute am Ende alles aufmachen werden und vielleicht sogar das Ende erreichen werden vom Pass. Das ist die Hoffnung. Ich würde sagen, wir labern gar nichts sondern rum. Wir kaufen uns erstmal gleich den Pass und wir schauen erstmal in den Shop. Oh mein Gott, ja, es ist Weihnachten. Oh mein Gott, okay. Wie ihr wisst, Weihnachten, immer geile Gratisbelohnung. Sehr, sehr geil. Wir starten mit dem Spiele-Icon, würde ich mal sagen, rein. Das finde ich, jetzt muss ich aber sagen, ich weiß nicht, finde ich ein bisschen hässlich wieder. Persönlich, aber gut. 10 Gems gratis ist auch mal sehr nice, können wir mitnehmen. Dann natürlich, lass erstmal Shelly abholen. Let's go. Classic Shelly, sehr, sehr geil. So sah Shelly früher aus. Also zumindest so ähnlich früher sah sie noch ein bisschen hässlicher aus, ehrlich gesagt. Also, ihr wisst, nicht so schön animiert halt. Dann haben wir noch 50 Credits und 90... andersrum. 50 Chroma Credits, 90 Credits. Das bedeutet, wir kommen auch für 8-Bit voran. Wir sehen es auch schon hier. Und das ist absolut krass. Das krasse ist vor allem auch, wir haben auch zwei neue Brawler, die wir direkt spielen können. Aus der letzten Folge. Ems Level 7 direkt, Brock auch Level 5. Power Level 5, sehr, sehr gut. Und das Spannende ist natürlich hier vor allem. Chromatics, also chromatische... Chromatics heißen die auf Deutsch, okay? Da sehen wir es nochmal. Uns fehlen noch 50 Tokens. Und dann haben wir auch Gale. Das wird geil werden. Das alles in der heutigen Folge. Oh, wir haben hier noch 10 Credits sogar gratis. Sehr, sehr geil. Also, wir haben abgestimmt. Wir kaufen sogar direkt plus 5 Stufen. Also, uns fehlen genau 190 Gems. Komm, laden wir einfach für 4... Oh, ach so, Sekunde. Gem-Packs. Also, wen man, wenn ihr nicht supporten wollt, Creator-Code Jonas. Und dann kaufen wir... Haben wir jetzt ein Gem-Paket im Shop? Nein, die haben die schon rausgenommen wieder. Wollt ihr mich verarschen? Das sind wir haben einen Tag nach Weihnachten. Okay, damit. Nein, 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 nicht hier. Hä, die bieten... Okay, jetzt aber. So, wir kaufen... Big Bra passt nämlich jetzt direkt zu Anfang an. Aus einem relativ einfachen Grund. Weil wir dann natürlich auch die ganzen Quests freischalten. Also, als andere wäre ja dumm. Auf geht's. Bra Pass plus 5 Stufen. Let's go. Oh mein Gott, das ist schon eine ganze, ganze Menge jetzt hier für den Anfang. Ich würde aber wie gesagt sagen, okay, komm, nee, okay, wir holen alles heute am Ende, würde ich sagen, wirklich ab. Wir können ja die Trophäenfahrtsachen, würde ich sagen, zwischendrin abholen. Und das wird so fett werden, das haben wir jetzt schon. Und jetzt hört euch die Quests an. Yo, oh mein Gott, okay, okay, das ist viel. Wir haben Gratis-Gems, wieso das denn? Wir kriegen die Entschädigung einfach so. Wenn man sich den Brawl Pass noch im Nachhinein kauft, macht das. Wenn ihr euch denkt, überlegt, auch den Brawl Pass zu kaufen, oh mein Gott, ihr kriegt ja noch die Entschädigung von 80 Gems gratis, ne? Weil die den Pass ja geändert haben und dann weniger drin, oder nee, weil nicht weniger drin war, ich weiß gar nicht, warum haben die es, warum kriegen wir 80 Gems zurück? Irgendwie wegen den Änderungen, ne? Aber ich habe eigentlich den Pass gerade, WTF, einfach 80 Gems gratis. Okay, wir gehen rein, die entscheidende Runde. Es ist der erste Brawl auf 200 Trophäen schon mal. Ist geil eigentlich, ne? Und wir sind diesmal ein bisschen smarter und gehen direkt in die Mitte, weil die Mitte holt irgendwie niemand, keine Ahnung. Scheint es noch nicht so ganz zu checken, dass in der Mitte Cubes sind. Das ist wichtig. Ja. Weil die sind echt gefährlich. Aha. So, jetzt ist es bei der Ober. Oh mein Gott, hä? Junge. Ja! Hilfe! Ha! Komm, finish ihn! Schade. Okay. Aber hat er gut gespielt. Let's go. Der allererste Sieg hier. 200 Trophäen mit dem ersten Brawler. Geil!
Ey, das Projekt macht wirklich Bock. Plus 10, ey, die beiden Quests wieder. 57 Marken wieder. Super nice. Let's go. Haben wir es? Haben wir es? Ja, let's go. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, die letzten beiden Quests. Es war so ein fetter Sweat heute. 2 Stunden nur Quests gemacht. Für diesen Moment. Oh mein Gott, Trophäenfahrt. Okay, 4 Trophäen fehlen noch. Okay, die holen wir jetzt noch. 4 Trophäen, dann haben wir nicht noch 1500. Okay, erstmal Trophäenfahrt. 500 Trophäen wieder gepusht heute. Das ist so wichtig. 100 Münzen. Naja. 50 Powerpunkte jetzt kommen's. 320 Credits? Wieso so viele bei 1000? Wie random, wie geil. Das reicht. Wir haben 8-Bit. Wir haben 8-Bit. Oh, das ist geil. Ich mag 8-Bit richtig. Geil. 8-Bit freigeschaltet. Episch. Okay. Oh, okay. Ich habe tatsächlich einen klaren Favoriten. B ist so geil. B liebt sämtliche Insekten und nennt sie ihr Fangeziefer. Ihr Fungeziefer wahrscheinlich ausgesprochen eher, ne? Sie verschießt aus hoher Entfernung mechanische Bienen und lässt sie mit einem super Skill einen wütenden Schwarm los. Nice. Okay, noch Münzen. Und wir kriegen nächstes Mal nochmal Credits. Wir kriegen so viele Credits nächstes Mal. Okay, jetzt wird's spannend. Wie weit sind wir im Pass gekommen? Da steht eine 83. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich glaube, es ist gut. Okay, wir gehen rein. Und wir sind Stufe 60. Also 10 Stufen fehlen uns noch. Natürlich schon geil, wenn wir die kriegen würden. Aber 83 Belohnungen können wir jetzt abholen. Dann lass doch zuerst den Free-to-Play und dann den kompletten Pay-to-Win-Teil abholen, oder? Das ist so wichtig jetzt hier. Schaut es euch an. Oh mein Gott, okay. Auch Powerpunkte kriegen wir jetzt so viele, ne? Ganz nebenbei. 160 erstmal. Willst du mich verarschen? Das ist jetzt nicht ernst gemeint. Es sind genau 10 Chroma Credits, die uns fehlen. Weil dann haben wir gleich auch Gale. Den ersten chromatischen. Geil. Und wir müssen eigentlich auch sau viele Chroma Credits bekommen, weil die kriegt man ja gerade im Pass. Okay, Münzen wieder. Powerpunkte. Powerpunkte sehr wichtig. 28 Stück. Geil. Oh, wie sollten wir auch noch kriegen? Oder? Ja, Safe Call. Münzen wieder. Komm, Chroma Credits. 980. Ja. Aber wir haben gleich 60 Stufen noch oben. Vor allem die Powerpunkte müssen wir uns echt gut überlegen. Da müssen wir gleich mal schauen, was wir damit machen. 1300. Jetzt, komm. Wie haben wir schon mal die... Wir schaffen B-Safe. Jetzt. Okay, wir holen noch den Rest ab, aber erstmal. Okay, die Hälfte ist vorbei. Oder nicht mehr die Hälfte, ne? Der Free-to-Play-Teil. Und wir haben jetzt einfach 1500 Powerpunkte, 3900 Münzen. Und jetzt haben wir halt einfach Gale. Passt auf. Der erste chromatische. Kauf bestätigen. 500 Chroma Credits für Gale. Der erste chromatische, wie gesagt. Ich finde die Farben auch so nice bei den chromatischen. Okay. Hasten Penny, Lost. Das ist der Waschbär Penny. Nice. Neuer Skin für Penny. Übel geiler Skin. Und by the way, wir haben da auch die Login-Belohnung bekommen. Wir sind inzwischen Power 7 bei Penny. Der Skin ist aber schon nice. Den müssen wir auf jeden Fall ausnutzen. Gerade auch wieder. Ach, lol. Ich reiß einfach keine Arme. Gerade auch der Skin echt gut für den Dropper-Skin. Okay. Wie viele Powerpunkte? Was kriegen wir jetzt noch? Credits. Ich glaube, wir kriegen gleich noch B. B kriegen wir noch safe, oder? So, Credits. Komm. Junge, wir haben gleich 2000 Powerpunkte. Oh mein Gott, okay. Pinpack. Erstes Pinpack. Wieso sind die alle wütend? Gray und Boxer haben wir und Cold. Sehr geil. Okay, noch mehr Credits. Okay, das schaffen wir. Es sind nur noch 200 ungefähr. Oh, es wird da knapp. Es wird relativ. Ich glaube, wir schaffen es. 150. Komm, Münzen. Noch mehr Powerpunkte. Komm, noch 105. Ein Spray. Geisterzug-Spray. Auch geil. Powerpunkte wieder. Okay, jetzt. Es sind 60. 60 Credits. 45 Credits und wir haben es fast. Und damit schalten wir den, ich glaube, den zweiten epischen Brawler, ne? Damit frei. Alter, und B. B ist so ein nicer Brawler, ne? Direkt sogar freigeschaltet noch heute. Was haben wir als nächsten Brawler? Selten. Welchen Brawler? Okay, was haben wir? Schwierige Auswahl. Boxerin oder Bull? Meistens haben Bull gesagt. Okay, dann haben wir einfach Bull. Den kriegen wir auch noch heute. Safe. Der kostet 160 Marken. Und wir haben den dritten neuen Brawler mit Buster einfach. Buster ist so stark. Also ohne Witz, eigentlich Buster müssen wir direkt Power 7 oder so machen. Da fällt Powerpunkte draufhauen, Gadget und alles. Da haben wir noch den Pin für Buster direkt. Wir schaffen wohl auch noch, oder? Ich glaube, wir schaffen wohl auch noch direkt heute Münzen. Dann haben wir den, wie vielten Brawler? Den vierten, glaube ich, oder den fünften schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auf jeden Fall krass. Hat sich sehr gelohnt, den Pass und alle Quests durchzuspielen. Zack, den nächsten Brawler. Let's go! Bull. Super selten. Okay, jetzt wieder schwierig. Was kriegen wir? Und? Oh. Okay, mit Abstand. Die meisten wollen Karl sehen tatsächlich hier. Karl ist eh nice. Karl ist sehr stark aktuell. 430 Credits. 5 Credits wurden übertragen. Danke. Die helfen mir sehr weiter. Aber Karl werden wir hoffentlich auch noch damit schaffen. Schaffen wir noch Karl? Geisterzug-Spray. Ja, jetzt kriegen wir erstmal gar keine Credits.
Ich glaube, das schaffen wir nicht ganz, ne? 45 Credits sind wir hier. Alter, wie viele Münzen haben wir? Müssen wir nicht mal schauen. Jetzt haben wir ganz viele Sprays und Pins und alles. Und so viele Power. Wie viele Powerpunkte? Pass auf. 3400. Ist das krank. Und 3500. Und wie viele Münzen haben wir jetzt? 9000 fast. Boah. Haben wir noch eine Quest? Wir haben eine neue Quest. Oh, Spezialquest. Kriegen wir nochmal 1000 Marken. Das ist geil. Okay, das heißt, wir haben 5 neue Brawler. Buster, Gale, Bee, 8-Bit und Bull wieder. 5 neue in einer Folge wieder. Und wir haben noch so viel. Wir haben 17 von 63 Brawlern. Im aller Rang 5 ansonsten. Und 3 über 200. Ne, 4 über 200 Trophäen inzwischen. Und die Gems reichen genau aus. Und damit starten wir rein. Okay, das sind die ganzen Modi, die wir heute haben. Oh je, okay. Wir haben gleich 5 neue Brawler zu pushen. Und zwar Bull, dann haben wir 8-Bit, Bee, Gale und Buster. Oh mein Gott, wir haben 3600 Powerpunkte und 8880... Oh, meine Stimme. 80 Münzen. Ich bin übrigens immer noch krank, deswegen nicht wundern. Oh mein Gott, schaut es euch an. Okay, komm, eigentlich können wir... Komm, wir können eigentlich jeden Brawler Power 7 machen. Und direkt noch ein Gadget kaufen. Wir nehmen das Ranzi-Gadget hier für Buster. Heute gilt es folgendermaßen, wir müssen jedes Mal gewinnen. Und wenn wir das schaffen und damit mit jedem Brawler Rang 5 schaffen, dürfen wir uns immer was aus dem Shop aussuchen. Und damit let's go in die erste Runde. Mal schauen, wie sich der Mate so anstellt. Oh, pass auf die Reflexion. Hä, der macht gar nichts. Nein, mein Mate ist tot. Ey. Egal, wir haben schon mal die ersten 6 Powerwürfel, heißen die. Sehr schön. 9. Gott, chillig. So, fette Reflexion. Ach, Digga, was? Wieso schießt der denn jetzt nicht mehr? Mein Mate war echt useless, dachte ich, aber hat einen Double Kill gemacht und wir haben damit 5 von 25. Aber beide müssen aktiv sein dabei. Ja gut, der war halt die ganze Zeit tot. Ja, super. Die waren super solide. Das haben wir. Damit den ersten Brawler Rang 5 und für die Quest 11 von 24 Kills. Das geht schnell. Oh mein Gott, 2000 Gems sind aufgeladen. Das hier können wir bekriegen. Wir können zum einen Buzz bekommen als neuen Brawler. Daryl können wir kriegen. Fang und den Octopus Fang Skin. Das Paket wäre halt absolut geil. Dann hier die Skins können wir noch nicht kriegen. Und jetzt die Skins. Reduziert haben wir Poco. Wir haben Ems, normalerweise auch teurer, reduziert. Haben Ausreißer Gray, Cold, Gale, Dragon Skin. Und die könnten wir uns auch leisten. Mal schauen. Hey Siri, dann nehmen wir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10. Das wäre 8. Oh, ist sie laut. Okay, 8. Oh nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben Gale. Hey, den müssen wir doch eh noch pushen. Das ist ultra nice. Der Skin ist überhaupt ziemlich geil. Und ich finde, da können wir uns nicht beschweren. Ey, wir haben Gale sowieso auf 0 Trophäen und müssen ihn pushen. Das ist komplett perfekt. Wir können jetzt direkt den Skin auswählen. Und komm, wir machen ihn mal auch direkt Power 7. Komm, jetzt sind wir direkt drin. Power 5, Power 6 und Power 7. Und das Gale, das Sprungbrett oder den Twister. Der Tornado ist eigentlich deutlich stärker. Den kaufen wir uns für 1000 Münzen. Das ist sehr, sehr OP. Let's go. Wir sind schon mittendrin in der entscheidenden Runde. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir alle Runden gewonnen. Ich will einigermaßen gute May. Oh je. Okay, die sehen nicht gut aus, aber wir werden es schaffen. Und dann haben wir hier hoffentlich gleich das nächste Angebot, Leute. Auf geht's. Oh Gott, was machen denn meine Mates? Der schießt direkt aus... Nein, 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 nein. Sturm, ja. Oh mein Gott, nein. Was ist denn das? Was sind das für Mates? Die machen gar nichts. Okay, Leute, alle sind hinten. Es ist eigentlich die Chance da, wenn er den Ball passen würde. Er macht es nicht, egal, komm. Alle sind hinten, die sind total dumm. Oh mein Gott, eins. Nice, so let's go. Und das ist es, Leute. Wir haben die 5 Siege. Wir haben den nächsten Brawler damit, Rang 5. Da haben wir jetzt nochmal Rang 5 auch mit Gale und wir haben die Quest. Nein, 4000 Schaden, das ist ein Witz, ne? Hey Siri, nenne mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 9. Die Antwort lautet 1. Das ist wieder laut. Okay, 1, lol, let's go. Oh mein Gott, Leute, wir kriegen Bass. Wir kriegen einen neuen Brawler einfach. Hä, wie geil. Da sehen wir es nochmal, 119 Gems. Und damit haben wir einen neuen chromatischen Brawler. Alter, wie geil. 3 von 16 Brawler damit insgesamt. Hä? Ohne Witz, das ist übel nice eigentlich. Oh mein Gott, wie viele Angebote kriegen wir? Hä? Lol. Okay, das ist natürlich, das ist spannend. Mal schauen, vielleicht kriegen wir auch ein paar Pin-Angebote später noch. Nein, es sind noch mehr Angebote im Shop. Da ist so viel Neues. Hä? Münzen, Powerpunkte, Powerpunkte. Oh, hoffentlich kriegen wir da irgendwas Geiles später. Nächster Rang 5 Brawler. Das heißt, noch 3 sind damit übrig. Und jetzt die große Frage, was bekommen wir dafür von den ganzen Angeboten? Hey Siri, nenne mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 16. Das ist 3. 3? 1, 2, nein, es sind nur so Buzz-Pins. Aber immerhin, ist besser als nichts. Die sind ja auch reduziert gewesen. Den einen Daumen hoch und der halt nicht mehr. Und damit müssen wir jetzt den Hot Zone gewinnen. Ist eigentlich eine sehr gute Map für Bee. Wir sind eigentlich so Power 1. Nein, nein, mein Mate. Mein Mate läuft draußen rum. Oh Gott, hoffentlich können wir alle Runden gewinnen. Aber das sieht schon mal gut aus. Die erste Runde komplett souverän gewonnen. Das Gute ist, wir haben eine Quest. Wir müssen Gegner besiegen. 8 von 24 haben wir. Auch die zweite Runde war komplette Zerstörung. Wir haben
15 Kills ist schon. Es ist die entscheidende Runde und wir brauchen noch 3 Kills, dann hätten wir auch die Quest direkt geschafft. Und Rang 5 direkt als das nächste Angebot. Und B ist so OP. Es ist unglaublich. Also, so, was ist das? Null gewesen. B ist der stärkste Brawler im Spiel aktuell. Let's go. Schaut euch an. Nice. Okay, wir haben gewonnen, aber bitte, bitte hat es für die Quest gereicht. Wenn ich glaube, es wird ein Kill, oder? Nein, wir haben es geschafft. Let's go. 500 Marken auch noch fürs Opening wichtig. Ey, Leute, wir haben noch 2 Brawler und wir kommen zum nächsten Angebot. Hey Siri, nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 15. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 15 ist 15. 15? Was? Das letzte? Oh mein Gott, nein. Das ist kacke, ich will das nicht. College Studentin Ems für 500. Na, Mann. Na, gibt schlechte Verwendungen, aber geile Skins, die ganzen Mecha-Line schon egal. Hey Siri, nenne mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 14. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 14 ist 8. 8! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.500 Powerpunkte! Das ist Geviertel, das ist ein übertrieben gutes Angebot. Schaut euch an, Leute. Oh mein Gott, das ist krank. Das ist absolut krank. Let's go. Dafür sind jetzt einige andere Angebote direkt verschwunden. Hä? Der letzte neue Brawler ist einfach mal 8-Bit. 8-Bit übertrieben geil. Wir müssen 100.000 Schaden für die Quest machen. Und wir müssen natürlich 5-mal wieder gewinnen für Rang 5, dass wir dann eben das letzte Angebot kaufen und zum Opening kommen. Erste Runde, wir haben 12.000 Schaden. Jo. Entscheidende Runde, wir brauchen 13.000 Schaden. Das ist halt die Sache. Also, es wird nicht leicht werden. Meine beiden Mates sind down. Oh mein Gott, 1-0. Wir haben die, oh, die Lücke. Geil. Okay, komm, ein Tor noch, dann haben wir das. Und das war eine gute Ems-Fähigkeit, Mann. Let's go. Und das sollte es gewesen sein. Alex, Alex, Alex. Mach das Tor. Jetzt die Frage, hat es für die Quest gereicht? Ich denke schon. Und es hat ausgereicht. Let's go, Rang 5. Und die letzte Quest erledigt. Hey Siri, nenn mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 11. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 11 ist 11. 11! Die letzte Zahl hat sie nochmal genannt. Oh mein Gott, wir können es den Boxer kaufen. Hey, der ist ziemlich cool. Und es gibt auch einen Exklusivpin dazu. Für 149 Gems. Ich meine, schau euch den Skin an. Das ist schon ein geiler Skin. Ich finde den grünen persönlich besser, aber egal. Der Pin ist auch geil. Und wir kaufen uns, komm. Das ist eh in 27 Minuten weg. Und es hat vierfachen Wert. Das würde ich jetzt extra nochmal dazu kaufen. Komm, 1000 Münzen. Münzen sind eher wertvoll geworden. Und ja, der Rest, der wird bestimmt wieder in den Shop kommen, hoffentlich. Damit haben wir jetzt wieder alle Brawler auf Rang 5 gepusht. Sieht auch in der Übersicht ziemlich geil aus mit den ganzen 5ern jetzt hier auf jeden Fall. Und wir kommen zum Opening und beginnen im Pfad. Ich glaube, es reicht schon. 1600 Trophäen, gleich 320 Marken. Okay, 3, 2, 1. Das reicht, sage ich doch. Wir kriegen Karl auch noch. Nice. Nice. Karl auch noch bekommen. Ihr habt euch Karl gewünscht. Wir hätten noch Dynamite oder Dings haben können. Es ist schwierig. Was? Oh Gott, episch. Was kriegen wir? Bo, Stu oder Frank? Ich persönlich würde mich jetzt, glaube ich, für Frank entscheiden. Es ist der Brawler mit dem meisten Leben im Spiel. Ich finde ihn ziemlich nice. Dann kriegen wir noch Münzen und jetzt wird's spannend. Der komplette Trophäenpfad. Wir sind, oh mein Gott, okay, wir sind schon gut vorangekommen. Das werden wir jetzt alles auf einmal öffnen. Wie immer beginnen wir ganz hinten mit den Gems, würde ich sagen, und den Münzen. Spannend ist vor allem, wie weit kommen wir mit den Marken. Werden wir noch Brawler freischalten? Das werden wir jetzt gleich alles sehen. Okay, erst einmal Münzen, Pinpack und lol, wir kriegen einen epischen, der ist sau selten für Ems einfach. Einfach kostenlos, das ist ziemlich geil. Okay, allgemein kriegen wir echt sehr, sehr viele Münzen und Gems, muss man wirklich sagen. Wir haben jetzt insgesamt fast 10.000 Münzen. Da müssen wir uns auch überlegen, wie wir die ausgeben. Also am ehesten würde ich die halt ausgeben, wahrscheinlich für Gadgets, hätte ich gesagt. Aber wir haben auch 4.000 Powerpunkte. Boah, da können wir echt eine Menge ausnutzen. Okay, Powerpunkte als nächstes, wir haben zu viel. Oh, lol. Okay, relativ einfach. Wir sortieren mal nach Power Level. Wir haben alle Brawler mindestens Power 3. Das würde ich beibehalten. Das heißt mal zumindest hier einmal alle Brawler auf Power 3, weil hier die ganzen haben ja noch Power 1 gelassen gerade beim Push. Das heißt, oh, Karl ist auch direkt Power 3, stimmt. Die ist auch direkt Power 3. Und Bass ist auch direkt Power 3, weil wir müssen eigentlich mehr machen. Ja gut, dann machen wir doch direkt einfach alle Brawler Power 4, würde ich sagen. Das kostet jeweils 50 Powerpunkte. Und wir wollen ja eh gleichmäßig hoch machen. Vielleicht sind es immer noch zu viele Powerpunkte. Ja, oh mein Gott. Es ist zu viel. Es ist zu viel. Okay, alle Brawler gehen Power 5. Jackie, B haben wir, Karl haben wir, 8-Bit. Es kostet jeweils 80 Powerpunkte, aber ist verhältnismäßig noch günstig. Ich denke, das ist halt für den gesamten Account auch ein riesen Boost. Als letztes haben wir Shelly. Jo, das war echt sehr, sehr viel. Und jetzt haben wir wirklich alles Power 5. Außer da oben 6 Brawler, die haben wir Power 7 sogar schon. Okay, jetzt muss es aber eigentlich reichen. So, jetzt hier nochmal Powerpunkte. Wir sind schon wieder fast voll, ne? Alter.
Vielleicht müssen wir echt mal einen Power 9 machen. Wir haben immer noch über 3000 jetzt. Jetzt kommen wir zu den krassesten Belohnungen, und zwar zu Credits und zu Skins zuerst. Wir haben natürlich den neuen Gummibär Nita Skin. Ey, der ist ultra nice, muss ich wirklich sagen. Und kriegen auch direkt einen Pin dazu. Das Geile ist, Nita ist ja auch noch unser höchster Brawler. Hier, schaut sich an, wir haben auch schon ein Gadget für den. Und jetzt haben wir auch direkt einen nicen Pin, der auch noch selten ist. Den hier. Okay, die Credits. 45. Wird es reichen für einen neuen Brawler? Wir haben noch die Chroma Credits. Oh mein Gott, wir sind bei der Hälfte. Bei über der Hälfte. Und ja, wir sind gut dabei. Weil Frank ist sehr, sehr nah für die nächste Folge wahrscheinlich, ne? Okay, Chroma Credits. 40 nochmal und 60, also 210. Wenn wir jetzt gewinnen, dann sind wir nämlich schon mal bei Rang 5 mit Karl. Das heißt, wir haben, ihr wisst es ja, wir haben jeden Brawler dann Rang 5. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Oh Gott. Junge, die Penny wird aber auf jeden Fall auch wissen. Das müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich darf den Streuschaden nicht unterschätzen, aber ja, die war ein bisschen lost. Okay, das sollte eigentlich hoffentlich relativ easy werden. Aber ich meine, man weiß es halt nie, wenn jetzt doch irgendwie vielleicht eine Shelly da ist, die vielleicht nicht ganz so lost ist. Dann haben wir, da ist jetzt noch ein Nita, da müssen wir uns auch aufpassen. Das ist jetzt so dumm, es läuft jetzt diese dumme... Nee, der geht auf den Dings, auf den Barley jetzt. Und der Barley ist komplett überfordert. Und jetzt können wir eigentlich hier so machen. Und das ist halt krass, ne? So Karl Nahkampf-Damage, echt absolut insane, muss man wirklich sagen. Und wenn er, glaube ich, dann noch die Star-Power hat, hat er noch so ein Schild, glaube ich. Das ist halt echt crazy. Und das ist der letzte Gegner und... Das ist halt wirklich geil. Wir müssen eigentlich auch mal Karl pushen. Das bedeutet, wir haben die Quest geschafft. Nee, die Quest noch nicht geschafft. Ein Win noch, den holen wir uns gerade noch. Und ja, dann können wir mal einen anderen Brawler wählen. Ja, und damit auch die Quest geschafft. Let's go. Das ist die erste richtige Quest, die wir geschafft haben. Das sind schon mal 250 Marken, die wir bekommen. Und damit sind wir schon mal auch bei 1800 Trophäen. Ich würde sagen, wir holen wirklich alles am Ende ab. Also wir kriegen zum einen natürlich eine Menge Credits. Wir kriegen hier vor allem die 430 Credits bei 2000 Trophäen. Und die ganzen Sachen, die wir jetzt hier im Pass Farben durch die ganzen Quests, jo, die wir hier erledigen. Also, würde ich sagen, weiter geht's. Ich überlege gerade eigentlich echt, komm. Ich meine, es ist so ein vielfacher Wert. Wir holen uns am Ende auch noch die Powerpunkte. Und in diesen 20 Minuten, okay, komm, holen wir uns jetzt. Können wir am Ende ausgeben. So, 29 Gems, 1000 Münzen, 500. Die sind alle... Was? Ich konnte mir nur zwei kaufen, die sind weg. Was ist das denn jetzt? Egal, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt und euch irgendwas auf jeden Fall im Shop selber kauft, natürlich wie immer, gerne mit Creator-Code für Jonas, ne? Danke. Oh, wir haben immer Münzen im Shop. Wieso das denn? Geil. Komm, ich geh jetzt einfach straight rein. Die sind alle hinten. Oh mein Gott, ich hab das Tor. Okay, der Bär war wasted. Okay, let's go. 1-1. Okay, heiß. 40 Sekunden. Wer jetzt Sorgis gewinnt. Und dann hätten wir es geschafft. Komm, okay, ich geh rein. Ich zieh. Das sind alle down. Hey, chillig. Hä, hey, also das war jetzt easy. Let's go. 2000 Trophäen damit geschafft und wir kommen zu der Belohnung. Und dann sehen wir es nochmal. 2000 Trophäen erreicht, gerade nochmal Screenshotten. Das hier ist die Belohnung. Die holen wir uns, würde ich sagen, zum Schluss ab. 430 Marken. Das ist so fett. Okay, wir kommen zum Pass. Was haben wir alles geschafft? Und wir sind auf... Was? Okay, boah. 20 verschiedene Belohnungen haben wir, wenn ich es richtig gecheckt habe, ne? Da unten sieht man es nochmal. Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir bei den Münzen, wie immer eigentlich. Zuerst die Münzen, dann so die Powerpunkte und schauen wir, was wir am Ende alles zusammenkriegen. Aber gerade die Münzen sind natürlich ultra, ultra wertvoll, gerade für den Free-to-Play-Account. So, aber sehen wir es nochmal. 11.600 Münzen haben wir jetzt. Das ist verrückt. Das ist komplett verrückt. Dann würde ich sagen, komm, wir können auch, glaube ich, eh keine Powerpunkte mehr einsammeln. Genau. Wir müssen sowieso was ausgeben. Da kommen wir gar nicht drum rum. Dann sortieren wir die Brawl einmal nach Power Level. Wir haben alle Power 5. Wir können natürlich auch alle Power 6 machen, ne? Theoretisch. Was kostet das? 90 Münzen. Da hätte ich einfach gesagt, komm, wir machen einfach mal alle Brawler Power 6. So. Da kann man eigentlich nichts falsch machen, ne? Wir haben Call Power 6, wir haben Bull Power 6, Rock haben wir auch. Es ist natürlich einiges. Aber ich glaube, so ist es auch am fairsten auf die Brawler aufgeteilt, dass wir wirklich alle Brawler ganz gut und gleichmäßig gelevelt haben. Karl ist auch Power 6, Jackie ist auch oben, B ist auch oben. Man kommt echt super schnell voran, muss man wirklich sagen. Und das heißt, alle Brawler schon mal Power 6. Okay, oben haben wir Power 7. Ich schaue gerade. Theoretisch könnten wir uns auch einen schon Power 8 machen. Oder wir kaufen uns ein Gadget, das ist eigentlich smart. Denn wir kaufen mal das Salzfass für Penny. Da müssen die Powerpunkte, glaube ich, vor allem loswerden. Okay, dann machen wir noch drei Brawler Power 7. B ist nice. Bass ist nice. Und wenn ich auch noch nice finde, ist, glaube ich, Brock. Dann haben wir die drei und kaufen direkt noch ein Gadget. Und zwar das hier. Das ist im Kreis der B, das ist ganz geil. Oh, gut, so geil. Ich glaube, ich habe das andere gekauft, egal. Dann haben wir das Brock-Gadget. Und zwar kaufen wir uns die große Rakete. Die kann auch die Mauern aufmachen. Ist super gut auf den meisten Maps deswegen, dass wir auch einen Range-Brawler gut spielen können. Und Bass ist, glaube ich, relativ offensichtlich, oder? Ja, die Dings, die Reserve-Boje. Dann können wir uns direkt an den Gegner von Anfang an ranziehen mit der Boje. Super gut, okay. Das ist schon mal ein richtig guter Fortschritt, okay. Das heißt, wir haben jetzt noch Powerpunkte. 160 wieder zurück. 185, nochmal 160, es ist echt viel. Nochmal 185, nochmal 160,
1000 haben wir jetzt schon wieder. Ich glaube, es reicht erstmal. Komm, okay. Wir haben eh nicht so viele Münzen. Dann gehen wir als nächstes erstmal die Chroma Credits an. Wir haben 40 Stück. Nochmal 40 Stück. Und das war's. Das heißt tatsächlich 290. Wir brauchen 500. Dann könnten wir einen von denen freischalten. Da sehen wir es. Wir könnten entweder Bell freischalten, Ruffs, Lou, Colette oder Search. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen erstmal noch zu den Gems. 20 Stück kriegen wir. Und jetzt noch zum Spray. Da kriegen wir auch ein kostenloses. Und damit kommen wir jetzt zu den Credits. Ich würde aber sagen, dass es cooler ist, machen wir Frank mit den Dings voll. Wir machen Frank mit den 2000 Trophäen voll. Komm. Einmal hier die Credits, nochmal Powerpunkte und damit 2000 Trophäen und Frank auf einmal. 3, 2, 1, go. Das ist geil. 430 Credits, da sehen wir es nochmal. Da kommt Frank rein. Ist das geil. Der dritte epische Brawler. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden, dass wir den nehmen. Und der erste mythische jetzt auch noch. Also, außer Gray, aber das ist der erste mythische, den wir so freischalten können. Das müssen wir auch reinschreiben. Mortis, Tara oder Jean. Auch nice, wie die hier angezeigt werden. Assassine ist ein Mortis. Tara Damage Dealerin. Jean Unterstützer. Aktuell am stärksten ist eigentlich Jean, deswegen wähle ich ihn mal aus. Ich glaube, ihr wollt wahrscheinlich sogar eher Tara oder Mortis hin, oder? Das ist ein geiler Brawler. 265 haben wir. Und die restlichen Credits. Komm. 45, 95, 45, 45, 95. Es sind schon über 590 Credits. Damit ein super Fortschritt. Und damit let's go in das heutige Video. Also das ist eine sehr schöne Überraschung, muss ich wirklich sagen, von Supercell zum Neujahr in China wahrscheinlich. Kriegen wir eine ganze Menge an Gratis-Angeboten, die uns schon geboosten werden. Hier Powerpunkte, wir kriegen Markenverdoppler, wir haben davor schon Credits bekommen, neuen Pin kriegen wir und Münzen. Und das alles auf einmal. Hey, wie geil ist das denn bitte? Aber nochmal besser sind wahrscheinlich sogar diese ganzen Angebote hier. Also das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Wir haben eine ganze Menge Pins, aber vor allem, wenn wir nochmal zurück... Oh, Sekunde. Das ist noch wichtig. Wir kriegen noch 5 Gratis-Credits. Die müssen wir auch noch mitnehmen. Auch im Shop sind geile Skins heute. Aber schaut euch diese Angebote hier an. Nicht nur die, da kriegen wir halt ordentlich Münzen und Powerpunkte, sondern vor allem die hier. Wir kriegen Eve und Baiku Eve, Griff und Highscore Griff, Spike und den dunklen Lord Spike. Ja, ihr seht's hier. Also WTF. Die Angebote... Geil. Am Ende werden wir also heute noch 2 zufällige Angebote kaufen und auf jeden Fall auch mindestens einen Brawler freischalten. Da bin ich super gespannt drauf, was wir hier bekommen und auch welchen Skin. Wir befinden uns jetzt einen Tag später, denn ich musste gestern schlafen gehen und das bedeutet, wir haben sogar nochmal in diesem Video einen weiteren 9 Grades Shop. Okay, was haben wir? Geil. Ihr seht's gar nicht. Ach, die Kamera ist im Bild. Ihr seht es. 90 Credits, 50 Chroma Credits nochmal gratis. Und dazu noch die ganzen Angebote. Dafür sind ein paar andere Angebote raus. Egal, wir werden, wie versprochen, wir werden uns eins auf jeden Fall von denen trotzdem aussuchen. Oder sagen wir 2. Okay, erstmal, wie gesagt, 50 Chroma Credits, 90 Credits. Noch nicht kaufen. Und ja, was haben wir denn? Oh, nochmal 10. Ja. Guys. Die entscheidende Runde für 300 Trophäen. Wir haben direkt eine Shelly. Das heißt, wir sollten am besten... Ja, genau. Ein bisschen auf Abstand bleiben und dann sollten wir sie relativ easy. Normalerweise. Ja, wir kriegen sie nicht gekillt, ist aber trotzdem. Perfekt. Ist aber trotzdem in Ordnung. Jetzt haben wir hier die Ult. Den haben wir auch und da ist noch eine. Alter, wir sind jetzt überall Shellys. Das kann sich doch keiner ausdenken mehr. Das ist jetzt nicht wahr. So, jetzt aber reingelaufen und damit haben wir den Kill. Nice. Der hat auch 8 Cubes. Okay, das ist natürlich jetzt kritisch. Da wollte er hinrollen wie Lost. Okay, wir nehmen den Fight auf. Wir nehmen es auf und wir haben ihn. Und damit haben wir den ersten Brawler auf 300 Trophäen. Noch ein Kill. Ja, komm, jetzt nochmal Platz 1 am besten. Natürlich eine Shelly. Ja, moin, mit Ult. Aber wir haben auch das geschafft. Das ist der erste Platz. Das sind die 300 Trophäen. Der erste Brawler auf dem neuen Account. Rang 15. Und wir kriegen sogar 200 Starpunkte. Das ist geil. Und damit sind wir insgesamt bei 2350 Trophäen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir die Folge geschafft haben. Ich glaube 350 Trophäen wieder, ne? Haben wir geschafft. Geil. Und hier sehen wir nochmal die Trophäenübersicht, ne? Oh, das sieht schon nice aus. So der erste schon mal auf 300 und ansonsten ja auch schon einige Rang 10, ne? Also insgesamt schon 9 Brawler auch Rang 10. Wir beginnen im Trophäenpfad. Da haben wir noch 3 Belohnungen. Gar nicht mal so schlecht. Wir kriegen zuerst 200 Münzen. Dann kriegen wir... Okay, das ist schon schlecht. 25 Credits. Warum so wenig? Aber dafür kriegen wir 200 Powerpunkte. Wir müssen auch eigentlich mal in der Folge ganz viel ausgeben. Denn wir haben jetzt schon 3300 Powerpunkte. Das ist ein bisschen viel. Damit kommen wir jetzt zum Opening. Okay, wie viele Stufen haben wir geschafft? Wir sehen es schon. Stufe 37. Das bedeutet, ihr seht es schon hier, 22 Belohnungen haben wir jetzt. Und dann kommen wir noch zum Shop. Also, das ist schon geil. Mal schauen. Wird es für den ersten mythischen Brawler reichen? Das ist die Frage. Wir beginnen mit den Münzen. Ach, stimmt. Und damit kriegen wir wieder Münzen. Die Frage, die ich mir eher stelle, ich glaube, die Powerpunkte werden wir niemals alle dingsen können, alle lagern können. Das wird zu viel sein. Also Münzen haben wir jetzt schon mal 5400. Und jetzt pass auf die Powerpunkte auf. So, 185. Maximal 4000 gehen, das weiß ich. Und zack. Voll.
Keine Chance. Einfach jetzt. Oh, wir haben noch Chroma Credits schon mal. Sekunde. Kommen wir gleich zu. Ja, kacke. Okay, das heißt, wir müssen einen Brawler upgraden. Also, wir haben halt einige, die wir Power 7 machen könnten. Dann nutzen wir es am besten für einen Brawler, wo wir auch ein gutes Gadget haben. Und zwar finde ich Poco echt wichtig. Das heißt, wir machen Poco. Zack, einmal hoch. Wir können uns nämlich jetzt hier das Gadget kaufen. Und damit können wir 5 Sekunden lang 400 Trefferpunkte healen. Das finde ich ein sehr, sehr wichtiges Gadget. Gerade bei Poco. Das ist saustark. Okay, damit sind wir wieder voll. Es geht weiter mit 10 Gems. Auch die sind natürlich nicht schlecht. Und jetzt wird's spannend, denn wir haben noch einen neuen chromatischen Brawler. Und zwar Mandy. Aber zuerst kommt die Chroma Credits noch. Chroma Credits. 40 und nochmal 40. Ich glaube, es sollte reichen. Ich glaube, wir können sogar noch einen chromatischen Brawler. Okay, das ist krass. Einen chromatischen Brawler auch noch aussuchen. Und damit kommen wir zum neuen Brawler Mandy. Den haben wir jetzt hier einfach erspielt. Stufe 30 in 3, 2, 1, go. Nicht so episch, egal. Daneben geklickt. Da haben wir es. Der beste Sniper im Spiel, also der mit der höchsten Reichweite zumindest, auch gebufft worden. Also eigentlich, würde ich sagen, relativ solide, der Brawler. Da hat es hier noch einige Mandy Pins. Und jetzt kommt's. 45 Credits und nochmal 45 Credits. Das ist geil. Oh, da sehen wir es schon. Willst du Jean jetzt freischalten? 140 Gems kostet es nur noch, lol. Und wir haben auch im Shop was Neues. Wahrscheinlich, lol, wir kriegen Münzen, okay. Und wo ist er denn? Der Mandy-Skin irgendwo. Bevor wir jetzt zum zufälligen Angebot kommen, werden wir jetzt wahrscheinlich zwei Brawler auf einmal freischalten können. Wir haben jetzt zuerst die chromatischen, okay. Das ist jetzt halt aber die Frage, was würdet ihr jetzt freischalten? Okay, komm, ich würde wieder sagen, das ist eher eine Sache für die Kommentare. Aber jetzt kommen wir damit erstmal zum neuen mythischen Brawler, bevor wir dann in den Shop gehen. Und hier habe ich euch gefragt, welchen Brawler wir auswählen sollen. Da sehen wir es nochmal und entschieden habt ihr euch für Mortis tatsächlich. Ihr wollt, dass ich Mortis freischalte? Das haben zumindest die meisten in den Kommentaren gesagt. Ich kann gerade nochmal screenshotten, sieht doch ziemlich geil aus. Ja, Mortis ist ein sehr umstrittener Brawler, also ich hoffe, ihr seid zufrieden. Und die meisten haben sich's gewünscht. Und damit let's go, das wird verrückt werden. Let's go. Der erste mythische Brawler, den wir jetzt hier freischalten. Gut, eigentlich halt der zweite, ne? Aber die Grey Quest würde ich jetzt hier nicht mitzählen. Absolut geil. Und wir kriegen den seltenen als nächstes. Der wird schnell gehen. Den werden wir safe in der nächsten Folge schaffen. Die Boxerin. Das wird richtig. Das ist der letzte, oder? Ja. Und damit jetzt zum spannendsten Part. Wir gehen in den Shop. Ihr wisst, was jetzt kommt. Okay. Wir machen erstmal wie immer Creator Code Jojonas ganz rechts im Shop. Wenn ihr mich supporten wollt und euch meine Videos gefallen, gerne eintragen. Was wir auf jeden Fall kaufen, sind Münzen. Weil immer irgendwas mit vielfachem Wert, mit Powerpunkte oder Münzen, kaufe ich mir eigentlich immer, wenn ich Geld ausgebe, auch auf dem Main Account. Und Münzen sind wertvoll. Zwei zufällige Angebote, ein Brawler-Angebot und ein weiteres Angebot. Leider sind die anderen Angebote jetzt weg. Deswegen hätte ich einfach gesagt, wir lassen mal entscheiden. Hey Siri, nenne mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 13. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 13 ist 8. 8, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, der Skin ist sogar ziemlich nice und er ist reduziert. Und zwar der LT-Groß-Skin. Das ist perfekt. Das ist genau der Brawler, den wir gerade auf 300 Trophäen gepusht haben. Den hätten wir uns eigentlich vorher kaufen können. Da sehen wir nochmal. Mondbrawl 2022 Skin. Letztes Jahr rausgekommen mit einem Pin zusammen. Und das Geile ist halt jetzt hier, pass auf, meiste Trophäen. Bam. Jetzt haben wir hatten sogar schon den Dragon-Skin, wusste ich gar nicht mehr. Wir lost, wir hatten ihn gar nicht drin gehabt, aber hier. 300 Trophäen, der erste Brawler und noch ein geiler Skin dazu. Das ist nice. Und jetzt wird's spannend, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Skins. Und Brawler, wir haben Highscore Griff mit dem Griff-Skin, also andersrum. Highscore Griff mit dem Brawler-Griff. Wir haben Spike mit dem Dunklen Lord Spike-Skin. Das wäre natürlich absolut krass. Wir haben Eve mit dem Baiko Eve Skin. Wir haben Orochi Edgar mit dem Edgar Skin. Hey, andersrum, ihr wisst, was ich meine. Und Colette mit dem Navigatorin Colette Skin. Also vom Ranking würde ich sagen, am wenigsten wünsche ich mir Colette. Dann Griff, hätte ich gesagt. Dann Eve. Dann Edgar ist halt krass, aber auf Platz 1 natürlich Spike. Und damit würde ich sagen, hey Siri, nenne mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 5. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 5 ist 1. 1. Oh, okay, es geht klar. Ist eigentlich die Mitte. Highscore Griff, absolut geiler Brawler und Skin. Und vor allem ist Griff aktuell der stärksten Brawler im Spiel. Und damit kaufen wir uns das ganze Paket. Das ist halt absolut geil. Ein weiter epischer Brawler. Zwei neue Brawler für die nächste Folge damit. Und natürlich den Highscore Griff Skin. Da sehen wir nochmal. Der ist absolut geil. Besonders spannend, wir haben drei neue Brawler. Und zwar Griff, Mortis und Mandy. Und jetzt wird es noch besser. Wir haben nämlich dann auch noch einen chromatischen Brawler. Den müssen wir uns noch aussuchen. Also das ist die Auswahl, ne? Surge, Colette, Lou, Ruffs, Bell, Ash oder Lola. Und ihr wolltet am liebsten Lola oder Surge. Okay, über zwei Stunden jetzt gepusht mit euch zusammen. Und wir sind 3 Trophäen entfernt. Die G's an die beiden. Die letzte Runde jetzt Solo. Dann haben wir auch den nächsten Brawler auf 300 Trophäen und zwar Bass. Wir müssen jetzt aber gewinnen dafür. Die entscheidende Runde für den zweiten Brawler auf 300 Trophäen. Rang 15. Das ist schon mal geil. Erst der erste Rang 10 Brawler. Dann der erste Rang 15. Jetzt schon der zweite Rang 15 Brawler. Geht schon echt gut voran. Und 3. Also heute war echt ein krasser Fortschritt mit den Trophäen. Über 600, wenn wir es geschafft haben. So. Ja, ist cooler. Wir müssen halt mindestens Top 2 halt kommen. Ne? Der hat gar keinen Bock mehr. Er muss raus. Und wir haben es. Aber, er hat uns auch fast bekommen. Aber alles gut. Nice, 7 Cubes.
8 Cubes. Und wir sehen, wir haben es geschafft, noch ein Gegner. Und zack. Das ist ehrlich geil. Es war noch knapp, aber da ist der Win. Und damit werden wir jetzt alles öffnen. Was haben wir in 2 Stunden geschafft? Das erste sind die Trophäen. Wir sehen schon auf den ersten Blick, wir haben den zweiten Brawler Rang 15. 3000. Wir haben über 600 Trophäen gepusht. Oh, wir haben auch 1000 Starpunkte jetzt. Boxer und Dings haben wir jetzt. Und dazu natürlich auch einige andere Brawler. Buster auch Rang 10 und wieder alle Brawler auch auf Rang 5 gebracht, obwohl wir auch einige neue hatten. Wie viele neue Brawler kriegen wir jetzt? Und was bekommen wir? Das werden wir jetzt rausfinden. Okay, wir starten mit dem Pass rein. Kriegen erstmal einen Mandy-Pin. Münzen. Münzen sind halt immer geil. Wie viele Münzen haben wir denn überhaupt? Wir können mal schauen. Jetzt 3000. Münzen sind inzwischen sehr wertvoll geworden. Die Pins sind jetzt nicht so wertvoll, aber ich mag sie trotzdem. Pins und Sprays sind auch ganz geil wieder. Boah, wieder viele Stufen geschafft. Wir kriegen noch 10 Gems zurück und haben jetzt fast 5000 Münzen. Damit können wir uns auf jeden Fall schon mal theoretisch fast 5 Gadgets zum Beispiel kaufen. Ist schon geil. Okay, dann wird's spannend. Wie viele Powerpunkte? Da haben wir einige ausgegeben. Wir hatten fast 4000. Und die kriegen wir auch fast wieder rein. Wir haben wieder fast 4000. 3900. Nicht schlecht. Okay, jetzt. Crower Credits 40, da werden wir gleich den ersten chromatischen Brawler freischalten können. Oder den zweiten, glaube ich. Außenfahrt, weiß gar nicht. Jetzt, wie viele Crower Credits? 95, das reicht schon. Das reicht, oder? Ja, let's go. Wir haben den nächsten Brawler freigeschaltet, okay. Ja, da ist sie. Ist die Box dann überhaupt... Achso, nee, es geht gar nicht anders. Wir konnten gar nicht auswählen. Es ist der letzte seltene Brawler dann nicht. Der letzte seltene für den Account, krass. Und jetzt ist die Frage, Dynamite Kick oder Daryl? Was alle sagen, Daryl, okay, dann ist es relativ offensichtlich, dann nehmen wir Daryl. Schade, bin ich der Einzige, der scheinbar Ticks so gerne mag. 95 Credits, kriegen wir jetzt auch noch direkt Daryl? Okay, jetzt bin ich gespannt, was bekommen wir? Ich habe nicht geschaut vorher, bei 3000 muss es ja eigentlich was Krasses sein. 20 Credits, Münzen, 25 Credits, wir sind schon bei 175. Powerpunkte, oh! Sprays freigeschaltet, by the way. Sekunde mal. Wir haben Sprays freigeschaltet, wie geil. Einen Slot freigeschaltet, ach so. Passt auf. 920? Ich dachte, wir kriegen jetzt... Das hatten wir bei 2000. 400 mehr als das Doppelte. Wow. Die Belohnungen waren so mager. 20 Credits, 25 und dann 920. Crazy. Das ist krass. Wow. Das ist eine Riesenüberraschung. Ich hatte eigentlich mit maximal 300 gerechnet und dachte, das wäre auch schon geil. 920 Credits. Okay, 3, 2, 1, go. Instant Daryl und nochmal 500 Credits für den nächsten vor allem. Das ist vielleicht noch ein Brawler. Okay, bleiben bei Daryl, den habt ihr euch gewünscht. Und weiter. Episch. Den haben wir auch direkt, oder? Nicht ganz wahrscheinlich, aber fast, okay. Bo, Sue oder Pam? Ich persönlich hätte von der Reihenfolge sogar, glaube ich, Pam zuerst genommen. Ach, die Beschreibungen sind auch cool. Damage-Dealer ist Bo, Stu ist Assassine und Pam ist Unterstützerin. Interessant, okay. Zack. Wir haben schon 665 Credits dafür. Wir haben den schon fast frei. Wir werden locker die nächste Folge freischalten. Und das, obwohl wir schon zwei... Wir haben heute irgendwie über 1000 Credits gesammelt durch den Push. Und das war es noch nicht. Passt auf. Wir gehen in... den Shop. Oh, wir sehen hier schon als nächstes wieder ein mythischer Brawler. Wow. Okay, Chromatics. Nehme ich jetzt die nächste Frage. Welchen chromatischen Brawler sollen wir jetzt freischalten? Wir hatten die Auswahl zwischen Surge, Colette, Lou, Ruffs, Belle, Ash, Lola. Die kommen als nächstes danach noch dazu. Fang und Eve. Wenn wir noch einen weiteren freischalten, können wir zwischen denen auch auswählen. Die kommen noch alle. Und ihr habt gesagt, entweder Lola oder Surge. Lol. Ich dachte, wir können die... Oh, lol. Wie cool. Wir können die decken. Cool. Surge zuerst ist ein Beschützer und Partyprofi. Der kann sie halt upgraden, das ist halt schon geil. Und Lola, 50% Fremdenführerin, 50% Schauspielerin. Ist halt krass mit der Ult, ne? Da kann sie halt doppelt schießen. Ist halt sehr viel Damage. Das waren die beiden meistgenannten, aber im Vergleich gewinnt mit 80% Surge. Let's go. Kauf bestätigen. Der nächste chromatische Brawler. Der wievielte Brawler ist das denn heute schon? Das ist die beste Folge bisher. Wir kommen so gut voran. Und wir haben jetzt nicht krass reingepayt. Natürlich haben wir schon ein bisschen gekauft, aber wir haben an sich eigentlich nur den Pass und vielleicht ein, zwei Brawler so gekauft. Das war's. Wir haben 26 Brawler jetzt schon. Und das wirklich... Wir haben auch keine Stufen im Pass gekauft oder so. Wow. Wieder drei neue Brawler. Boxerin, Daryl, Surge und übel viele Powerpunkte auch für die nächste Folge wieder. Also, das ist die Brawler-Auswahl. Wir haben einige schon auf 300 und jetzt wird entschieden. Wir hätten auch drei neue, die wir heute noch spielen müssen. Das ist Daryl, Surge und Boxerin. Aber die Frage ist, welchen Brawler machen wir jetzt auf maximales Level? Und das entscheidet ihr. Also, wir haben Mortis zum einen. Dann haben wir natürlich den neuen Brawler, Surge.
Und wir haben Buzz. Den hätten wir auch schon auf 300 Trophäen. Die meisten haben sich entschieden, wir gehen einmal mit Buzz. Das heißt, wir wollen heute auch den ersten Brawler auf 500 Trophäen schaffen. Ich bin super gespannt. Buzz wird jetzt, müsste normalerweise eigentlich ziemlich gut werden. Ich meine, wir haben ihn schon auf 300. Und damit schalten wir Star Powers auf frei. Das ist halt auch geil. Star Powers direkt zum Anfang. Let's go. Und kriegen wir denn überhaupt Power 11? Oh, bitte, reicht das überhaupt? Was? Oh, kacke. Das ist ja sauteuer. Ah, an der Stelle natürlich, wie immer. Wenn ihr mich supporten wollt, Creator-Code Jonas im Shop. Wir haben jetzt gerade nichts, aber ich habe gerade geschaut. Der war gar nicht drin. Mann, das ist ja total toll. Oh, wir kriegen die erste Star-Power. Kriegen wir auch die erste Dings gratis? Nein, die erste Star-Power kriegen wir nicht gratis. Ich kotze. Na gut, dann schauen wir. Ich hab's versprochen. Wie teuer ist das jetzt? 10 Euro. Oh, ich bereue es gerade ein bisschen. Aber gut, ich hab's versprochen. 140 Gems. Ich wusste jetzt nicht, dass es so teuer wird. Ich hoffe, wir kriegen nochmal auch die ganzen Münzen und Powerpunkte irgendwie zurück. Egal. Das erste Gear kriegen wir dafür gratis. Das ist geil. Wir machen auf jeden Fall Schadensgear bei Buzz. Das wird uns gut helfen. Wir machen die Star Power. 216 Gems. Oh Gott, ich bereue es gerade echt ein bisschen. Oh Mann. Clubshop. Kacke. Clubshop hätten wir gehen können. Oh nein, ist zu spät. Egal. Ja gut, viel bringt's uns nicht. Aber zumindest ein paar Münzen sparen wir. 750 Stück ist ja ganz geil eigentlich. Okay, komm, wir nehmen noch das Speedgear. Nochmal Münzen kaufen. Ey, das ist echt, ne? Egal. Okay, das musste für die Folge sein. Der erste Max Brawler heute. Und damit gehen wir rein. Wir wollen auf 500 Trophäen als ersten Brawler pushen. Werden wieder alles erfüllen. Wir sind kurz zum ersten Legendären außerdem hier. Oh, wir haben übel die geile Auswahl dazwischen, sehe ich gerade. 11 Trophäen entfernt von Buzz auf 500. Das ist schon mal echt ziemlich nice. Wir haben jetzt einen Edgar als Mate. Ich dachte mir, komm, wir machen die vorentscheidende Runde Duo. Und die entscheidende gehen dann gleich Solo-Showdown. Und ich bin auch so dumm und sterbe. Oh Gott, mein Mate carried mich einfach, hä? Wie schlecht. Nein, na, WTF. Nice, wichtiger Kill, sehr gut. Hol ihn dir, schnapp ihn dir. Alter, mein Mate ist so ein Ehren... Oh Gott, ich bleib vor dich. Oh Gott, das war so eine Penny. Jetzt hätte ich fast mit dem Streuschaden mein Mate weggekillt. Aber wir haben es, sehr geil. Der hat gar nicht mit gerechnet. Ich hab's halt komplett gewusst, weil die Ult aufgeladen wurde. Nice. Das letzte Game haben wir schon mal 500 Trophäen mit Buzz. Das ist der erste Brawler auf Rang 20. Ich könnte hier nochmal gerade zeigen. Das ist für den Account schon mal ziemlich nice. Vor allem mit Power 11. Ist es ein bisschen überlevelt vielleicht für den Account. What the fuck. Entscheidende Runde für den ersten Brawler auf 500. Ich will jetzt gewinnen. Ich will Platz 1 werden. Direkt im Anschluss pushen wir dann unsere drei neuen Brawler. Und was wir nicht vergessen dürfen. Evil Team. Ist dein Ernst? Die wird so fett rausgenommen. Zack. Die hat auch kein Gadget. Und direkt danach müssen wir natürlich noch alle Quests erledigen. Und ich will unbedingt auch einen neuen Brawler heute freischalten. Zack, den nehmen wir auch raus. Wird nicht gestunt, leider, egal. Halt alle Quests erledigen, alle Brawler machen gleich noch 5 Pushen. Und die werden so, sie sind so fett ekelhaft am Team da hinten. Ich liebe es. Und die hilft noch mit. Ist die dumm. Wir spinnen uns. Und bringen noch ein Emoji. Zack. Nice. Zack. Und auf Platz 1 holen. So, zack. Dodgen. Ah, er hat uns noch getroffen. Aber egal, wir haben ihn, oder? Ja, wow. Bisschen unfair mit Power 11, aber da sieht man auch diese Power-Unterschiede. Mit Power 6, Power 7 müssen wir so schwitzen. Jetzt haben wir einen Pay-to-Win-Brawler auf 500. Erster Rang 20er. Und jetzt geht's zu den neuen Brawlern. Wir haben noch einen Haufen Quests. Wir werden auch so viel im Partys abholen können. Letzte Runde. Wir sind im entscheidenden Match für den letzten Brawler auf Rang 5. Wir müssen aber Platz 1 werden. Ansonsten haben wir nicht den Rang 5 Brawler. Hey, wieso läuft der da raus? Der Angst, wahrscheinlich Angst vor mir. Ja, also wenn wir da nicht Platz 1 werden, weiß ich auch nicht. Es sind noch ein Poco und ein Barley übrig. Ich mache mal hier die Ult einfach schon mal. Ja, also das wird... Alter, bleib stehen. Nice. Let's go. 10 Cubes. Und das bedeutet, wir sind bei Rang 5. Einmal müssen wir nochmal spielen drücken. Das wäre geil. Da haben wir es. Ey, insgesamt auch 350 Trophäen schon jetzt gepusht. Wir haben noch einiges vor uns. Okay. Wir haben, glaube ich, den nächsten Brawler, oder? Als ob es reicht. Wir haben es genau geschafft. Wir haben es, du. Wie nice. Da haben wir ihn. Stu freischaltet. Ihr habt euch Stu gewünscht, wir hätten noch Bo oder Pam nehmen können. Was für eine geile Auswahl. Die meisten wollen Max. Ich bin auch für Max. Ich finde Max auch übel nice. Wir müssen Max auch pushen eigentlich auf dem Main-Account. Jemand 50. Max, nice. Max ist egal. Rein da. 3-4. Wir gehen, würde ich sagen, mal zuerst Trophäen, weil ich glaube, der ist jetzt nicht so wild. Bei den Tausender-Stufen ist er mal krass. Wir schon rein. 200 Münzen. Okay, was bekommen wir alles? Kriegen wir auch einen neuen chromatischen Brawler vor allem. Und wie viele Marken und was kriegen wir überhaupt alles zusammen? 25 läppische Marken, Alter. Das verstehe ich halt nicht. Die ersten Marken für Max zumindest, aber... Bei 3000 haben wir fast 1000 Marken bekommen. Und jetzt 25 bei 3-4. Die Zwischenstufen sind halt echt klein, aber die 3000er Stufe ist dann so krass. Wir gehen rein. Ihr seht schon hier. Wow. 14 Stufen geschafft wieder. 14 Stufen, also 7, jeweils 2. Der Pass läuft noch 30 Tage. Ist dann irgendwie schade, wenn wir den durch haben, aber trotzdem. Also das ist. Machen zuerst die Münzen. Da haben wir heute auch einiges nachkaufen müssen. Das ist eh gut, dass wir jetzt wieder ein paar Münzen über haben. Und zwar insgesamt.
3, 9, 4000 fast. Sehr gut, okay. Dann die Pins, ein Pin. Die sind ganz cool für Manny. 10 Gems zurück, warum nicht? Okay, Powerpunkte 185. 1600 Powerpunkte sind nice. 185 Powerpunkte. Okay, Credits oder Chroma Credits zuerst? Mach mal Credits zuerst. 45 jeweils. Es ist halt so satisfying, wie auch Max da oben angezeigt wird, ne? Und wir haben schon mal 200. Das ist schon eine Menge. Und Chroma Credits 40. Och, wir haben 90. Egal. Geile nächste Folge. Wir werden weiter vorankommen. Nächste Folge 4000, würde ich sagen. Auf jeden Fall drin. Wir gehen in den neuen Shop und haben 1000 Münzen. Alter, richtig geil. Plus 5 Credits gratis. Die neuen Skins sind kacke, aber wir haben Schurke Mortis. Den kaufen wir uns safe. 149 Gems, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, einfach im Shop ganz rechts Creator Code Jojonas eintragen. Vielen Dank. Und damit, holen wir uns den Skin. Die anderen sind sowieso hässlich, ehrlich gesagt. Let's go. Und den werden wir jetzt pushen. Auf geht's. Einen Tag später und wir haben was Neues. Hä? Was? Zwei Quests? Oh mein Gott. Okay, wir schauen in den Shop und haben wir irgendwas Nices? Münzen? Nee, die Skins holen mich nicht so komplett ab, leider. 380 Trophäen fehlen uns noch für die 4000. Und das bedeutet, wir haben jetzt den Mortis-Skin und beginnen mit Mortis. Hauen direkt den neuen Skin drauf. Der ist ultra nice. Ich lasse mal Power 1 und wir müssen erstmal die Quests sammeln. 15. Ey, wir müssen 15 Cubes sammeln. Wir schaffen das, wenn es gut läuft, in zwei guten Runden oder so. Sehr gut. Und die Quest geschafft. Nice. Das bedeutet, wir sind schon mal Rang 6 und da haben wir es. So. Wir können jetzt damit natürlich nicht so leicht pushen. Wir müssen es schon ein bisschen nach oben machen. Power 1 wird ansonsten ein bisschen hart. Let's go. Wir gehen mal, ich würde sagen, zumindest auf Power 7. Wobei, wir haben so viel Münzen und so viel. WTF. Oh mein Gott. Wie viele Powerpunkte haben wir? Okay, wir kaufen erstmal ein Gadget. Und zwar, das ist, was es wütender macht. Das ist eh nice. Power 9 direkt noch. Wir gehen jetzt aber nicht Power 11. Das muss jetzt nicht sein. Komm, wir machen die Star Power. Aber wir haben genauso so viele Münzen. Hä? Beide sind gut. Die meisten haben die erste gesagt. Seelen die. Ja, komm. Fuck. Da können wir 1000 Leben, wenn wir einen Kill machen. Oh, wir haben Rang 10 geschafft. Ich habe nicht aufgepasst. Ich wollte eigentlich das Game kommentieren. Okay, entscheidende Runde für Rang 15 für 300 Trophäen. Ey, wir kommen echt gut voran auf dem Account. Macht übel Bock langsam. Ja, Surge ist halt nicht so geil als Gegner. Allgemein ist es, glaube ich, keine gute Map für Mortis. Ja doch, jetzt können wir echt mal drauf gehen. Nice. Okay, wenigstens ein Kill, zwei Cubes. Komm. Oh, den können wir easy abstauben normalerweise. Alter, willst du mich verarschen? Wie viele Minen denn noch? Ah, ich habe gehofft, dass wir ihn kriegen. So, schade. Ja, aber 1 gegen Werfer ist einfach räudig für die Werfer, ne? Es ist krass. 300 Trophäen, es ist nice. Und damit den nächsten Rang 15er. Auf diesem Account, der vierte schon und der fünfte kommt jetzt. Und das Ding ist, wir sind 120 Trophäen nur noch entfernt, das ist gut. Ich würde vorschlagen, wir machen einfach die beiden, oder? Nita, Shelly. Die meisten wollen, glaube ich, Nita zuerst sehen. Ja, wir werden eh beide machen. Let's go, entscheidende Runde mit Nita für, oh mein Gott, wir müssen aufpassen, für 300 Trophäen. Das ist der nächste 300er, das geht echt super krass voran, das ist Wahnsinn. Oh, jetzt müssen wir aber echt auf, Sekunde, habe ich mich verschätzt. Oh mein Gott. Ich bin noch Power 7. Den müssen wir doch kriegen im 1 gegen 1. Na gut, da soll man den Bären jagen gehen. Wir gehen entspannt hier auf die Kiste schon mal. Der läuft immer noch weg. Was macht der denn auch? Der muss einfach angreifen. Hallo? Ja, bleib mal stehen. Was macht der denn? Der hätte doch einfach angreifen müssen. Zack, Bär davor. Ja, wir brauchen das Gadget gar nicht. Das passt schon. Nice. Ja, Edgars letzte Gegner, das ist schwierig wahrscheinlich. Wie's? Komm, komm. Nein! Ja, der kann jetzt eh jumpen, müssen aufpassen. Ah, egal, er hat uns. Oh, da ist er. Bringt aber nichts. Ah, nee, war klar. Unser nächster Brawler auf 300 Trophäen. Wir kriegen auch Star-Punkte ganz nebenbei. Ich hoffe, die bringen mal wieder irgendwelche geilen Skins raus, wie Goldmecha Crow, ne, für die Star-Punkte. Aber seht euch an, wir sind so gut gepusht. Der fünfte Brawler auf mindestens Rang, nee, der vierte auf Rang 15 und einen haben wir sogar schon auf Rang 20. Wir machen Shelly, oder? Okay, Shelly ist eh ein guter Solo-Brawler. Und dann haben wir ja noch so 50 Trophäen übrig, die können wir dann mit einem Rang 10er dann finishen. Dann haben wir schon die 4000. Dann bin ich mal gespannt, was wir wieder alles kriegen. Was will der denn jetzt? Okay, entscheidende Runde. Nein, nein! Entscheidende Runde, wollte ich gerade sagen. Ja, super. Egal, Platz 1. Wir schaffen das, Platz 1. Okay, jetzt aber. Entscheidende Runde für Rang 15. Auch mit Shelly. Da haben wir schon den dritten Brawler heute auf Rang 15. Also heute haben wir echt einen guten Fortschritt da gemacht, muss man wirklich sagen. Theoretisch ist auch die Mitte eine Option, aber ich... Ah, man weiß nie, was da drin ist, ne? Ein Edgar ist da drin jetzt, okay. Oh, ey, aber ganz ehrlich, also Mortis können wir auch 1 gegen 1 nehmen. Der fühlt sich jetzt zu sehr mit diesen 8, mit den 6 Cubes. Wir sind eine Shelly. Wir nehmen den Hobbs 1 gegen 1. Der kann nichts machen eigentlich. Der kann auch 8 Cubes oder so haben. Sag ich doch. Nein, und dann scheint er jetzt in der Ems. Und ich staub da noch die Cubes ab. Willst du mich verarschen? Ich habe ja den Slow leider auch nicht für die Star... Ja, keine Chance. Und die Star Power keine Chance. Ja, der Star Power hat mir eine Chance gehabt mit dem Slow vielleicht. Okay, jetzt Fokus. Wir müssen plus 2 Trophäen holen. Also Top 5 oder so. Denkt er kriegt mich oder wie?
Ja, den Cube kann ich leider nicht nehmen, weil da noch so ein dummer was machen die auf der Höhe? Ist das nice. Oh Gott. Und dann selber verkacken. Okay, wir sind Showdown. Die Ems wurde rausgenommen noch. Ich tue jetzt AFK. Ach komm. Spielverderber. Langweiler. Okay, ey, wir sind damit auch bei 300 Trophäen mit Shelly. Ist das geil. Wir sehen es hier nochmal. Ey, es ist der 6. Brawler über 300 schon. Oh. Schönes Ding. Schönes Ding. Let's go. Plus 10 und wir sind nochmal Rang 10. Kriegen nochmal Star-Punkte auch mit Brock. Und das bedeutet, Alter, was eine Folge. Insgesamt 600 Trophäen gepusht. Wir haben jetzt auch Brock Rang 10. Vor allem, wir sehen es hier nochmal. Alter, 5 Brawler. Rang 15 haben wir jetzt. Das ist ein Fortschritt. Nice. Okay, dann mal los. Wir wollen jetzt Max freischalten. Wie weit werden wir kommen? Okay, wir gehen rein. Wir haben erstmal ein paar Mandy-Pins. Die holen eigentlich immer zuerst ab. Diese ganzen Pins, ey. Wir sind auch mit dem Pass schon auf Stufe 57. Wir haben noch einen Monat Zeit fast. Dann kommt da wieder ein neuer Brawler an Pass raus. Da habe ich eh Bock drauf. Münzen? Nur einmal Münzen. Oh, Münzen ist eigentlich wichtiger. Egal. Powerpunkte? Haben wir auch wieder ein paar. Wir hatten ja schon echt viele für Mortis rausgehauen. Aber wir haben viel zu wenig Münzen. Okay, das heißt, wir haben jetzt erstmal Chroma Credits. Kriegen wir noch einen chromatischen? 30, ja meine Güte, ist ja gar nichts, okay. Jetzt über 95 normale Credits, über 300 und nochmal 45. Dann haben wir schon mal Max gut gefüllt, okay. Da haben wir nichts. Okay, jetzt der Moment der Wahrheit. Wir hatten letztes Mal 900 Credits. Ich glaube nicht, dass wir so viele wieder haben werden. Wie viel bekommen wir bei 4000? Wir gehen rein, okay. Ich bin super gespannt. 6 Stufen auf einmal, wir haben viel gepusht. Wir kriegen erstmal einen neuen Spray-Slot. Kann man mitnehmen, auf jeden Fall. 600 Markenverdoppler. Wie viele Markenverdoppler haben wir überhaupt? Ganz kurz schauen. Ach, das sind die einzigen, die wir haben. Ach so, auch gut. Da war das sogar wertvoll. Okay, jetzt weiter. 50 Credits wieder für Max. Haben wir schon mal ungefähr, Viertel ungefähr, würde ich sagen. Jetzt. Was sind das für Stufen? 25 Powerpunkte? Das ist für 100 Trophäen, das ist auch nichts. Wieso kriegen wir so weh? Das verstehe ich teilweise nicht. Egal. Die Münzen, und wir sehen es schon. Es sind 430 Credits. Oh mein Gott, das ist geil. Das ist nice. Letztes Mal waren es 920, aber trotzdem. Das sind wirklich krasse Belohnungen. 430 Credits bei Diamant. Let's go. Und damit 800 Credits für Max. Und ich würde sagen, damit, wie versprochen, gehen wir auf den Brawler. 835 und wir haben zu wenig Gems. Ich denke eh auf, dass wir auf dem Account auf Dauer auch immer wieder Gems brauchen. Deswegen wie immer Creator-Code Jonas und ich lade es einmal Fett-Gems auf. Let's go, da sind die Gems. Und damit haben wir den nächsten neuen Brawler mit Max. Das ist die letzte Stufe. Oh mein Gott. Das ist geil, da haben wir sie. Max, absolut geiler Brawler. Die werden wir safe in der nächsten Folge direkt richtig hochpushen. Und, oh mein Gott, es ist soweit. Legendärer Brawler. Wen sollen wir wählen? Das ist jetzt die Frage. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit, um so viele Trophäen, wie es geht, zu pushen. Wir pushen abwechselnd auf 500 und 300 Trophäen und boosten damit extrem in unseren Account und haben als erstes 5er Trophäen mit Mortis. Let's go. Ey, halbe Stunde ist vorbei. Wir sind in der entscheidenden Runde für 5er Trophäen mit Mortis. Ich dachte mir, für die Spannung machen wir das Ganze wieder in Solo-Showdown. Mortis aktuell auf jeden Fall nicht wirklich gut. Ist auch nicht wirklich ein Solo gut. Shit. Das ist ein Shelly. Ja, das ist halt kacke. Das meine ich halt mit Mortis. Ich habe halt wirklich... Hier, hä, was soll ich denn machen? Da oben ist ein Poker. Das ist eine Option. Aber wenn ich jetzt reingehe, ist da unten noch der Leon. Also muss ich eigentlich wieder abwarten. Ja, sage ich schon. Da kommt er gerade. Da oben ist noch ein Edgar. Oh mein Gott, Sekunde. Oh mein Gott, let's go. Jetzt muss ich halt aufpassen. Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, könnten überall Gegner sein. Jetzt kann ich eigentlich easy auch den noch mitnehmen. Oh mein Gott, das ist die Runde. Hä, wie? Also, das ist ein Schatten gewesen. Also, ich glaube, ich hab's trotzdem, oder? Yes, okay. 5er Trophäen schon mal. Auf geht's. Okay, komm. Sehr, sehr geil. Stunde ist abgelaufen und wir pushen damit den letzten 20er jetzt. Und zwar brauchen wir noch ein Match, dann haben wir 500 Trophäen mit Nita. Boah, da sind noch überall Kisten. Ja, nee, das ist zu viel. Ich geh rein. Ich bring jetzt einfach den Bären auf ganz schlau. Dann holen wir uns mal die Kiste. Da oben ist noch irgendwer. Das ist ein Griff. Das ist sehr gut. Der kann uns jetzt hier den Weg weisen. Ist perfekt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der wird gestunt. Nee, doch. Ich hab ihn getroffen. Egal, alles gut. Kriegen nicht, aber ist nicht schlimm. Jetzt haben wir 7 Cubes. Stun. Shit. Das Gadget ist leider auch weg, aber ist nicht schlimm. Jetzt müssen wir echt doll aufpassen. Wir haben 8 Cubes. Ich muss nur aufpassen, ist der Daryl nicht hier? Nee, was wir jetzt einfach machen, ist den hier. Wir müssen am besten unsere Ult einmal wieder aufladen. Der gibt uns auch die Ult. Ist eh nice. Ja, okay, der ist lost. Ein Schuss. So, um die Wand müssen. Kann echt ein bisschen um die Wand rumschießen. Das ist eh krass. Let's go. Okay, jetzt sind wir eigentlich Showdown. Das heißt, einfach Bär platzieren. Ah, ist ein Edgar nochmal. Ja, okay. Der kann das eigentlich machen. Was will er jetzt machen? Let's go. Und damit auch den nächsten Rang 20er. Ey, wir pushen den Account schon mal gut nach oben. Da sehen wir es nochmal. Wir sind jetzt schon bei 4400 Trophäen. Ach lol, ich hab noch Max. Nur lass Max spielen. Entscheidende Runde für Rang 10 schon mal mit Max. Auf geht's. Oh no, je, wir haben direkt einen Karl. Oh je, okay. Aber sollen wir 2 Cubes schon mal kriegen? Ist nice. Das Ding ist, Max ist halt echt ein bisschen random wieder in Solo. Gerade Wirbelhöhle, aber oh je. Die letzten beiden Brawlers sind Boxer und 8-Bit. Das wissen wir wegen den Kills. Also muss es eigentlich hier irgendwo 8-Bit sein, ja. Oh mein Gott. Der ist free. Oh mein Gott, der läuft da noch in.
Nice. Ja, also der letzte Kill wird jetzt ein bisschen... Oh mein Gott. Ich muss halt einfach hoffen, dass er vielleicht ins Nichts schießt. Let's go! Okay, 30 Minuten wieder. Dann ist auch die zweite Stunde vorbei für die Rang 10er und 15er. Und wir sind bei 4, 5, 6... Oh, ist echt schon schwierig. 4, 5, 70. Okay, die letzten 7 Minuten, dann noch die zweite Push-Stunde oben. Bisher haben wir... Ist, glaube ich, der zweite Brawler, den wir jetzt finishen. Wenn wir jetzt gewinnen mit Buster, haben wir Buster auch als nächsten Brawler auf 300 Trophäen. Das ist schon mal ziemlich nice. Auf geht's. Und ich glaube, einen können wir noch reinquetschen. Dann schauen wir uns gleich an, welche Quests wir noch alle offen haben. Okay, das hier ist, glaube ich, nice. Glaube, ich ziehe den noch ran einmal. Nice. Ja, okay, Barley... Ich... Was für... Es gibt doch teilweise auch so loste Leute da oben, das ist Wahnsinn. Oh, einmal zurück. Ja, den Boxer kann ich jetzt nicht replizieren. Gut, eigentlich kann ich ihn aber auch eigentlich... Hat er das ernst? Lass ihn. Keine Ahnung. Okay, drei Brawler fehlen. Hm, okay, ein Karl, aber Karl geht voll. Kann ich eigentlich ranziehen. Aber aufpassen, es kommt da nicht noch ein Bull rein. Oh, 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 weg. Nein! Ich glaube, dass es trotzdem ausreicht. Die Reflexion früher treffen sollen. Ich glaube, es reicht genau aus. Oh, Glück gehabt. Und auch die Solo-Quest auch geschafft. Okay, komm, noch 5 Minuten. Wir gehen noch schon einen Rang 10er jetzt. Griff oder Ems? Mach jetzt Ems. Okay, zweite Stunde ist abgelaufen. Die entscheidende Runde gerade. Dann haben wir auch Ems auf 140 Trophäen. Und dann ist die große Frage, wie viele Quests haben wir noch und wie viele Trophäen werden fehlen? Auf geht's. Dafür müssen wir uns erstmal gewinnen. Und dann haben wir auch den nächsten Brawler Rang 10. Aber es ist eigentlich schon echt krass, was wir erreicht haben in der Zeit. Jetzt, das ist... Ja, okay, die wird eigentlich im Schütze auch schon fast sterben. Ja, nice. Ist da noch ein Gray oder? Ich glaube nicht. Nee. Jetzt kann ich die halt... Nice. Ja, der letzte hat sich umgebracht. Ey, sehr geil. 2 Stunden und wir sind... Alter, wir haben so viel gepusht jetzt. 4770, ne? Okay, das heißt, Mortis, Nita hatten wir Rang 20, dann Buster hochgepusht, dann hatten wir noch irgendeinen, ich weiß nicht mehr. Ah, wir hatten noch Max mit nur noch 140 Trophäen gepusht, stimmt. Und damit sind wir in der entscheidenden Runde für 5000 Trophäen. Wir müssen am besten Top 4 kommen, Top 3 sogar. Also, wir schauen mal. Wir müssen auf jeden Fall gut sein in der Runde. Alter, ist schon mal geil, ne? Der Account ist jetzt, ich glaube, 2 Monate ist er jetzt alt. Und wir sind jetzt schon gut gepusht. Wir pushen ja immer nur, wenn wir live sind. Oder halt es aufnehmen, ne? Dass ihr nichts verpasst. Und das ist schon krass. 5000? Was macht der denn jetzt? Wir können eigentlich die Ult an dem aufladen. Oh. Ja, 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 ne? Wahrscheinlich. Hey, wie dumm. Let's go. Wir können uns ranziehen. Stun, stun. Am besten noch lieber stun auf ganz safe, ja. Weil ansonsten geht gerade die nächste Ult raus. Okay, wir haben 5 Cubes, wir haben es fast geschafft. Let's go. Wir wollen unbedingt Erster, wenn nochmal die Runde kommen. Wir können auch immer hier schauen, bis unsere Ult auflädt. Dann sehen wir, wie mal drin ist. Da ist aber irgendwo ein Bull drin. Wir können jetzt eigentlich in den Busch reinlaufen, wenn es irgendwer näher kommt, sehen wir das, ja. Oh, ist ein Shelly gewesen, oder? Nee, Shelly können wir, müssen ja aufpassen. Achso, ein Mortis. Mortis können wir direkt stunnen, wenn wir ihn sehen. Ja, das, ich wusste, dass er da oben ist. Das war so klar. Nein! 215 HP, willst du mich verarschen? Jetzt bleib stehen. Ah, ich hasse es. Der kann eh weg, der ist schon am Ende. Mann! Aber jetzt sind Bull und Shelly noch übrig, soweit ich weiß. Ah, jetzt geht Bull rein, jetzt geht Bull rein. Shelly, hau ihn weg. Shit, nee, hat er nicht. Ja, ich kann jetzt hier rein. Ja. Jetzt. Stun! Was ein geiles Ende. Perfekt. Platz 1 geschafft. Unser höchster Brawler aktuell damit auch, ne? Mit 525. Und das bedeutet, wir haben in 3 Stunden 1000 Trophäen gepusht und haben die 5000 und werden jetzt den ersten legendären freischalten. Wie viele Credits kriegen wir? Ganz kurz nochmal zeigen, was wir erreicht haben. 500 mit Nita. 500 mit Mortis. 170 mit Mandy. Buster auch auf Rang 15. Max haben wir auch geschafft, soweit ich weiß, auch noch einige andere. 1000 Trophäen gepusht heute. Also Account langsam schon gut für ein paar Monate, ne? Für 2 Monate. Und damit gehen wir rein. An der Stelle mal vielen Dank an alle, die das Projekt die ganze Zeit supporten. Ich bin gespannt, was wir alles noch erreichen werden. Erstmal die Pins jetzt hier einsammeln. Wir werden bestimmt auch mal Rang 25 oder so dann noch den Max pushen. Hier erstmal die Münzen einsammeln. Das sind über 1000 Münzen auch wieder. Vor allem die Münzen sind sehr wichtig. Damit haben wir jetzt wieder 1480. Münzen sind so wertvoll, weil man sich auch Gadgets kaufen kann. Ah, und by the way, Clubcoins haben wir auch wieder. Aber ey, wir können uns 500 Münzen damit kaufen. Das ist nichts, WTF. Hä? Ich dachte, das wäre wenigstens ein bisschen was. Chroma Credits? Nee, 40. Nochmal 40. Reicht noch nicht ganz. Chroma. Der chromatische Brawler. Wie sieht's da aus? Die können wir freischalten. Sollst du auch gerne schon mal überlegen, was wir dann demnächst holen wollen. Yifeng, Lola, Ash, Bell, Ruffs, ich würde mir am ehesten, glaube ich, Lola holen. Nee, ich würde mir Fang, glaube ich, holen. Okay, reingehen. Auch die Gems. 20. Und jetzt die Powerpunkte zuerst. Let's go. Wir kriegen 160 einmal. Boah, 2,5. Nochmal 185, 2,7. Und nochmal 185. 2,900 Powerpunkte. Das ist echt eine Ansage. Die müssen wir demnächst irgendwie gut verwenden. Muss man überlegen. Rein von den Power-Leveln. Wir sehen es hier. Wir haben natürlich Bass Power 11, dann Mortis haben wir Power 9. Und wir haben die meisten Brawler sogar Power 7.
Eine Power 6, Power 4, auch einige Power 1 noch. Die Credits, 95. Nochmal 95 und 45. Und jetzt wird's spannend. Das ist der aktuelle Stand. Probe haben wir. 298 Gems bräuchten wir. Jetzt kommen wir zum Trophäenpfad. Wie viele Credits bekommen wir? Der erste legendäre Brawler, Leute. Let's go. Wir gehen rein. Oh mein Gott. Okay, erstmal Powerpunkte. 150 Stück. Das ist ein guter Anfang. Powerpunkte kann man immer gebrauchen. Wir haben schon mal 3000. 200 Münzen. Ist in Ordnung? Ist in Ordnung. Jetzt Powerliga. Wir schalten Powerliga frei. Lol. Solo. Was kriegen wir da? Starpunkte. Weiß nicht. Brauche ich die unbedingt auf dem Account? Wahrscheinlich eher. Gerne reinschreiben, was es mir bringen soll, Powerliga zu spielen. Wahrscheinlich eigentlich wirklich nur Starpunkte, oder? Den Skin kann ich mir dann irgendwann kaufen. Und vor allem, wenn ich hier den. Oh lol, was ist noch ein Shop? Sekunde mal. Oh mein Gott, das sind noch. Hä? Oh lol, zu Valentinstag. Es sind richtig viele Angebote drin. Ich hab den Shop ja gar nicht beachtet vorhin. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, Creator-Code Jonas gerne im Shop eintragen. Wenn ihr euch irgendwas kauft. Genau, dann können wir zum Beispiel hier die Skins halt kaufen mit den Starpunkten. Was kriegen wir noch? Die letzten drei Stufen: 50 Powerpunkte, 200 Münzen, 120 nur? Hä? 120. Das ist ja nicht mal eine dicke Stufe bei 5000. Ey, das ist 5000, das ist die Hälfte von 10.000. Wieso kriege ich nur 120 Credits? Oh nein, das ist ja gar nichts. Also nicht gar nichts, aber das ist nicht mal ein Zehntel von einem reduzierten legendären Brawler. Egal, wir haben 400, aber schaut sich an. Wir hatten hier 430 und hier hatten wir 920 Credits. Und bei 5000 habe ich dann 120? Es ist soweit. Der erste legendäre Brawler auf diesem Account, wie versprochen, passend zu den 5000. Das ist der erste. Wir haben noch so, wir haben viele, viele, viele Brawler, die wir freischalten werden. Es werden noch so viel kommen. Ihr seht's. Oh mein Gott, auch so viele super selten auch. Okay, 3, 2, 1. Let's go. Ja! Geil. Es ist Crow. Achso, die meisten hat sich Crow gewünscht, natürlich. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Fehler gemacht, jetzt ist es zu spät. Dieses rätselhafte Wesen ist eines Tages in der Stadt erschienen. Niemand wagt es mehr, ihn einen schrägen Vogel zu nennen. Dafür hat er gesorgt. Okay, kennt es. Let's go. Der nächste wird ein super seltener Brawler sein. Wie, achso, welchen nehmen wir? Okay, die meisten sagen Rico, ich bin auch dabei. Sehr, sehr geil. Und, oh, wir haben was Neues noch im Shop, was? Oh, direkt noch einen Crow-Pin gekauft. Und noch ein Spray. Direkt noch für den Brawler. Let's go. Wir haben noch den Knochenlord Crow als Sonderangebot. Den müssen wir uns kaufen. Oh mein Gott. Okay, ihr wisst, was in der nächsten Folge kommt. Direkt Crow auf richtig gutes Level bringen und nach oben pushen. Ey, ich fass es nicht. Ich gehe gerade in den Shop und ich habe einfach den Jackpot, Leute. Ich habe ihn einfach. 50 Credits. Wie geil. Direkt für Rico. Ja, was will man mehr, ne? Yo, was ist jetzt hier passiert? Okay, das... das habe ich noch nie gesehen. Der komplette Kopf ist weg. Leute, und wir haben Phoenix Crow im Shop. Oh mein Gott, wir haben so viel. Das ist, okay, das ist jetzt gerade gar nicht geplant gewesen. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, gerne Creator Code Jonas im Shop eintragen. Das Ganze ist völlig kostenlos, wenn ihr euch irgendwas holt. Und damit kaufen wir uns natürlich diesen absolut kranken Skin. Phoenix Crow, einfach heute dazu noch im Shop. Das ist so lucky, den müssen wir uns kaufen. Legendärer Skin, absolut geil. Das hat sich safe gelohnt. Okay, Crow Power 1, wir haben... Yo, wie viele Powerpunkte? Haben wir noch was im Shop? Einen seltenen Pin. Ja gut, warum nicht? Der ist hässlich. So, Power 1, wie immer, ihr seht die Stats, 2400 und 320 Schaden. Unser erster 25er auch für den Account. Ach so, hier im Pass, ne, ich hab's noch gar nicht gezeigt. Hier, es sind noch 5 Stufen, 1, 2, 3, wir müssen die heute voll kriegen. Wenn nicht, müssen wir auch ein paar Quests oder so machen. Die müssen wir auch gleich mal, die machen wir jetzt kurz neu, komm. Vielleicht haben wir Glück und kriegen irgendeine Quest in Showdown, komm. Oh Mann, nicht mal Showdown, nochmal, ne, schade, egal, wäre schön gewesen, okay. Da legen wir mal los, Crow, Power 2 jetzt. 2400, Power 4, ich liebe das immer. Diese Geräusche beim Upgraden sind so geil. Und es ist der zweite Power 11, Brawler, Sekunde mal. Zählen Münzen? Chat, ich kaufe mir Münzen für Clubcoins. Ja, komm, wofür brauchen wir die sonst? Die Skins sind eh unnötig. Okay, das heißt, so viel Clubcoins hatten wir jetzt leider nicht. Wir kriegen zumindest 500, ansonsten sieht jetzt kein Angebot, leider. Okay, ey, das tut es ein bisschen weh, sage ich ehrlich. Das sind jetzt schon irgendwie 15 Euro nochmal. Das ist schon teuer. Kriegen wir ein Gadget vielleicht kostenlos? Nein. Wie jetzt? So eine Kacke. Ist ja, hä, das ist ja alles sau teuer. Wieso haben wir denn keine Münzen? Also, Power 1 auf Power 11. Wir müssen jetzt unfassbar viel Geld ausgeben. Ich muss gerade mal rechnen. Okay, ausnahmsweise für den Content. Wir kaufen uns ein Gadget, eine Star Power und zwei Gears. Ja, nee, okay, die meisten wollen slow. Die meisten wollen slow. 108 Münzen. Ey, dann kaufen wir uns doch lieber einmal das größte Münzenpaket, dann sparen wir doch eben bestimmt wenigstens ein paar Gems dabei. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, natürlich Creator Code Jonas im Shop nicht vergessen. Vielen Dank. Let's go. 2600 Münzen. Mir fehlt ein Gem. So, die 2000 Gems sind nicht für heute, ne? Nicht, dass ihr jetzt Hoffnung bekommt. Die sind natürlich auch für die zukünftigen Folgen. Dann holen wir uns doch einmal das, nochmal das größte Münzenpaket.
Das ist so viel Geld für dumme Münzen einfach. Das sind irgendwie 40 Euro. Mach das nicht zu Hause nach, bitte, wie immer. Okay, jetzt aber. Slow Gadget, let's go. Damit können wir verlangsamen. Also, die meisten sagen Erste. Ich würde auch Erste sagen. Weil dann machen die weniger Schaden, wenn die vergiftet sind. Wehe, ihr seid falsch. Wenn jetzt ein Pro-Spieler kommt und mir sagt, das ist falsch, dann bin ich sauer auf euch, Chat, okay? Okay, also Gear ist relativ obvious. Wir haben ein mythisches Gear. Das ist auch besonders teuer, leider, aber so ist es halt. 30% mehr Giftschaden. Das ist komplett OP. Und dazu würde ich Damage Gear nehmen. Einfach ist immer gut. Alter, dieses Gear, hatten wir, glaube ich, im letzten Crow-Push noch nicht. 30% mehr Giftschaden, da müsst ihr drauf achten. Wir sind Power 11. Mit jedem Tick nochmal 30%, das ist ultra gut. Und dazu Damage Gear. Oh mein Gott, ich habe wieder zu wenig Münzen. Willst du mich verarschen? Egal, komm. Ich habe es durchgezogen. Allein die Skins und alles... Egal, macht es nicht zu Hause nach. Es war teuer. Aber es wird geil werden. Okay, das sind unsere Skins und wir haben sogar noch den... Den haben wir jetzt auch noch im Shop. Für eine Stunde nur. Wieso für nur... Was? Wir haben einen neuen Shop in noch einer Stunde. Oh, wieso das denn? Wechseln die täglich jetzt? Wir starten erstmal ohne Skin. Dann haben wir die beiden hier. Boah, das ist halt schon geil, ne? Okay, erstmal den Originalen. Let's go. Erste Runde. Erste Runde mit Crow. Jetzt schaut euch den Damage an. Ich mache einfach mal einen Hit. Den Barley. 156. Seht ihr? Ey, der Boxer. Aber habt ihr es gesehen? 106. Jetzt hier. 1, 2, 3, 4, 4 mal 600 Damage. Das bedeutet, mit einem vollen Hit plus Poison-Schaden, können wir auch verlangsamen. Mit einem vollen Hit plus Poison-Schaden und noch Damage Gear am besten, machen wir über 2000 Schaden. Ohne einen Cube zu haben. 2000. Und wir sind Crow. Wir sind einer der krassesten Distanz. Also, ihr wisst, was ich meine. Wir haben super viel Leben und alles. Das ist OP. Crow ist auch der schnellste Brawler im Spiel. Seine Ult ist absolut geil. Und ich muss sagen, ohne Skin sieht er sogar relativ ungefährlich aus. Aber es hat irgendwie was. Nice. Und zack, finishen wir. Auch die Ult ist halt absolut crazy. Ihr seht es auch hier nochmal. Vor allem der Slow ist krass, um die Gegner zu finishen. Wie hier zum Beispiel. Oh je, der letzte Gegner wird es schwierig werden. Aber die sind auch gut sichtbar durch den Poison. Das ist halt auch geil. Passt auf. Der war nicht mal gut getroffen, aber muss auch gar nicht. Crazy. Erster Win, die ersten 10 Trophäen und Quests nebenbei ganz wichtig. Ne? Wie gesagt, ich will eigentlich nebenbei mit den Rangaufstiegen auch, kriegen wir auch nochmal. Ich will Mandy, den Skin freischalten. Die Season ist in 11 Tagen vorbei, wir müssen das jetzt schaffen. Hui, das haut rein für den Account. Ne? Also wir sind heute jetzt damit bei 5000, wir sind fast bei 6000 schon. Und Rico können wir auch freischalten. Wir schalten den Safe heute frei. Okay, entscheidende Runde erstmal für Rang 10. Es läuft bisher absolut krass, pass auf, wir slowen den Dynamite runter. Wir haben jetzt schon mal fette 140 Trophäen hier. Schaut euch an, wie OP... Gut, wir sind noch weit unten, aber ich bin mal gespannt, wie es später sein wird. Aber seht ihr, ja, es ist so geil. Nice. Okay, ein Tor noch für Rang 10. Wir slowen mal den Devil runter aus Spaß einfach. Ey, mein Mate ist tot. Hallo? Der Ball ist irgendwie reingerutscht, keine Ahnung. GG's. Und damit nach nicht mal 20 Minuten 140 Trophäen. Rang 10, die ersten Starpunkte, sehr geil. Entscheidende Runde für 500. Alter, was ein Tempo mal wieder. Übel entspannt. So, der kommt jetzt zurück, okay. Schön gedodged. Vor allem Max hier nervt extrem. Ey, ey, ey. Oh. Was ist da noch Max alleine? Ja, wie erhofft. Nee, nee, nee. Nein, jetzt bin ich dead. Digga. Also, Absprache bisher nicht on point. Muss man so sagen. So, jetzt erstmal hier alle killen. Chillig. Ja, es passt. Haben wir die Kontrolle wieder weg. Was ist das schön? Okay, ich bin zurück. Es war doch nicht schön. Das war doch schön. Alles gut, ich kann in 10 Minuten nicht... Ah, sorry, ich hatte den Ball. Sorry, sorry. 500 Trophäen erreicht, sehr geil. Und 5500 auch direkt. Okay, das letzte Tor für 700. Ich bräuchte vor allem meine Ult jetzt irgendwie. Das wäre super wichtig. Ah, schade. Gute Ult von ihm. Aber egal. Ja, Weg freigeräumt. Let's go. Und damit 700 Trophäen. Ey, 2 Stunden, 12 Minuten. 2,5 werden knapp, ob wir es schaffen. Ich werde jetzt einfach ein bisschen draufschießen. Es ist noch eine Stelle übrig. Zack, jumpen. Und höchstens Ult kriegen. Ja! Alter, Erster, gegen alle Teamer durchgesetzt. Das ist sehr, sehr gut, das haben wir. Let's go. Oh, das haben wir vielleicht doch nicht. Die Ult war so kacke, WTF. Ich hab sie, aber er war trotzdem kacke. So, es kann halt überall ein Bass rauskommen. Wir sind übrigens Top 3, also haben wir auf jeden... Wenn wir Platz 1 werden, haben wir es. Okay, wir werden nicht Platz 1. Ja, wie gesagt, Crow halt kacke in Solo, aber trotzdem. Jetzt nur noch... Wir kommen immer näher. Wir können jetzt sogar Top 4 werden, dann haben wir es. Es könnte Platz 1 werden, Sekunde mal. Wenn wir es nicht schaffen, haben wir den 35er gefinisht. 35er, 25er. Ich bin schon ein paar Schritte zu weit. Nein! Sie hat die Ult gut aufgehoben. Wenn ich die gedodged hätten, wäre es gewesen. Schade. Eine Trophäe, das ist nicht wahr. Okay, entscheidende Runde. Wir brauchen noch eine Trophäe. Ey, aber es hat schon Spaß gemacht, mal Solo zu pushen. Ist schon mal nice. Okay. 2 Cubes schon mal. So. Ist sie irgendwo da? Wir müssen nur Top 5 schaffen. Ist eigentlich voll easy.
So, die Runde ist total dumm. Ich kann nichts machen. Hier ist niemand, mit dem wir teamen könnten. Ich habe auch Angst, dass da hinten der Edgar steht. Deswegen würde ich jetzt auch nicht zu weit rauslaufen. Und es zeigt sich hier keiner. Okay, wir sind Top 3, aber es passiert gar nichts. Die Runde wäre so dumm. Wir haben einfach nur gecampt. Es war halt auch niemand da, der uns angegriffen hat. Ich meine. Was ist das denn jetzt? Oh, gestorben. Egal. Ey, übel geil. Was soll ich sagen? Hat mega Spaß gemacht. 0 auf 57. Und wir haben wir den Pass durch? Wir haben noch den ganzen Trophäenpfad. Passbelohnung. Nein, wir haben es nicht ganz geschafft. Egal, wir haben ja noch Zeit für den Pass, den zu finishen. Trotzdem cool. Mandy-Pin nochmal. Münzen. Und jetzt hier noch die ganzen. Das ist geil. Okay, passt auf. Kriegen wir Rico jetzt? Credits nochmal. Okay, wir sind bei 150. Nee, nur alle 200 Trophäen gibt's was. Ey, trotzdem geil. Hat mega Spaß gemacht. Und noch Powerpunkte. 7 Stunden Wartungspause. Das Update ist jetzt draußen. Was ist drin? Der neue Hintergrund. Alter, das sieht geil aus. Und jetzt direkt Posteingang. Einen kostenlosen Pin. Oha, weil ich einen Skin hatte. Wir gehen zum ersten Mal in den neuen Shop. Oh mein Gott. Gratis. 430 Credits. 1400 Credits. Oh mein Gott. Und der Geisterritter Frank, den haben wir auch. Alter, das ist geil. Oh mein Gott, den müssen wir uns auf jeden Fall kaufen. Okay, komm, dann starten wir damit direkt rein. Und damit holen wir uns direkt den ersten Skin aus dem Update. Den werden wir auch noch pushen. Es ist nur ein bisschen spät. Das werden wir dann heute machen. Also bei euch heute. Sehr, sehr geil. Von Winky war ein Supercell-Make-Skin, hat den Contest gewonnen. Und der Pin ist geil. Oh mein Gott. Wir haben noch 3 Stufen im Brawl Pass. Die Season ist fast vorbei. Und den Magma-Mandy-Skin, den kriegen wir auch noch heute. Okay, erstmal Skin anschauen. Oh mein Gott. Schaut es euch an. Und die Meisterung zum ersten Mal. 750. Und am Ende ganz krasse Sachen. Okay, machen wir die... Das sieht so geil aus in der Übersicht. Wir gehen erstmal die erste Runde. Basketball und Duelle sind dauerhaft im Spiel und unzerstörbare Wände. Der neue Loading Screen. Alter, das... Ihr seht schon, es wird eine geile Folge werden auf jeden Fall. Oh mein Gott, okay. Ich mach mal die erste Runde Basketball. Ne, mal den neuen, in Anführungszeichen, neuen Modus testen. Man kann ab jetzt einfach Trophäen damit sammeln. Wie geil ist das denn bitte? Ist das nicht neu? Wir müssen eigentlich relativ einfach an den Korb ranlaufen und dann scoren. Ich glaube, bei 6 Punkten ist es vorbei. Ich treffe nicht. Ich bin so kacke in dem Spiel. Wir machen Dreier. Komm. Und. Nice. Und schaut euch doch vor allem an, wie geil der Skin einfach. Oh, Junge. Und wie viele Mastery-Punkte wir in der Runde kriegen? Das ist auch die Frage. Der Rico läuft es hier leider. Digga. Okay. So, die Wände kann ich jetzt nicht zerstören, oder? Die da unten aber schon. Ja, okay. Crazy. Stark. Mike. 5 Punkte jetzt. Und es war's. Wir haben direkt gewonnen. Oh, Lord. Und die Animation ist auch geil, ne? Die Siegesanimation. Und passt auf. Zack. Plus 8. Und wie viel Mastery-Punkte? Plus 6. Hast du Starspieler-Bonus plus 1 noch? Geil. Die Zeit läuft. Wir wollen jetzt so schnell es geht eine Mastery abschließen. Ich habe keine Ahnung, wie schnell es sein wird. Das ist aber der höchste Brawler. Das ist Crow auf 750. Aber da müsste ich auch die meisten Punkte kriegen. Und bekomme ich auch Punkte, wenn ich so Vierter oder so werde? Wie ist denn das genau? Wir werden das jetzt rausfinden. Und ja, wir sehen uns mal gleich wieder. Und ich bin gespannt, wie direkt die erste Runde auch laufen wird. Oh, Jump, Jump, Jump. Let's go. Wir sind Platz 3 geworden. Wie viel Mastery-Punkte? Kriegen wir dafür Mastery-Punkte? Und... Plus 60. Okay, das hat sich gelohnt. Aber wahrscheinlich nur, wenn wir in Top 4 kommen dann, ne? Wie ist denn das aufgeteilt dann? Nein! Och, Digga. So, Platz 7. Meine Theorie gibt es 0. Es gibt 0. Das ist aber echt hart. Und damit sind wir in der entscheidenden Runde. Wir müssen halt trotzdem in Top 4 kommen. Aber dann haben wir es geschafft. Dann haben wir die erste Mastery. Und dann können wir mal schauen. Ich meine, aktuell, man muss ja noch ein bisschen Zeit abziehen, wie gesagt. Leute, wir sind Top 5. Ich weiß es nicht. Let's go. Ein Platz noch. Wir haben jetzt die Ult bei weitem, nicht in die Team halt jetzt alle, ne? Nice, wir haben, glaube ich, auch einen Teaming-Partner gefunden. Ja, sehr, sehr wichtig. Gut. Komm, ein Platz, aber diese 7er Shelly macht total Auge auf uns. Das kann doch nicht sein. Ich muss einfach hoffen, dass irgendwo jetzt was abgeht, aber irgendwie passiert gerade gar nichts. Junge, diese Shelly hat sauer auf uns abgesehen. ETF. Okay, müssen es einfach hoffen. Ich meine, ich kann ja noch jumpen. Die Shelly stellt sich schon wieder neben uns. ETF. Alter, was will die denn? So ist ein Bass zu killen. Ja, ja, ja. Nein, nein. Wir sind Platz 5 geworden. Was? Leute, wieder ein Platz. Es wird auch jetzt wohl nicht wieder der 5. werden. Ich habe halt am wenigsten Leben hier, ne? Die könnten mich instant jetzt killen. Ey, was heißt dieses Popcorn denn jetzt? Wie asozial. Oh, jump, 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 die erste Mastery geschafft. Da oben sehen wir es. Wie geil ist das denn bitte? Waren ungefähr 25 Minuten. Ne? Man muss das so 5 abziehen. Und dann kriegen wir die ganzen Belohnungen. Da, du hast einen Meisterungsrang für Crow freigeschaltet. Hol dir deine Belohnung. Das sieht geil aus. Zack. Geil. Die erste Mastery. 1000 Münzen. Also falls ihr Münzen braucht, wirklich eine halbe Stunde, könnt ihr es schaffen. Sagen wir, wenn ihr jetzt niedriger seid von den Trophäen, vielleicht eine Stunde. Eine Stunde für 1000 Münzen für jeden Brawler ist schon echt geil. Der letzte Sieg, Leute. Der letzte Sieg. Wir sehen es hier nochmal.
Ein Sieg fehlt uns. Und dann haben wir den Brawl Pass in dieser Season einfach durchgespielt. Das ist die entscheidende Runde. Wir haben zwei Stus und einen Gray auch. Okay, auf geht's. Das Wichtigste ist, wie immer, erstmal am besten, ja, zumindest zwei oder drei Cubes oder so kriegen wir ganz gut. Das ist zumindest der Plan. Ich glaube, wir kriegen schon mal zwei. Das ist sehr gut. Okay, zwei Cubes haben wir safe. Der wird safe nicht teamen, bestimmt. Ja, nee. Ich habe ihn raus und ich bin gestorben. Es war eine grauenvolle Runde, ne? Es war wirklich eine grauenvolle Runde. Aber schaut sich an, wir haben's. Zack, plus sechs. Bam, da ist der Win. Wir haben die Mastery abgeschlossen, die Quest abgeschlossen und gar nicht mal so viele Mastery-Punkte. 28 nur. Das finde ich echt krass nach mehreren Runden und Wins. Aber damit haben wir den kompletten Brawl Pass durchgespielt. Ist das geil. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt damit offiziell zum Opening, zum Brawl Pass, werden uns alles abholen, alles kaufen. Wir legen los. Wie viele Brawler werden wir bekommen? 335 Münzen, schon mal geil. Neuer Manny-Pin, auch immer sehr, sehr nice. Der ist schon mal gut. Der Frank-Pin, by the way, den habe ich total vergessen, ne? Der ist ja so geil. Ich habe ihn hier vergessen reinzumachen. Schaut ihn euch an nochmal. Yo. Ich würde behaupten, einer ist der besten Pins im Spiel. Pin-Pack. Vielleicht kriegen wir auch hier einen geilen Pin. Ja, gut. War zu erwarten. Die sind immer relativ basic, um ehrlich zu sein, aber gut. 95 Credits, wir haben schon fast Trikot. Den werden wir auf jeden Fall freischalten. Wie viele Brawler danach und ob wir auch einen legendären freischalten, werden wir gleich sehen. Ich bin super gespannt. Powerpunkte haben wir 1640. Mandy Skin freigeschaltet. Seid ehrlich, ist schon mal geil für die Folge. Frank Skin freigeschaltet direkt am Anfang. Mandy Skin jetzt auch. Und jetzt kommen wir zum... Nee, wollen wir noch nicht. Wir kommen zum XXL Update Shop. Okay, wir starten mal klein rein. Erstmal das Mandy Spray, würde ich sagen. Let's go. Erstmal Mandy Spray. Achso, genau, wie immer. Ihr wisst inzwischen, bevor wir immer was kaufen, natürlich immer abchecken. Creator Code Jonas ist drin im Shop, wenn ihr mich supporten wollt. Und wir legen los mit diesem Paket. 740 Münzen und 80 Credits. Das reicht noch nicht aus. Okay. Wir hätten ja auch einen geilen Pam-Skin, aber 18 Euro. Hört sich jetzt auch ein bisschen viel an, aber für den Brawler ist 18 Euro ist ein bisschen hart, oder? Hier hätten wir dafür einige reduzierte Skins. Holen mich jetzt persönlich. Die sind teuer, finde ich auch vor allem. Aber hier, die wären echt günstig. Will ich aber trotzdem nicht, tatsächlich. Ich weiß nicht, nee. Okay, wir gehen erstmal rein. Zuerst die Markenverdoppler. 9 Gems, dann 12. Das sind 3 Gems weniger, aber ich meine, man spart, wo man kann. Dann haben wir 60, 39 Gems. Ah, 150% extra. Okay, das ist gut. Das ist nice. Okay. Das ist nicht schlecht. 1500 Markenverdoppler. Aber das ist natürlich krass. 430 Credits, 925 und 1400 Credits. Und die sind dreifach, vierfach und dreifach wert. Wir beginnen mit dem kleinsten. Das ist das hier. Dreifacher Wert, 79 Gems. Und wir gehen rein. Geile Übersicht auch. Mit Credits kannst du Brawler freischalten. Münzen kannst du upgraden. Sehr geil. Ja, das ist easy. Dreifacher Value. Und was bekommen wir jetzt? 1500 Münzen. Credits. Das ist Rico. Let's go, da ist er. Die neue Brawler-Animation sehen wir hier auch nochmal. Ne, jetzt wieder die nächste Frage. Wir kriegen wahrscheinlich jetzt den nächsten Brawler zur Auswahl. Episch. Den kriegen wir safe. Den kriegen wir 100% noch heute. Bo, Pam oder Edgar? Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Ich würde jetzt mal mit... Ich glaube, Pam ist ganz nice. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Ich würde mir Edgars für eine weitere Folge mal aufheben. Edgar ist auch ganz geil. Warum habe ich seit Anfang an hab nie ausgewählt? Wir haben jetzt schon 375... Wir kriegen safe noch Pam. Hey, jetzt allein schon wäre es ja schon dumm, die zu kaufen für 18 Euro. Wir haben ja eh schon die Hälfte von den Credits. Das Angebot, finde ich, lohnt sich nicht so sehr. 40% reduziert, aber naja. Jetzt das nächstbeste. So viele Credits auf einmal. 3200 Münzen. 925 Credits. Gedrittelt. Normalerweise ist es dreifache. 5 vor 12. Let's go. Rein da. 3200 Münzen sind schon sehr, sehr krass. 900... Das reicht direkt von den epischen Brawlern. Wir haben Pam. Der zweite Brawler. Für die nächste Folge wieder eine ganze Menge. Wir werden auch 6000 Trophäen erreichen in der nächsten Folge. Safe. Geil. Mythisch. Schaffen wir den? Es wird sehr, sehr knapp werden. Tara Jean oder Byron? Ich ganz ehrlich würde denken, dass ihr Tara wollt. Okay, 375 Credits. Los geht's. Und jetzt kriegen wir noch so ein fettes Sonderangebot reingeknallt. Ich hole mir jetzt erstmal das Update-Angebot. Wir schauen es gleich nochmal an. Okay, auf geht's. Das größte Angebot, was ich jemals gehabt habe mit Credits. 1400, geil. 500 Powerpunkte, 5000 Münzen, normalerweise 1000 Gems, also 50 Euro. Hier reduziert für nur 15. Ne, macht das nicht unbedingt zu Hause nach, ne? Ist trotzdem sehr, sehr viel Geld. Lieber den Brawl Pass kaufen für die Gems. 5000 Münzen, crazy. 500 Powerpunkte, das geht sogar, sage ich ehrlich, aber die Münzen sind krass. Und jetzt nochmal 1400 Credits und es fehlen 125. 125 fehlen. Und ich glaube, das Angebot, boah, würdet ihr euch das kaufen?
Ich glaube, es ist mir zu teuer. Das sind 20 Euro nur für diesen Skin und die paar Pins und so weiter. Ich weiß es noch nicht. Und damit sind wir direkt im neuen Shop und wir sehen, Alter, okay, das ist krank. Boah, Lizenz zum Brawlen. Wir kriegen ein paar Powerpunkte, haben einen Haufen an Skins und wie immer erstmal Creator-Code eingeben und den Brawl Pass kaufen. So, Creator-Code Jonas. Okay, ich überlege gar nicht so lange, wir holen uns die plus 10 Stufen und damit haben wir hier schon mal einiges. Für den Anfang nehmen wir uns die Sachen dann für den Schluss auf und holen uns jetzt erstmal den El Mayordomo Skin. Der ist ziemlich geil, den können wir eigentlich auch direkt pushen. Und welche Quests haben wir? Den Skin haben wir auch. Rock. Alter, okay, das ist eine ganze Menge schon mal. Okay, oh, Duelle heute. Oh, nice. Da. Da ist er. Wie lost er ist in Bolsen halt gestorben. Wir haben die Edgar-Quest die Brock-Quest geschafft. Und die Nutzer noch ein Spiel-Quest. Sehr, sehr geil. Okay, welche Quest kriegen wir? Ah, nee. Nicht einen Modus, bitte. Glaube ich, bin dumm, was ich gerade gemacht habe, ne? Ems. Okay, wir haben sowieso einen Skin für Ems. Machen wir Ems. Da machen wir es nämlich jetzt folgendermaßen. Wir holen uns den Ems-Skin. 149 Gems sind der. Ui. Okay. Und erreichen damit die 6000. Ich hoffe, das ist es wert gewesen. Sehr, sehr geil. Da ist der Skin. Da ist nochmal der Pin dazu. Und den wählen wir auch direkt aus. So, let's go. Und damit wollen wir jetzt die 6000 Trophäen erreichen. Auf geht's. Das bedeutet zwei Siege. Dann haben wir die Jackie und die Mandy-Quest erledigt. Wir müssen jetzt vor allem halt die Kills mit Ems machen. Aber seid ehrlich, der Skin ist schon geil. Wir versprühen das so Sterne. Man erkennt die, finde ich, auch nicht so gut. Der Skin ist echt fast ein bisschen unfair. Und hier die Ult ist so eine Disco-Kugel. Weltmäßig. Und damit haben wir alle drei Kills. Let's go. Genauso muss es laufen, auch für die Quest. Komm. Und damit sind wir fertig mit drei Quests. Ne, mit mehr Quests. Passt auf. Boah, es sind fünf. Fünf Quests auf einmal. Wir müssen jetzt noch 18 Kills machen. Das bedeutet, wir sind kurz vor den 6000 Trophäen. Hier sind wir gleich dort. Ja, da sind wir gleich dort. Sehr, sehr geil. Dann holen wir uns die 6000 Trophäen und gehen auch auf Rang 15, also 300 Trophäen mit Ems. Auf geht's. Okay, hoffentlich wird's klappen. Das ist die entscheidende Runde für 6000 Trophäen. 6 Trophäen brauchen wir. Das bedeutet, wir müssten Top 3 kommen. Top 3 würde reichen. Und das ist sehr gut. Wir schauen. Oh mein Gott, wir haben komplett abgestaubt. 4 Cubes. 3 Plätze noch. Ja, das schaffen wir normalerweise easy. Yes, und die haben wir auch. Ein letzter Platz fehlt uns. 7 Cubes. Die Teamen auf der Trophäenhöhe. Mit einem Schuss weg. Oh Gott, wie geil. Und da kommt Mortis. Ich habe ihn gegen die Wand aus. Egal, ist egal. Es ist der Win. Und damit haben wir die 6000 Trophäen. Uns fehlen aber noch 7 Kills für die Quest. Uns fehlen noch 7 Kills für die Quest. Okay. Alle Quests geschafft plus 200 Trophäen mit Ems. Was haben wir geschafft? Wir sehen schon unten 39 Stufen. Wow. Und damit legen wir los mit dem Brawl Pass, hätte ich gesagt. Wir kaufen uns erstmal alles ab, was nicht so spannend ist, würde ich sagen. Erstmal Gems. Wobei, ja, ist nicht schlecht, aber ist halt jetzt nicht so spannend. Wir kriegen 20 Stück, ist in Ordnung. Okay, als nächstes die Münzen. Wie viele Münzen haben wir? Wir haben 13.000. Die müssen wir mal demnächst ausgeben und uns mal ein paar Gadgets oder sowas kaufen. Wie viele Münzen bekommen wir? Ich denke mal so 5.000. Und es sind 5.000. Powerpunkte als nächstes, da haben wir bald die Grenze erreicht. Wir haben knapp über 2.000, da müssen wir aufpassen. Und dann haben wir nur noch Credits oder Chroma-Credits übrig. Und dann ist die Frage, wie viele Brawler bekommen wir? Weil einen kriegen wir mindestens. Die Powerpunkte sind durch. Wir haben 3.800. Wir machen zuerst die Chroma-Credits. 250. Das war's. 290. Oh, nee, 310. Es reicht nicht ganz. Oh, 50 Stück fehlen uns für den nächsten Brawler. Okay, Pinpack noch. Ja, die sind alle relativ langweilig, muss ich ehrlich sagen. Okay. Welche Brawler bekommen wir jetzt? Wir legen los mit den Credits ganz unten. 45. Und die sollten schon ausreichen. Die reichen noch nicht aus. Wir sehen schon, wir bekommen den nächsten mythischen Brawler mit Tara. Da haben wir sie. Sehr, sehr geil. Tara, absolut geiler Brawler. Ihr habt ihn euch gewünscht. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Und welchen Brawler bekommen wir als nächstes? In 3, 2, 1. Es ist ein super seltener. Es ist ein super seltener. Und zwar Dynamite, Tick oder Gus. Es wollen alle Gas sehen. Ja, easy. Dann nehmen wir Gas. Die Brawler können wir auch das nächste Mal direkt wieder pushen, ne? Wir werden Gas safe freischalten. Wir kriegen mindestens 2 Brawler heute. 95 Credits, passt auf. 45 safe, es reicht aus. 45. Wir haben jetzt schon die Hälfte. Wir haben jetzt über die Hälfte. Und es reicht jetzt schon. Wir schalten den zweiten Brawler heute frei. Passt auf. Es ist noch nicht vorbei. Wir kriegen jetzt Gas. Den kriegen wir. Episch. Kein Legendärer als nächstes, aber... Oh, geile Auswahl. Wir machen Edgar. Wir machen Edgar. Die meisten hätten sich Edgar gewünscht. Dann können wir in der nächsten Folge auch direkt pushen sogar. Werden wir ihn freischalten, ist die Frage. Ich glaube nicht ganz, oder? Oh mein Gott. 290? Shop. Sekunde. Oh, das ist geil.
Angebote noch. Geil. Hoffen wir uns. Einfach noch neue Angebote hier direkt bei den Trophäen noch dazu. Ey, Mann, jetzt können wir die anderen nicht mehr kaufen. Das eine ist verschwunden. Okay, wir kommen zu den Credits. Wird es ausreichen? Nein. 430 Credits für Edgar. Den werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall freischalten. 4 Trophäen fehlen uns noch für 50 Credits. Ich hole sie schnell. Wenn diese 50 Credits jetzt entscheidend sind, dann geil, mal schauen. Ich habe mich für B entschieden. Ich denke, boah, B wird eigentlich am leichtesten werden. Naja, war jetzt nicht gerade gut gespielt, egal. Ich habe verkackt. Und der letzte Kill, Leute. Und damit gehen wir in das Opening rein. Oh, noch einen nächsten Rang erreicht. Geil. Noch ein paar extra Marken. Da sehen wir es. Plus 20. Auf geht's. Okay, wir gehen rein. Zuerst auf jeden Fall. Wir kriegen 300 Münzen und dazu eine Menge auch an Credits. Plus 50. Okay, ihr seht. 245. Okay, sehr, sehr geil. Wir haben AT. Was? Okay, gut. Das hätte ich jetzt... Lol. Oh mein... Wir haben AT. Okay, das ist schon mal sehr unerwartet. Das heißt, wir haben mindestens einen neuen Brawler. Eher zwei oder sogar drei. Okay, lass uns mal anfangen mit den Münzen erstmal. Wir müssen mal ein paar Münzen demnächst ausgeben, aber ich weiß noch nicht für was genau. 640 hier nochmal. Nochmal 1000 insgesamt. Nochmal so 2k Münzen mitgenommen. Das ist crazy. Wie viele Powerpunkte haben wir? Ja, erstmal Gems mal gerade. 20 Stück ist immer gut. Jetzt. 160. Ah, ja, okay. Wir müssen welche ausgeben. Hm. Lass mal nach Power Level sortieren. Da unten sind auch die neuen Brawler. Die müssen wir mal upgraden. Dann entscheiden wir uns mal hier für welche, die wirklich, wirklich gut mit Gadgets sind. Okay, Cold hatten wir schon vorhin gesagt. Zack. Und direkt das Nachlade-Gadget. Und dann lass uns einen einfach Power 9 machen. Die Frage ist, welchen Brawler? Ich mag Jesse. Jesse hat die Star Power, ihr Geschütz zu healen. Also einmal, zweimal. Ja, ich finde die Star Power übel geil. Damit können wir das Geschütz einfach healen, wenn wir drauf treffen. Und damit haben wir wieder genug Platz für neue Powerpunkte. Alter, wir müssen echt mal schauen, wie wir die gut verwenden können. Der Brawl Pass ist so viel Value. Ich meine, wir haben jetzt 3700 wieder. Okay, ihr seht, der Pass ist voll. Wir haben Credits und Chroma Credits und AT. Dann lasst uns doch zuerst die Chroma Credits holen. Und ich glaube, reicht das für den neuen Brawler? Hm. Okay, wir schauen rein. Und es reicht nicht. Okay, wir kommen zu AT und dann werden wir sehen, ob wir Edgar freischalten werden. 3 zu 1. Der nächste Brawler, da haben wir ihn. AT freigeschaltet. Let's go, der ist riesig vom Kopf. Du hast dich im Starpark verirrt. Keine Angst, AT hat dich bereits im Blick. Er hat den Überblick. Ja, kein Grund zur Sorge. Also AT ist ja für die Kameras im Starpark zuständig. Aktuell eines der stärksten Brawler auch. Einer der stärksten Brawler auch im Spiel. Also absolut geil. Aber jetzt wollen wir... Wir haben eine neue Quest sogar noch direkt bekommen. 1000 Marken, geil. Jetzt wollen wir sehen. Wird es reichen? 45, ich glaube, es wird reichen. Nochmal 45... Es wird reichen. Es wird 100% reichen. Wir werden Edgar freischalten. Es hat sich gelohnt. 95 und das reicht noch nicht ganz, aber es wird ausreichen jetzt. Und damit schalten wir Edgar frei. Haben wir es. Let's go. Edgar absolut OP. Der meistgehypte Brawler aller Zeiten im Spiel, muss man wirklich so sagen. Ist aktuell nicht so stark, aber Shaunen ist er immer noch sehr stark weiter unten. Welchen? Wir kriegen Legendären. Wir kriegen den nächsten Legendären. Oh mein Gott, okay. Leon, Spike oder Sandy. Ich gehe, glaube ich, jetzt hier mit Leon. Und das wird in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen wahrscheinlich eher das Ziel sein. Wow. Die ersten 95 Credits kriegen wir schon mal. 3800, ui. Und wir kriegen noch Angebote. Okay, wie immer, Creator-Code Jojonas, wenn ihr mich supporten wollt. Und da holen wir uns. Ja, wir holen sogar alle drei. Na, komm, also hier, zack, nochmal 500. Das ist Mann, eins ist weg. Im Shop bekommen wir schon mal 5 Credits gratis für Leon. Und wir kaufen uns für 29 Gems den Marienkäfer B-Skin. Auf geht's, würde ich sagen. Und haben auch noch direkt, ja, okay, den Pin. Oh, Sekunde, stimmt. Wir sind jetzt gerade in der entscheidenden Runde, by the way. Wenn wir jetzt gewinnen, kriegen wir diese Ostereierbelohnung. Ja, okay. Die laufen halt schon echt crazy, wie die in einen reinlaufen. Sehr, sehr geil. Als ob die Mitte komplett offen ist. Und noch ein Ei. Bin ich der Einzige, der die Eier mit Cubes verwechselt? Das sieht, finde ich, 1:1 gleich aus irgendwie. Oder sehr, sehr ähnlich zumindest. Was schlechter Schuss. Egal. Zack, sehr gut. Junge, die Leute. Ja, gut, wir werden gleich wahrscheinlich höher spielen, aber den ersten Quest schon mal geschafft. Super wichtig, es bedeutet, kann mal schauen, wir haben auch einen B-Quest, oder? Jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Gewinne 5 Kämpfe. Wir kriegen Marken und diese Ostereier. Was bedeutet das? Ja, das ist egal. 2 Powerpunkte, egal. Und? Ah, es ist ein Pin. Das ist ein Pin. Ah, cool. Okay, Spielerpins. Ja, da. Okay, ist der na... Ist der nicht animiert? Wir testen ihn mal. Ich glaube, er ist nicht animiert, leider. Sehr geil. Leute, wir haben auch die... Alle gegen einen Quest geschafft. Alles ist leer. Der nächste legendäre Brawler. Wir beginnen mit dem Trophäenpfad, kommen dann zum Pass und gehen dann natürlich in die Angebote. Willst du mich verarschen? Mir fehlen noch 20 Trophäen. Die hole ich mir jetzt noch. Let's go. Sehr, sehr geil. Das heißt, wir haben auch damit die 7300 Trophäen gesammelt. Wichtig, und kriegen noch die nächste Belohnung im Trophäenpfad. Da sehen wir jetzt mal Powerpunkte und Münzen. Und damit geht es rein in den
Pass. Wir haben eine Menge gesammelt, ihr seht es hier schon. Die Season dauert auch gar nicht mehr so lange. Noch 3 Wochen etwa, ne? Dann auch schon bald der nächste Brawl Pass wieder. Welche Stufe sind wir? Oh, okay, das war krass heute. Wichtige Stufen. 11 Stufen. Der Pass hat aber 70 Stufen. Wir wollen vor allem noch den AT-Skin bekommen. Also wenn wir das hinkriegen wollen, dann müssen wir ohne Witz uns ganz schön anstrengen, ne? Wir gehen rein in das Brawl Pass Opening und danach direkt in die Angebote. Erster legendärer Brawler. Okay, wir starten mit der ersten Belohnung. Wir kriegen so ein Spray. Das ist doch unfassbar hässlich, oder? Okay, weiter geht's. Was haben wir noch so an kosmetischen Sachen? Ein AT-Pin. Der ist ganz cool. Noch ein AT-Pin. Der ist ein bisschen seltener. Ist auch in Ordnung. Der ist cool, der Pin, finde ich. Pass auf. Also ohne Witz. Das ist mal eine geile Animation für einen Pin. Okay, wir kriegen noch 10 Gems Free-to-Play erstmal. Geil. Immer gut. Nochmal 10 Gems Free-to-Play. Dann haben wir Powerpunkte. Wie viele? 185. Dann nochmal 185 und 160 und nochmal 185. Okay, das heißt 2600 Powerpunkte haben wir damit. Dann mal kurz schauen. Power Level. Wir haben halt immer noch die meisten so Power 7 bis Power 9. Boah, wir haben viele Power 6 und halt auch noch viele Power 1, ne? Dann lass mal einen von den Power 6 Powern dann hochmachen. Ich würde sagen sogar fast Shelly. Okay, lass Shelly das Gadget holen, weil Shelly ohne das Snipe Gadget ist total useless. Shelly ist eh schon schlecht, aber ohne das Snipe Gadget ist sie kacke. Deswegen machen wir Shelly Power 7. Mehr würde ich jetzt eigentlich nicht machen. Oder noch einen zweiten? Noch AT Power 7. AT hatten wir auch noch relativ neu. Da einfach die Pins und so. Oh, neues Gadget. Das hier. Hex. Löst sofort alle Markierungen aus. Das gab es nicht, als AT rauskam. Das andere Gadget ist komplett Trash nämlich. Aber das Gadget ist krass. Damit können wir direkt, wenn jemand markiert ist, vielleicht so 2500 Schaden machen. Übel geiles Gadget. Übel krasses Gadget, wirklich. Das andere ist Trash. Okay, Münzen. Wie viele Münzen? 335. 640, also schon 1000. 2000 damit. Und 3300. Okay, und damit kommen wir endlich zum spannendsten Part, und zwar zu den Credits. 40 Chroma Credits. Okay, nächste Credits, 95. Wie weit kommen wir? 45. Wir sind bei 770 für Leon, 45, 865 und 910. Die Frage, die ich mir stelle, werden wir noch einen weiteren Brawler sogar freischalten? Wir kriegen safe, Leon. Das ist die Frage. Okay, wir gehen in den Shop. Und da sind wir bei den Angeboten. Okay, zuallererst, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, natürlich Creator Code Jonas. Sehr nice. Ja, kommen wir uns ausnahmsweise zu Ostern auch jetzt hier das Icon. Das ist auch, ja, komm, für 30 Gems ausnahmsweise so ein goldenes Osterei. Da machen wir es aber wenigstens auch rein. Ach lol, wir hatten noch das Ramadan-Icon drin. Ist eh auch, finde ich, echt cool, dass sie zu beiden Events, Ereignissen, sag ich mal, was reinpacken. Hier, zack. Man sagt nicht Events, Feiertage, sag mal. Okay, und jetzt geht's ab. Ihr seht es hier. Wir kriegen einfach 430 Credits, 925 Credits und 1900 Credits. 20% obendrauf. Absolut geil. Und ja, wir starten rein mit dem ersten Paket. 5 Euro, 430 Credits bekommen wir. Okay, Paket Nummer 1. 5 Euro, 430 Credits. Nice. 1300 Marken für Leon. Es müsste eigentlich ausreichen. Es müsste normalerweise ausreichen. Wir haben so viel auch nochmal gesammelt. Okay. Paket Nummer 2. 10 Euro. 925 Credits. Let's go. 925 Credits. Leon. 2200 Marken. Und jetzt die letzte Stufe. 1900 Credits für 19 Euro. Und damit werden wir Leon freischalten. Und damit ist es soweit. Legendärer Brawler ist freigeschaltet. Ey. Jetzt. Nummer 2. Leon freigeschaltet. Von 7. 7 Stück gibt's inzwischen. Ey, wir könnten noch wechseln. Aber wir haben uns eigentlich für Leon entschieden, oder? Ja, die meisten auch Leon, glaube ich. Aber relativ knapp. Okay, wir gehen Leon. Wir gehen Leon. Das ist so nice mit den vollen Credits. Los geht's. Episch, den könnten wir eventuell schaffen. Okay, welche Brawler? 4 Stück. Das ist die größte Ausnahme bisher, die wir je hatten. Okay, das ist krass. Ja, die meisten sagen auch Bibi. Dann bin ich voll dabei. So viele sind... Ey, Bibi müssen wir mal pushen. So viele feiern auch Bibi. Ist ein geiler Brawler. Zack. Da haben wir Bibi. Es reicht noch nicht bei der nächsten Folge auf jeden Fall. Absolut geil. Wir kriegen noch einen Pin. Und ein Spray für Leon. Oh mein Gott. Ja, das ist übel cool. Vor allem das Pin, das Spray. Der Pin, das Spray, wie auch immer. Sehr, sehr geil. Okay, wir haben direkt was im Posteingang. Okay, wir haben einen Pin für Max. Okay, ist in Ordnung. Aber vor allem haben wir schon mal jetzt 540 Blink gratis. Das ist schon mal ein geiler Auftakt. Und im Shop gibt es noch mehr zum Update. Und zwar direkt nochmal 740 Münzen und 80 Credits. Also Bibi wird hoffentlich heute kommen. Yes, Bullquest geschafft. Let's go. Haben wir damit auch alle Brawler-Quests geschafft? Sekunde. Oh, wir sind richtig gut im Pass. Wir sind schon Stufe 57. Wie gut. Ja, wir haben alle Brawler-Quests geschafft. GG's. Dann gehen wir jetzt an Duelle. Ihr seht es schon. Pam
ist jetzt nur Power 5, aber geht. Wir brauchen noch zwei andere Brawler mit der Gewinn-Quest. Bee und Leon hätten wir noch. Passt das von der Höhe? Ja, Bee wird passen. Ach, Leon haben wir auf 0. Hm, den würde ich mir fast noch aufheben auf 0, oder? Heben wir jetzt erstmal auf. AT hätte ich noch gesehen. Ja, die passen eh alle sehr gut von der Höhe. Muss halt Pam als erstes nehmen wegen Heal-Quest. Okay, Zwischenstand. Was? Wir haben die Pam-Heal-Quest erledigt. Hä, wie geil. Okay, 3 Siege noch. Okay, let's go. Entscheidende Runde jetzt aber. Dann haben wir die Duelle-Quest schon mal für 3 Brawler, also die Gewinn-Quest für 3 Brawler erledigt. Und wir müssen nebenbei eigentlich ultra viel gefarmt haben. Ich bin gleich mal gespannt, auf welcher Stufe wir schon im Pass sind. Wir müssen den Pass durchkriegen. Ich will auch diesen Skin von AT. Ja, der will abhauen, aber das schafft es jetzt nicht. Zack. Let's go. So, jetzt kommen noch die Penny. Oh, aufpassen, die hat Streuschaden. Gefährlicher Mortar. Sind immer ganz tückisch im Nahkampf. Ja, kriegen wir hin. Let's go. Sehr schön. Okay. Duelle Quest erledigt. Das ist geil. Das sind 1500 Marken, Alter. Das ist so wichtig. Und wir sind Stufe immer noch 10 Stufen. Aber wir sind schon fast auf der nächsten. Okay. Ey, Runde vorbei. Das muss gereicht haben. Jawohl. Nochmal Bling dazu bekommen sogar, sehen wir. Sehr, sehr geil. Okay. Und damit geht's in die Challenge rein. Wir gehen in die Challenge. Zeit für Bling. Wir müssen mit einem Team durchspielen. Okay, let's go. Können wir das gewinnen? Wir kriegen eine Menge an Preisen. Wir sehen es hier nochmal. Insgesamt, glaube ich, 1000 Bling. Und noch ein Bling-Spray. Das ist cool. Kanal Grande als erstes. Okay, wir gehen in die Challenge rein. Auf geht's. Erste Runde Kopfgeldjagd. Das kann hoffentlich schnell gehen, wenn wir hier direkt die ganzen Kills rausholen. Am besten eigentlich direkt rein, dann ins Low drücken. Okay, hier war ein bisschen dark. Ja, wobei, wir haben noch einen Griff mit erwischt. Dann können wir auch eigentlich schon mal ganz gut hier treffen. Seht ihr hier? Oh, sehr schön. Besser noch das Schild. Ein bisschen spät vielleicht. Ist auch relativ egal, wie aggressiv ich jetzt hier spiele. Das Entscheidende ist einfach, dass wir jetzt hier die 20 Sterne so schnell es geht holen. Und es ist over. Alter, es geht so schnell. Wie geil. Erste Runde und wir kriegen unsere erste Bling-Belohnung. 100 Bling. Einfordern. Okay, let's go. So, zack, slow. Schöner Stun getroffen. Hier, jetzt kann ich auch richtig schön den Flächenschaden. Jawohl. Und ein Stern fehlt noch. Den holen wir uns jetzt hier. Hoffentlich relativ entspannt. Der arme Dynamike. Jawohl. Die haben alle versucht zu blocken und haben keine Chance. Ja, Flächenschaden halt, ne? Sehr schön. Okay, zweiter Win auch. Die nächsten 100 Bling. Max ist eigentlich fast down. Oh, oh, oh. Max haben wir. Jawohl. Machen wir den Play und machen hier auf, dass der auch hier nicht rauskommt. Jawohl. Am besten schon ein bisschen nach links hier moven. Und jetzt hier am besten so rein ulten. Dass der, ja, der hat sich nämlich safe gefühlt hinter der Wand. Aber der war nicht safe wegen der Ult. Sehr gut. Kurz hier. Zack, zack. Jawohl, haben wir auch. Und noch die Ult. Jawohl. Sehr schön. Wichtiger Turnaround. Wichtiges Comeback hier. Wie auch immer. Standard Bling. Wir sind in der letzten Phase damit. Sehr geil. Letzte Phase ist Juwelenjagd. Entscheidende Runde für die Challenge. Auf geht's. Diesmal ein bisschen bessere Runde nochmal. Gerade eben. Aber ohne Speedgear ist auch schwierig, weil dann sind die auch 20% schneller alle, die gegen mich laufen. Ist auch vielleicht nicht ganz optimal. Wir schießen mal hier ein bisschen rein. Wo sind denn die Gegner? Ah, da. Ich wollte gerade sagen. Okay, Mortis kommt dazu. Sehr, sehr wild auf jeden Fall. Er geht wieder raus jetzt irgendwie und er ist tot. Ich brauche jetzt halt so schnell es geht einmal den Mortis. Oh je. Sehr gut. Mortis ist da. Jetzt. Ich habe ein bisschen weiter hinten gesetzt, dass der Karl hier nicht so leicht rankommt. So, jetzt hier Mortis natürlich aufpassen. Zack. Sehr schön. Aber der Mortis ist halt noch im Start. Der Mortis ist aber jetzt lost. Mortis ist sehr, sehr lost gerade. Jetzt hier kann ich auch den Flächenschaden auch auf den Dieter treffen. Sehr, sehr gut. Nächster Mortar rein. Jetzt hier ein bisschen von hinten die Kontrolle halten. Der wird jetzt über außen gehen. Schöne Hits. Wichtig. Zack. Wunderbar. Direkt rausgenommen. Noch ein guter Hit. Das war so wichtig gerade. Let's go. Nächster Mortar defensiv. Da seht ihr auch, was Penny drauf hat. Junge, Penny so stark aktuell. Da Anita nochmal rangeschlichen. Aber wir haben's. Oh, let's go. Ey, schöne letzte Runde. Junge, 4-0, wichtig. Nochmal im Finale hier. Sehr gute Bilanz. Starspieler. Glückwunsch, Herausforderung gewonnen. Da sehen wir es nochmal. 200 Bling. Und natürlich das Spray. Und damit geht's jetzt hier rein. Was bekommen wir jetzt alles? Mit unserem Bling. Mit unserem Pass natürlich auch, was wir alles bekommen haben. Let's go. GG's an meine Mates erstmal. Wir machen zuerst, würde ich sagen, den Trophäenpfad und den Pass. Und dann kommen wir zu Bling. Die letzten zwei Stufen haben wir nicht geschafft. Dementsprechend jammen wir die jetzt einfach auf. Ich meine, 60 Gems für Powerpunkte und vor allem den AT-Skin und noch ein Pinpack ist es auf jeden Fall wert. Auch wenn es natürlich ein bisschen dumm ist, ne? Aber ist egal. Und damit let's go. Also, wir legen los. Wir holen erstmal die Powerpunkte ab. Die sind schon mal extrem wichtig. 1500, am besten so Richtung 2000 Powerpunkte. Die könnten wir dann ausgeben auch für die nächsten Folgen wieder. Dass wir da das maximal aus dem Pass rausgeholt haben. Sogar über 2000. 2500. Als nächstes Münzen. Wir haben jetzt schon mal 5000. Da wäre noch mal einiges besser noch möglich. Wir kriegen noch mal, ich glaube so an die 10.000 können wir sogar rankommen. 8000, auch sehr gut. Okay, weiter geht's. Wir haben erstmal die ganzen AT-Pins. Dann schauen wir, wie die so aussehen. Der klatscht, der ist ganz cool. Was ist der? Der ist wütend wahrscheinlich, genau. Dann haben wir den Weinenden, okay. Nächste Season damit Maisie auch wieder sehr cooler Brawler. Wird auch sehr stark wahrscheinlich werden. Das ist auch cool, okay. Der dreht sich weg. Gibt einen Daumen nach oben. Der ist traurig. Und den finde ich am coolsten. Der ist wirklich mit Abstand der beste Pin.
Okay, jetzt ist noch das Beste aber hier. Noch das Pinpack zuerst, stimmt. 2 8-Bit-Pins, okay. Und damit der blutrote AT-Skin. Der ist halt Real Talk wirklich geil. Echt ein geiler Skin. Plus noch ein Pin dazu, hab ich's gar nicht angeschaut. Und jetzt noch die Chroma-Credits zuerst. Wird, glaube ich, nicht reichen. Wie viele Brawler kriegen wir jetzt, ist die Frage. Wir schaffen doch Safe Bibi, oder? Wir schaffen's, okay. 95. 545. Ah, es wird knapp. Ich glaube, es reicht. 590. 685. 730. 895. Nein. Nein, nein, nein. 920. Oh mein Gott, Alter. Es war jetzt eine witzige Anzeige, oder? Du musst auch gerade mal screenshotten. Jetzt Bibi freischalten. Für einen Gem. Wie geil das eigentlich aussieht. Ey, jetzt ohne Witz. Nur weil das so witzig aussieht, machen wir das einfach, oder? Aber wir machen das mal. Kauf bestätigen, ein Gem. Ja, das müssen wir mal screenshotten. Wie geil ist das denn? Ein Gem einfach. Let's go. Bibi freigeschaltet. Und wir kriegen noch Credits aus dem Pass. Und Bling haben wir auch noch. Bibi, absolut krass. Viele hatten sich auch einen Push gewünscht. Muss man eigentlich auch mal machen demnächst. Und jetzt, super selten. Dynamite oder Tick? Meistens sagen Dynamite. Ich persönlich bin lieber Tick, aber ist in Ordnung. Let's go. Allgemein sind beide aktuell relativ stark sogar. Kriegen wir den noch? Trophäenfahrt. Nicht ganz. 200 Credits, aber ist schon mal ordentlich. Safe in der nächsten Folge. Okay, jetzt wird's spannend. Passt auf. Lol. Okay, Sekunde. Das müssen wir eigentlich mitnehmen, oder? Ja, die müssen wir noch mitnehmen. Das ist auch vielfacher Value. Wir kriegen nochmal 1000 Münzen. Wir kriegen nochmal 500 Powerpunkte. Und wir kriegen nochmal 1000 Münzen und nochmal 500 Powerpunkte. Das war nochmal wichtig. Auch für die nächsten Folgen, schon mal für die Upgrades. Jetzt aber. Was kostet so ein, also erstmal Beispiel, legendärer Skin? Geht, glaube ich, nicht. Stimmt. Epische Skins. Was würde so ein... Den Bibi-Skin haben wir gerade freigeschaltet. Geht auch nicht mit... Bling. Doch. Ah, okay. Wieso geht der Bibi-Skin nicht? Der ist, glaube ich, noch zu neu. Also Bazette würde zum Beispiel jetzt 5000 Bling kosten. Also die epischen scheinen 5000 Bling zu kosten. Okay, also epische können wir uns schon mal nicht leisten. Wir haben jetzt nochmal als Info, wir haben 1800 Bling. Super seltene. Sagen wir, was ist cool? Hey, lol, der Captain Crow, der würde gehen? Nein, 2750 Bling. Das ist wirklich machbar. Okay, jetzt seltene. Boah, die sind schon ziemlich hässlich, sage ich ehrlich. Gibt's da irgendeinen, der für euch raussticht, der cool ist? Ey, ohne Witz, ich glaube, ich sehe es auch so. Okay, Gray oder AT-Skin? Das sind wirklich die beiden. Ich glaube, der Gray-Skin ist wirklich cool für. Nee, ich muss erst Static Keith Gray freischalten, Leute, geht nicht. Den Gray-Skin können wir nicht holen, obwohl er hier, warum auch immer, farbig ist, keine Ahnung. Aber wir können hier den Gesetzeshüter AT einfach mal kaufen. Für 1000 Bling. Und ich meine, wir haben gar nicht gefarmt oder gespart bisher. Das ist echt schon cool. Die ersten 50 Trophäen Solo-Showdown mit Fang. Wenn wir verlieren, muss ich Skins kaufen. Ich denke, das ist möglich. Guter Spawn auch schon mal. Let's go. Ja, die laufen hier auch easy rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, alles gut. Und jetzt die Ult. Ja, ich liebe Fang. Ich liebe ihn einfach. Schaut euch an. Noch ein Stun oben drauf. Jawohl. Das war die erste Runde. Die ersten 10 Trophäen, noch viermal gewinnen und noch viele Quests auf einmal. Schaut es euch an. Die erste Quest und die erste Challenge haben wir überstanden. Kriegen noch ein Spieler-Icon und da... Wo kommen die Trophäen rein? Die kommen nicht rein. Einfach verbuggt. Wir müssen uns noch den neuen Brawl Pass kaufen. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, gerne Creator-Code Jonas im Shop eintragen. Vielen Dank, ist völlig kostenlos. Und wir holen uns direkt die plus 5 Stufen eigentlich. Ja. Kauf war erfolgreich. Wir haben auf jeden Fall einiges zum Aufmachen. Okay, jetzt ein guter Brawler für Brawl Ball, bitte. Stu wird schwer. Power 1. Okay, den machen wir zumindest mal auf Power 7 hoch. Ich will jetzt nicht völlig übertreiben. Aber Power 7 ist, denke ich, schon mal sehr wichtig. Und dazu das Durchbruch-Gadget, mit dem wir Wände durchstoßen können. Das wird wichtig werden. Die zweite Challenge. Wir müssen mit random Teammates hier gewinnen. In Brawl Ball. Wenn wir einmal verlieren, dann müssen wir einen Skin kaufen. Auf geht's. Aber es sieht schon mal gut aus. 1-0. Digga, was machen... Was? Wie kann... Was? Ja, also eigentlich können wir jetzt hier ganz entspannt offensiv gehen. Ja, ich muss dazu, glaube ich, nichts sagen, oder? Junge, du bist eine Bee. Hör auf, da reinzulaufen. Ah, wir haben gewonnen. Okay, alles gut. Pass den Ball zu mir. Pass den Ball. Nein. Ja, Ball ist da. Ball ist drin. Nein. Na, was? Leute, das ist nicht zu fassen. Wir müssen den ersten Skin hier aus dem Shop kaufen. Mal schauen. Zufällige Zahl zwischen 1 und 6. Okay, meine Freundin sagt 4. Das heißt, der Boxer ist der Skin. 69 Gems. Das geht ja noch in Ordnung. Nehmen wir mit. Erster los. Das tut weh. Das ist echt ein Joke jetzt. Oder ich muss ihn irgendwie ausschalten. Komm. Jetzt mal Mate zurück, bitte. Mach jetzt keinen Scheiß, bitte. 12 Sekunden. Er läuft nie mit. Ah, ich weiß nicht. Er muss es aber halt machen. Ja, er macht das gut. Er macht das gerade. Oh mein Gott, Gadget auch gut gedrückt. Jetzt lauf weg. Wir können das echt gewinnen. Schau, ey, der ist krass. Er dodgt hier nochmal. Er kriegt das hier nochmal raus irgendwie. Oh mein Gott, Leute, das könnte tatsächlich irgendwie reichen. Eine Sekunde, was? Wie? WTF, wie habe ich das gewonnen? Hä? Wir haben gerade eben auch gewonnen, aber ich weiß nicht, ne? Aber die Deutschen sind hier wieder ganz gut.
Kein Respawn, diesmal schade. Ich wusste, dass ich Profi nicht vertrauen kann. Er ist nur gestorben. Das ist der neue Skin hier im Shop. Böse Königin Pam. Oh je, mal schauen. Okay, zufällige Zahl 2-4 von meiner Freundin. World Champion Gus. Ist ein ziemlich nicer Skin. Er kann schon teuer werden heute, ne? Zahl 1 bis 6 wieder. Nummer 6. Oh, ich hab keine 6. Ich hab nur 1 bis 5 zum Glück. 1 bis 5. Mann, als ob du 5 jetzt sagst. Das ist die böse Königin Pam. 269 Gems. Willst du... Shit. Willst du mich verarschen? Das ist der dritte Skin schon, ne? Nicht gut, ich muss besser spielen. Und der nächste Win. Denn damit haben wir den nächsten Rang und vor allem auch die Dual-Shodan-Quest geschafft. 500 Marken. Und damit haben wir die Trophäenfahrtbelohnung 7759. Und damit fehlen uns noch 100 Trophäen, aber wir haben nur noch 2 Leben. 7901 Powerpunkte holen wir uns. Schaut es euch an. Da sind die Credits. Aber 100 Trophäen, Alter. Wie soll ich das denn schaffen? Dafür müssen wir jetzt mit Gas 21 Kills machen. Denn dann haben wir die Duelle-Quest erledigt. Und das die Gas-Quest erledigt. Und das sieht schon mal ziemlich gut aus. Der erste Kill. Oh mein Gott. Und das erste Duell gewonnen. Und hier seht ihr es nochmal. Wir brauchen noch 18 Kills, also 6 Runden. Digga. Okay, Nummer 2. Oh je, Basette ist abgeschnitten, sehe ich gerade. Mal wieder sehr geil. Okay, wir kaufen uns ein Horn Ritter Barley. 9 von 10 Skins. Zumindest, wenn ich nicht falsch liegen sollte. Ein Platz. Wir haben den ersten Cube. Das ist die entscheidende Runde. Nein! Die Willow hat den Surge gekillt. Und ihr wisst, was es heißt. Wir sind in Showdown, Leute. Und das sieht richtig gut aus. Wir können es hier auch gut wehren. Wir sollten es am besten die Willow nicht so nah an unseren... Oh, nee. Sie kriegt den gut raus. Sie kriegt den gut raus. Aber... Das gibt's nicht. Wir haben es wirklich geschafft. Wie knapp. Wieso ist das so knapp gewesen? Plus 10 Trophäen, Platz 1. Und damit kann es losgehen. Wir haben... Ja, wir haben es geschafft. Da sehen wir es nochmal. 20 Trophäen. Wow. Oh mein Gott. 8000. Okay, wir gehen zuerst in den Brawl Pass. Auf jeden Fall eine Menge extra Aufwand, hier noch eine Challenge draus zu machen. Da habe ich auch extra ein bisschen überlegt, wie ich es spannend machen kann. Und ich muss ehrlich sagen, es war deutlich schwieriger, ne? Mit random Teammates und Skins kaufen und Leben und so. Aber jetzt können wir alles hier ausgeben. Wir kriegen eine Menge an Münzen. Wir haben... Eine Menge an Credits. Vor allem ist jetzt die Frage, wie viele Brawler werden wir freischalten? Okay, wir... Oh, genau. Erstmal die Powerpunkte. 1700. 1900. Dann gehen wir jetzt in den Bling und... Oh, wir haben auch Bling. Stimmt, das ist cool. Powerpunkte gehen wir auf die ungefähr 3000 hoch, würde ich mal schätzen, ne? Das ist super wichtig. Haben wir eine Menge heute ausgegeben. Also wieder ein super wichtiger Fortschritt auch für den Account. Bling auf Stufe 1, 2750. Das ist eine ganze Menge dafür, dass wir jetzt hier nichts extra ausgeben müssen. Und nochmal 1600 Bling obendrauf. So, und jetzt zuerst, bevor wir zu den Credits... Das sind so viele Credits, das ist jetzt schon krass. Erstmal die Chroma-Credits. 60 und 40. 310. Leider nicht nochmal ganz. Wir sehen hier, das sind die ganzen Brawler, die wir noch freischalten können. Eine ganze Menge. Otis ist sehr, sehr stark aktuell. Lola ist auch sehr stark. Echt der beste Tank aktuell. Es gibt viele Brawler, die nice sind. Und damit legen wir los. 95 Credits zuerst. Und wir werden jetzt schon den ersten Brawler freischalten. Was ist das für eine Folge? Er galt lange als in einer Mine verschollen. Doch nun ist der verrückte Dynamike zurück und er will immer noch alles in die Luft jagen. Oha. Und als nächstes haben wir einen mythischen Brawler. Okay, jetzt natürlich super schwierig. Gene, Byron, Mr. P oder Squeak? Gene war mein erster 1000er Brawler. Mr. P mein erster Rang 35er. Squeak ist auch nice, Byron aktuell nicht so stark. Ich wanke so ein bisschen zwischen Squeak und Mr. P vor allem. Ich gehe jetzt mal mit Mr. P. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wen ihr am liebsten natürlich sehen wollt. Außer wir schaffen ihn jetzt schon direkt freizuschalten. Das ist die große Frage. 45, nochmal 45. 95. Nochmal 45, nochmal 95 und wir gehen halt jetzt wirklich schon auf 475 Credits hoch. Und damit kommen wir zur Trophäenfahrtbelohnung, die krasseste Belohnung im Trophäenfahrt, die es im Spiel gibt. In 3, 2, 1, go, da sehen wir es. 920 Credits sind es, also fast 1000 Stück auf einmal bei 8000 Trophäen. Gerade nochmal hier screenshotten und damit holen wir das Ganze ab in 3, 2, 1, go. Was eine heftige Belohnung. Fast Mr. P freigeschaltet. Ich hatte die Aufnahme gerade beendet und dann ist das passiert. Also gut, das ist jetzt nichts Besonderes, aber passt auf. Ich bin in den Shop gegangen und wir haben einfach mal das hier. Hä? Wir haben, ich habe es noch nie gesehen, hier gerade mal screenshotten. Also erstmal die ersten drei Angebote, ne? Die kaufen wir uns direkt. Wie immer, nicht vergessen, wer nämlich supporten wollt, Raider-Code Jojonas natürlich, völlig kostenlos. 1000 Münzen zuerst. Gut, die sind jetzt, darum geht es mir jetzt nicht, ne? Aber hier, die Angebote werden natürlich trotzdem mitgenommen. Powerpunkte, auch super guter Value. Das sind ganz normale Angebote. Aber das hier habe ich noch nie gesehen. Wir sehen es hier gerade nochmal. Es ist ein 8000 Trophäen-Fahrradangebot. Also dafür, dass wir die 8000 Trophäen erreicht haben, kriegen wir ein exklusives Angebot. Geil, nehme ich mit. 30% Rabatt ist jetzt nicht ultra krass, sage ich ehrlich. Aber ist geil, habe ich jetzt noch nie gesehen. Und kriegen wir damit Max? Mr. P kriegt... Das ist geil. Deshalb könnt ihr natürlich nicht abstimmen, welchen Brawler wir nehmen sollen. Ich hoffe, jetzt Mr. P ist einverstanden, aber... Ey, das ist geil. Und als nächstes haben wir einen epischen Brawler. Okay, was kriegen wir jetzt?
Junge, Vierer-Auswahl. Dafür müssen wir heute 10 verschiedene Brawler-Quests schaffen, aber wenn wir einmal verlieren oder einmal nicht Erster in Solo-Showdown werden, müssen wir die Quest abbrechen. Jedes Mal, wenn wir verlieren, müssen wir dazu einen zufälligen Gegenstand kaufen. Und wenn wir das Ganze nicht schaffen, müssen wir am Ende einfach mal unser komplettes Bling für den hässlichsten Skin ausgeben. Wenn wir aber gewinnen, dürfen wir den kompletten Brawl Pass durchkaufen. Aber für die erste Quest haben wir heute alle gegen einen als Special. Dafür darf ich mir den ersten Brawler aussuchen. Wen nehmen wir am besten? Leon. Nein, wir sind direkt Riesenbrawler. Ich fasse es nicht. Okay, jetzt wird's krass. Passt auf. Wir spielen gegen zwei Hanks und wenn wir mit Leon verlieren, dann sind wir direkt raus. Oh Gott, okay. Oh je. Ich will nicht direkt Leon verkacken. Ich will die Quest schaffen. Komm, wo bleiben die? Zwei Hanks sind halt echt bitter. Ich weiß nicht, was sie machen, aber irgendwie findet er mich gar nicht. Er kommt. Was? Okay, jetzt muss ich aufpassen. Das ist nicht gut. Das ist... Okay, wir gehen nach oben. Der eine Hank scheint AFK zu sein. Wir gehen wieder nach unten und killen den Gas erstmal. Und machen es unsichtbar. Die checken es nicht. Die denken, ich bin da nicht mehr. Ja. Was? Nein. Oh mein Gott. Okay, alles gut. Leute, die erste Runde. Komm, wir müssen direkt gewinnen. Sehr, sehr gut. Okay, gleich, wir haben gleich die nächste Ult. Wir ziehen jetzt nach oben schnell. Das ist egal. Wir machen es wieder unsichtbar und gehen wieder nach unten. Was? Never. Shit. Wir haben die mich nicht gesehen. Wie geil ist die erste Runde? Okay, jetzt hier. Jetzt killen wir im 1 gegen 1 die Lola schnell. Oh mein Gott, wir haben immer noch so lange zu überleben. Das ist zu schwierig. Okay, ich gehe jetzt einfach hier hin. Und ich verarsche die jetzt einfach und... Nein! Okay. Hoffentlich sind wir in der nächsten Runde nicht wieder Riesenbrawler, weil Riesenbrawler ist echt, vor allem gegen die ganzen Hanks, extrem schwierig. Wir brauchen so schnell es geht jetzt die Ult. Okay, nächste Ult. Der sieht mich leider. Der hat mich, glaube ich, gesehen. Okay, ich muss jetzt killen. Oh mein Gott, das ist so intens. Die ersten 2 Minuten. Wir gehen nach oben. Und wir gehen wieder nach unten. War, glaube ich, nächstes Mal. Egal. Müssen erstmal killen jetzt. Okay, neuer Plan. Wir gehen wieder unsichtbar. Und gehen dahin. Checken gar nichts. Schaut sich an. Wir könnten jetzt überall sein, gefühlt. Oh mein Gott. Ja, daneben. Let's go. Wir gehen hier lang. Komm. Wir haben es gleich geschafft. Oh mein Gott, wir haben noch 30.000 Leben. Das ist nicht mehr so viel. Wir müssen es ein bisschen nach unten auch schießen am besten. Am besten vor allem die Ult immer aufladen. Oh mein Gott. 10 Sekunden. Oh mein Gott. 9. Wir gehen nach oben. Otis Schaden. 5 Sekunden. Nein. Das ist ganz knapp nochmal. Wir schaffen es. Let's go. Ja, der erste Win und wir sind drin mit Leon. Okay, nach diesem epischen Auftakt gehen wir erstmal in den Shop, denn da haben wir ein neues Spray, das wir kostenlos bekommen. Und noch das Angebot, das kriegen wir kostenlos. Schaut euch an. Münzen, Bling, Credits und die Credits für die ersten auch für Spikes. Sehr geil. Und noch ein Checkpot für Münzen. Wie geil ist das denn? Wir haben 21 verschiedene Brawler Quests. Daryl und Ems zählen sogar doppelt. Okay, Zufallszahl... 16 ist es geworden. Edgar! Oh ja, das mag ich. Okay, die entscheidende Runde. Wir müssen einfach Platz 1 werden. Da ist eine Belle. Das juckt uns eigentlich gar nicht. Wir können hier eigentlich direkt... Am besten die Belle erstmal holen. Genau, let's go. Und direkt die ersten 4 Cubes hier direkt um die Ecke. Das ist sehr gut. Der erste Kill. Es sieht sehr gut aus. Wer hat die Mitte? Da ist auch noch ein Bass. Hat irgendwer die Mitte? Nein. Oh mein Gott. Wenn wir jetzt die Mitte kriegen, haben wir es eigentlich geschafft. Und wir kriegen die Mitte. Okay, der hat 4 Cubes. Er kann uns schon killen, wenn er es gut macht. Aber wir springen drüber und wir haben ihn. 80 Trophäen, Rang 7 erreicht. Und wir sehen es hier. Das ging wirklich gut. Trotz Power 1. Oh, wir kriegen noch Bling. Geil. Danke. Nein. Ich bin so lost. Der erste Brawler, der scheitert. Sehr schade. Hätte ich besser spielen können. Wir müssen das erste Item kaufen. Wir werden blind einen Brawler und haben Edgar. Zufälliger Gegenstand ist Nummer 12 und das heißt, diesen Pin hier. Das ist eigentlich ein ganz cooler Pin. Ich kriege nochmal Powerpunkte, by the way. Nächster zufälliger Brawler, wir haben Search. Und bekommen diesen Herzpin. Den gibt es auch noch nicht. Dann machen wir den nächsten. Nee, dann den davor halt. Okay, nicht so cool. Okay, shit. So gut angefangen und ich habe nicht mal schlecht gespielt. Was soll ich machen? Egal, zufälliger Brawler. Mr. P. Was Gutes. 4. Oh, ein Skin. Immerhin. Mr. Fly für 79 Gems. Wir müssen jetzt gewinnen. Die entscheidende Quest ist Nummer 12. B. Gewinne 8-mal. Let's go. Die letzte Chance für heute. Wir haben auch wirklich echt Pech gehabt. Das Ding ist, es ist nicht unmöglich, die Challenge, die wir machen. Wir haben die ganze Zeit halt diese 8 Siegesquests bekommen, die halt wirklich hart sind, die auch lange dauern. Und ja, die fast unmöglich sind, Flawless zu gewinnen. Schöner erster Kill hier schon mal. Und ja, mal schauen, wie es hier laufen wird. Wir haben auch ein Hank im Team. Mal schauen. Vor Nummer 1. Wir haben bisher sehr, sehr gut Kills gemacht. Okay, jetzt hier einfach einen schönen Slow treffen. Vor allem Hank, wunderbar. Der ist schon mal raus. Treffen auch hier den Stu perfekt. Und nehmen auch noch Mandy raus. Okay, jetzt hier schnell nach vorne gehen und dann sollten wir hoffentlich diesen Win haben. Ja, da ist aber noch Hank im Weg, natürlich.
Aber eigentlich können wir den easy killen zu zweit. Jawohl, sehr schön. Mandy, nee, geht nicht heraus. So, und jetzt aber. Junge, Leon, falsche Richtung. Lauf rein jetzt. Lauf rein. Okay, wir haben nur eine Chance eigentlich. Wir müssen jetzt hier. Oh Gott, ich darf jetzt auch nicht sterben natürlich in der Situation. Oh ja! Okay, sehr gut. Wir sind gestorben, haben auch einen Kill mitgenommen. Oh, warte. Nein! Digga, er hat einfach den Ball. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hier nochmal die Stats, was soll ich sagen? Meister Schaden, meiste Kills, am wenigsten gestorben von allen. Immerhin die Passen-Quest erledigt. 46 Trophäen, wir sind insgesamt übrigens 300 Trophäen gepusht. Das ist natürlich schon nice. Okay, kommen wir zur Bestrafung. 5000 Bling. Okay, welche seltener ist das erstmal? Ich glaube, ja, okay. Okay, was ist jetzt so der hässlichste Skin? Oh Gott. Ist Coach Mike da drin? Ich meine, als Vergleich jetzt. Dino Leon ist super selten und kostet nur die Hälfte. Okay, ich scroll nochmal ein bisschen durch und den finden viele auch nichts. Okay, den kriege ich eh nur für Gems, sehe ich gerade. Ansonsten sehe ich jetzt nicht wirklich Skins. Ich glaube, diese PSG und Coach Mike sind schon ziemlich am hässlichsten, finde ich persönlich, glaube ich. Ja, ich glaube wirklich, wir finden nichts Besseres, nichts Schlechteres. Ja, dementsprechend Coach Mike. Schreibt eure ehrliche Meinung in die Kommentare. Findet ihr den auch so schlecht? Ich meine, gerade für den Preis natürlich, ne? Ich meine, er ist nicht so schlecht, aber für 5000 Bling, das schmerzt schon. Das ist schon echt eine ganze Menge Bling. Dafür müsste ich sehr viele Saisonbelohnungen spielen. Der Skin ist schon echt low, gerade für einen epischen Skin. Dino Leon ist viel besser als Vergleich, naja. Aber jetzt geht es los. Willkommen zu unserem, ich glaube, zweiten legendären Brawler auf dem Account, ne? Münzen erstmal abholen und ja, wir werden auch bald dann die 9000 Trophäenbelohnung wieder kriegen. Vielleicht in der nächsten Folge schon. Ich meine, so viel ist es. Ja, ist schon noch ein Stück, aber kriegen wir hin. Und wie viele Stufen haben wir geschafft? Eine Stufe vor Maisie. Naja, für die nächste Folge wird es nice werden. Heute kriegen wir ja dafür den ersten legendären Brawler wieder. Das heißt, zuerst haben wir jetzt hier Powerpunkte und auch Münzen. Wir haben das Leon Spray, das kennt ihr vielleicht schon, das ist auch cool. Dann haben wir weitere Powerpunkte. Vielleicht kriegen wir wieder so 4000 Powerpunkte zusammen. Wir haben jetzt 2,5, 2,7, 2,8, 3000, 3,2 ist in Ordnung. Okay, wie viele Münzen haben wir? 900 nur noch. Dann nehmen wir die mit. 300, dann haben wir so 1000. Und dann haben wir so 2000 Münzen. Das ist nicht schlecht, schon mal wieder zurückzukriegen. 20 Gems kriegen wir immerhin auch zurück. Das ist auch sehr nice. Und wir haben noch nicht ganz den nächsten chromatischen. 375 von 500. Okay, auf geht's. Aber wir kriegen sogar nochmal 40 Chroma Credits. Achso. Ah, wir haben lost. Dann haben wir es schon fast geschafft. Uns fehlen dann nur noch 45. Also, ja, passt. Passt. Okay, auf geht's. Wir haben Credits. Wieder Credits. Nochmal einige Credits. 45, 95 und damit über 425 Credits gesammelt. Da die Gems für den Account wieder bald leer sind, gehen wir mal wieder hier zu den Gems. Wie immer, nicht vergessen, Creator-Code Jonas, wenn ihr mich supporten wollt. Und damit laden wir das größte Gem-Angebot auf. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Das ist hier nur für euch, für den Content und durch euch ermöglicht. Vielen Dank. Let's go. 2000 Gems. Los geht's. Und hier sehen wir es nochmal, welchen legendären Brawler wollen wir jetzt freischalten. Wir haben zum einen die Auswahl zwischen Spike, Sandy, Ember oder Meg. Und jeder Brawler hat seine Stärken oder Schwächen. Und so habe ich euch im letzten Video gefragt, welchen Brawler ich freischalten soll. Und wie ihr seht, haben sich die meisten hier für Spike entschieden. Und damit sind wir im Trophäenfahrt. Und wie ihr seht, haben wir noch eine ganze Menge vor uns. Aber heute geht es erstmal um Spike. Den wollen wir natürlich heute freischalten. 621 Gems. Auf geht's in 3, 2, 1 und go. Let's go. Da haben wir Spike. Oh mein Gott, Spike freigeschaltet, auf geht's, let's go, 3 von 7, beginne mit der Freischaltung des Seltenheitsgrads, super selten heißt das, jetzt haben wir es nochmal, da sehen wir, Tick wird der nächste Brawler sein, der ist festgelegt und ja, und Hank könnten wir theoretisch auch sonst im nächsten, wir könnten wechseln, okay, dann schreibt mir wirklich in die Kommentare, sollen wir Hank als nächstes machen oder Tick, ich sag ehrlich, ich glaube, ich wähle schon mal Hank aus, ich denke, die meisten wollen noch Hank sehen, oder, seid ehrlich. Weil ich glaube, Hank ist geil und Hank ist OP, Hank ist ein nicer Tank, deswegen. Damit starten wir rein direkt mit dem neuen Brawl Pass. Wir holen direkt plus 5 Stufen, genau. Und damit ist der Kauf erfolgreich. Nochmal vielen Dank an jeden Einzelnen, der mich auch hier unterstützt. Ja, und wir schauen mal, was wir jetzt hier alles schon mal rausbekommen. Okay, oh mein Gott, okay, das ist schon viel, was wir haben. Wir kriegen erstmal ein paar Gratis-Gems und zwar 30. 20. Okay, wie viele Münzen kriegen wir? Wir haben 1000, dann haben wir 2000, 3000, 4000 und fast 5000 Münzen schon mal. Wir haben auch eine Menge Powerpunkte. Mal schauen, wie viel wir hinkriegen. Ich glaube, wir sind jetzt voll sogar. Dann müssen wir gleich schauen, welchen Brawler wir direkt auf Power 11 bringen wollen. Chroma Credits, 40. Oh mein, nein, es fehlen, doch, es fehlen 5 Stück. Also da werden wir heute safe noch einen Brawler kriegen. Wir haben eine riesen Auswahl. Ja, und da haben wir es schon.
Nice, okay, jetzt die Frage. Colette, Lou, Ruff, Spell, Ash, Lola, Eve, Jeanette, Otis, Sam und Maisie ist zu teuer. Die Entscheidung ist echt schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich gehe tatsächlich mit Otis, weil Otis ist immer ein sehr solider Brawler, er sieht witzig aus und wir sehen immer, Otis ist ein Street-Art-Künstler, der mit seinem Seesternkumpel Jill wahrscheinlich in der Tiefe abhängt. Zusammen sprühen sie Graffiti im ganzen Starpark. Nice. So, Folge gerade ist angefangen, wir haben schon den ersten Brawler und wir kriegen vor allem so viel Bling, was wir auch direkt ausgeben können. 4000. Das ist viel. Oh, noch ein Otis-Spray. Das ist immer sehr geil. Und wir haben so viel Gratis-Stuff. Ihr seht hier, wir haben einen Crow-Spray, ein Spieler-Icon. Und wir haben diese ganzen Pins hier. Die haben wir nämlich bekommen, weil wir Crow schon hatten, den Skin. Und dadurch kriegen wir das alles noch gratis on top. Okay, komm. Was? Okay, wow, das ist viel. Ich sag ehrlich, die Pins brauche ich jetzt nicht wirklich. Aber wir holen uns nochmal das Level-Aufstiegsangebot hier. 3000 Münzen, das ist schon nice. Okay, wir haben jetzt 5000 Bling. Wir warten mal ab, welchen Brawler wir jetzt gleich pushen werden. So, und jetzt zum spannendsten Part. Wir haben nämlich noch eine Menge Credits. Und wir kriegen auch hier Hank, wie ihr sehen könnt. Da sind wir jetzt hier schon bei... Hey, oha, bei über 400 schon. Wie viel direkt zum Anfang, ne? So, Auftakt immer sehr, sehr geil. Den werden wir safe heute kriegen. Schaut sich an. 675, das ist eine ganze Menge. Und ich habe es extra aufgehoben, ihr seht es hier. Wir haben noch im Trophäenpfad alles und ab 9000 holen wir dann alles ab. So, jetzt kann es aber losgehen. 400 Trophäen fehlen uns. Das sind die Brawler, die wir zur Auswahl haben. Und ich muss kurz schauen, was wir am besten nehmen. Okay, ich habe mich entschieden. Wir haben Leon noch auf 0 Trophäen und den werden wir jetzt auf maximales Level bekommen. Das heißt, Power Level 2, Level 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11. Das reicht aus. Wir haben sogar noch ein paar Münzen über. Wir müssen es jetzt nicht alles kaufen, hätte ich gesagt. Aber mal schauen. Als Gadget holen wir uns den Klonprojektor. Damit haben wir uns verdoppelt. Und als Star Power holen wir uns nochmal Heal. Das ist gut. Wir haben kein Gold mehr. Auf geht's. Wir müssen heute 400 Trophäen nach oben pushen. Und dafür müssen wir eine Reihe an Challenges erledigen. Ansonsten gibt es immer wieder Bestrafung oder Belohnung. Ich habe mir ausgedacht, als erstes... Nee, verarsch mich. Als erstes müssen wir 10 Mal in Folge mit Leon gewinnen. Dann hätten wir schon mal 100 Trophäen plus. Und wenn wir das schaffen, dürfen wir uns den besten Skin kaufen. Oder einen krassen Skin aussuchen. Und wenn wir verlieren, müssen wir uns den schlechtesten Skin kaufen, der mir einfällt. Okay, Sekunde mal, das ist gar... Also, ich habe nicht mal aufgepasst. Wie ist das passiert? Ich bin bei 10 geworden. Wir kriegen wenigstens... Wir kriegen 2 Star... Okay, wir kriegen 2 Star Drops an der Stelle. Super selten. Vielleicht wenigstens irgendwas Gutes. Powerpunkte. Aber noch direkt den zweiten Star Drop. Und... Selten. Oh je. Trotzdem, wir sind schon mal bei fast 8700 Trophäen, das ist ordentlich. Ich bin aber offen gesagt schlecht gewesen. Okay, was ist der schlechteste Skin, den ich finde mit Bling? Ey, das ist schon ein bisschen bodenlos, dafür jetzt unser Bling auszugeben. Ja, die Auswahl ist schon echt kacke, ne? Bei seltenen Skins. Oh, der ist eigentlich echt geil, aber den dürfen wir uns nicht holen. Okay, ich gehe, glaube ich, mit Rockstar Cold. Der ist echt absolut unnötig, weil er fast aussieht wie der normale Cold. Und ich finde ihn auch nicht besonders spannend. Geiler Waste für unsere, für unser Bling. Nice. Wir bekommen schon einiges im Trophäenpfad, aber wir sehen hier Powerpunkte, dann haben wir Chroma Credits und nochmal Credits. Ja, das ist schon fast Hank. Geil. Um weiter voranzukommen, brauchen wir jetzt natürlich Quests. Und hier haben wir eine ganze Menge zur Auswahl. Wir gewinnen 5 Kämpfe mit Jackie. Auf geht's. Wir sind mit zufälligen Teammates jetzt in Brawl Ball. Das wird bestimmt nicht leicht werden. Ich weiß nicht, was meine Mates jetzt hier gerade machen, aber irgendwie... Jetzt, Leute, der Ball liegt doch da. Mach den doch an. Digga, du läufst in die falsche Richtung. Neymar Junior, Alter. Okay, okay, gut. Vielleicht doch Neymar. Was war das denn? WTF, wie er die Wand aufgeholtet hat. Okay, ein einziges Swap. Hey, WTF, wie krank war eigentlich der Play gerade mit dem Dings noch? Das war ohne Witz echt strong nochmal. Den ziehen wir nochmal ran und dann, außer er trifft die Ult. Nee, wunderbar, das war lost von ihm. Sehr schön, wir haben es. 5 von 5 Siege geschafft. Wir sehen es hier nochmal und... Lass mich verarschen, uns fehlen 1800 Schaden für die Quests. Komm, dann machen wir wenigstens noch eine Runde, sind wir auch auf 200 Trophäen. Jetzt haben wir es aber... Oh mein Gott, das hat sich sehr gelohnt. Diese eine Runde hat uns 3 Quests gebracht. Okay, das ist sehr, sehr geil. Das bedeutet, wir sind erstmal bei 8727, also noch 270 Trophäen. Und wir gehen erstmal in den Brawl Pass und holen uns dann unsere Challenge-Belohnung ab. Also einmal Münzen, dann haben wir Powerpunkte, dann haben wir... Oh, okay, wir haben schon fast Hank freigeschaltet, WTF. Dann haben wir ein neues Spray, wir haben nochmal Chroma-Credits und... 60 Powerpunkte. Und jetzt in den Shop. Ihr seht es eigentlich schon. Ich würde mir den Skin hier holen. Der ist nämlich auch reduziert. 50%. Ich muss sagen, ich finde ihn nicht so krass. Aber für 39 Gems ist er wieder sehr, sehr günstig. Erzhoken B. Aktuell reduziert. Ja. Er hat den Design-Contest sogar gewonnen, der Skin. Und kriegen noch den Pin dazu. Ich gewinne 8 Kämpfe mit Jesse, Ems oder Edgar. Wir haben Edgar noch Power 1. Das ändern wir jetzt. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Und Gadget können wir uns nicht leisten, oder? Nee. 0 von 8 Siege, auf geht's. Wir zählen die Top 2 als Sieg hier. Und ja, mal schauen, wie es laufen wird. Die Edgar-Quest ist erledigt. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Marken. Die können wir schon mal abholen. Wir sind bei 8.800 Trophäen außerdem. Also noch 200 Trophäen heute. Okay, wir schauen erstmal hier. So, wir kriegen hier Powerpunkte und wir kriegen Münzen. Ist okay. Und damit sind wir jetzt in der entscheidenden Runde für 8.900 Trophäen. Das heißt, wenn wir jetzt Erste mit Leon werden, dann haben wir nur noch 100 Trophäen vor uns. Dann schauen wir uns gleich nochmal an, welche Quests wir sonst noch offen haben. Und ja, hoffentlich gewinnen wir die Runde. Mal schauen. Nee, nicht wieder Ash. Nicht wieder Ash. Das kann jetzt nicht sein. So, jetzt aber, oder? Oh nee, jetzt müssen wir aufpassen. Okay, sehr gut. Und das sieht nach dem nächsten Win aus. Go. Sehr gut. Und damit erreichen wir 8.900 Trophäen. Und wir gehen jetzt rein in 5 Runden Eliminierung. Wenn wir übrigens gewinnen sollten, dann werden wir uns nochmal einen Skin aussuchen dürfen. Endlich, weil bisher hatten wir, glaube ich, jedes Mal verloren, als es um die Skins ging. Also müssen wir jetzt einfach hier nur alles gewinnen. Und das sieht gut aus. Nee. Oh mein Gott, das sieht nicht gut aus. Oh, let's go, der Flächenschaden. 10 zu 5. Noch 3 Kills mit Penny und dann haben wir hier die Penny Quest erledigt. Das sollte möglich sein. Ich meine... Ja, mal schauen. Wenn wir die Runde jetzt gewinnen, dann haben wir es wirklich geschafft. Dann haben wir 5 von 5 Runden gewonnen und dürfen uns nochmal einen Skin aussuchen. Und die 9000 können kommen. Nächster Kill. Jetzt holen wir auf. Jetzt holen wir... Also, was heißt, wir holen auf? Wir gehen in Führung sogar hier deutlich. Jawohl. Gegner stark zurückgedrängt. Ihr seht es hier. Oh mein Gott. Let's go. Ein Kill. Ganz souveräne Leistung am Ende noch. Wir finishen das Ganze. Oder der Crow. Und damit 5-mal gespielt. 5-mal gewonnen. Auch die Eliminierungsquest erledigt. Oh mein Gott. 8.944. Wir kriegen erstmal die nächsten 2 Stufen. Wir kriegen zum einen Powerpunkte und zum anderen Münzen. Wir holen uns den letzten Kill. Plus 10 Trophäen. Okay, wir brauchen noch 4 Kills. Das wäre das perfekte Ende, wenn wir es jetzt schaffen würden. Komm, 4 Kills, 8 Trophäen. 2 Kills noch. Und als ob die Mitte noch frei ist. Das ist Wahnsinn. Jetzt können wir einfach reinjumpen und den auch noch killen. Wir schaffen das. Wir müssen nur noch einen killen. Haben wir 9000 und die Quest direkt geschafft. Dafür müssen wir irgendwie jetzt hier aber an Barley rankommen. Nee, das wird nichts. Vor allem, wenn wir uns so ein bisschen langsam ransneaken. Ich habe mir 10 Kills. Jawohl. Er ist dann auf Platz 1. Und der letzte Gegner ist Jesse. So beenden wir das Ganze. Wow. Hat perfekt hingehauen. Platz 1. Wir machen die Kamera nochmal aus kurz und wir sehen die Quest. Plus 500 Marken. Und das bedeutet, es hat perfekt gepasst. 9000 Trophäen. Und damit geht es los. Also. Wir gehen direkt in den Dings, in den Brawl Pass. Und dann öffnen wir alles von 8 bis 9000 Trophäen. Und wir haben zuerst mal 45 Credits. Und damit schalten wir schon direkt Hank frei. Und das ist der perfekte Auftakt. Hank schon mal direkt. Der zweite neue Brawler heute. Es sind so viele wieder. Hank ist ein Tank, steht dabei. Kompensiert er etwas? Selten ist Hank außerhalb seines übergroßen Panzers anzutreffen. Aha, okay. Und dann haben wir Tick als nächsten. 25, 430 Credits. Okay. Ich schaue erstmal in den Shop. Wir haben... Nein, wir haben... Was? Oh mein Gott. Was? Das sind 1900 Credits. Das ist gut. Es ist gerade nicht so krass. Ich muss einmal kurz screenshotten. Als ob die so ein fettes Trophäenpad-Angebot reingehauen haben. 30% weniger. Okay, dann beginnen wir aber erstmal. Das wird krank. Wir werden so viel freischalten. Was? 1900 war das bei den anderen auch so viel. Ich schau kurz mal nach. 8000 Trophäen hatten wir nur die Hälfte an Credits tatsächlich bekommen im Angebot. Also das ist echt eine fette Überraschung. Warum auch immer die das so groß immer erhöhen. Das ist echt heftig. Wir legen los. 150 Powerpunkte erstmal. Ist in Ordnung. Dann haben wir auf 8400 Trophäen bekommen wir 250 Münzen. Nimmt man mit, ne? Würde ich sagen. Jetzt ist es interessanter. Auf 8500 Trophäen gibt es 200 Credits. Ich scroll schon ein bisschen rüber, um jetzt hier nicht zu spoilern. Wir haben 320 Münzen. Für 8900 Trophäen kriegen wir 50 Powerpunkte. Und jetzt die große Frage. Was bekommen wir für 9000 Trophäen als Belohnung? Und die Antwort ist 120 Credits. Das ist kein Witz. Warum kriegt man 120 Credits für 9000 Trophäen? Für 8000 Trophäen haben wir 920, haben wir das Achtfache bekommen an Credits. Mit Abstand die schlechteste Credits-Belohnung wird einfach ausgeglichen durch das Angebot. Was eine übertrieben kranke Überraschung. Hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ich meine, ja, ich dachte halt eher so, wir holen halt das Angebot ab und ja, keine Ahnung, ist halt ein bisschen enttäuschend. Und dann kommt das in den Shop. Also das ist wirklich unfassbar. Okay, würde ich sagen, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr ganz rechts im Shop Creator-Code Jonas eintragen. Wenn ihr euch irgendwas kauft, und dann würde ich sagen, ja, wir holen uns einmal hier das Credits-Angebot. Und jetzt die Frage, was bekommen wir für 1900 Credits? Wir kriegen erstmal Tick direkt, das ist schon klar. Und wir haben noch einen epischen. Und den werden wir auch direkt bekommen. Und wir haben eine Vierer-Auswahl. Okay, Piper, Grom, Nani oder Bonnie. Dann haben wir heute 4 Brawler schon freigeschaltet. Das ist echt krank für die eine Folge. Und wir haben ja nicht irgendwie krass reingepayt. Boah, ist schwer zu sagen. Ich kann euch jetzt leider nicht fragen, weil wir es auch direkt freischalten müssen. Und ich denke, ich hoffe...
Ihr sitzt genauso. Gehen wir mit Grom? Nein. Wir gehen auch nicht mit Nani, auch nicht mit Bonnie. Wir gehen mit Piper. Ich finde Piper nice. Wir gehen mit Piper. Und die haben wir instant freigeschaltet. Ansonsten würde ich dich normalerweise in den Kommentaren fragen. Und mythisch. Sogar noch ein mythischer Brawler zur Auswahl. Eine Vierer-Auswahl nochmal. Wir sind schon jetzt auf einem neuen Rekord. Und zwar 9150 Trophäen. Also wieder ein gutes Stück vorangekommen. Das heißt, ich denke, nächste Folge werden wir auf jeden Fall die 10.000 knacken. Ich weiß nicht, was für Credits-Belohnung wir kriegen. Ich lasse mich jetzt mal nicht spoilern. Wir gehen auf den Brawl Pass und ja, ihr seht, ich habe wirklich einiges gespielt. Nebenbei scheinbar auch eine Menge Quests erledigt. Habe ich nicht mehr bewusst gemacht. Das heißt, wir gehen direkt los. Und ja, ihr seht halt hier schon die Auswahl, ne? Das wird absolut geil werden. Ich habe jetzt erstmal Jean ausgewählt. Ich muss am Ende nochmal überlegen, was wir da am besten nehmen. So, dann haben wir jetzt hier Münzen. Oh, Cordelius, wir haben direkt auch einen neuen Brawler in die Folge. Wir haben vor allem jetzt erstmal hier die Powerpunkte ein. Das heißt, ja, so an die 3.000 kommen wir schon mal ran, denke ich. So 2.600. Oh, nee, das war's schon. Aber wir kriegen Chroma Credits. Also chromatische. Das war es leider auch wieder. Nee, das war es noch nicht. Wir haben schon mal 215. So, und hier sehen wir die Auswahl, ne? Also wir können da wirklich zwischen einer... Boah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, glaube ich. 10 Brawler. Crazy. Aber dahin müssen wir noch ein bisschen sparen. Und jetzt aktuell sind wir erstmal bei 1000 und... 110 Credits. Und damit kommen wir zu Cordelius. Der allererste Brawler für heute. Das ist halt echt... Der Brawler ist absolut krank. Gärtner des verzauberten Waldes, liebt Pilze und hasst Eindringlinge. Der neunte Brawler, neunte chromatische Brawler. Leider wurde er schon verschlechtert, ist inzwischen nicht mehr ganz so stark, aber immer noch ein solider Brawler. Oh, in den Shop kriegen wir... Okay, das ist krank. Das ist wirklich krass. Okay, ich würde sagen, ein Angebot dürfen wir uns mal aussuchen. Ich meine, da ist schon eine ganze Menge dabei. Vor allem Münzen, Powerpunkte sind eigentlich immer ganz geil. Den Skin brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay, passt auf, ich bin smart. Also wie immer erstmal, wenn ihr mich supporten wollt, ganz rechts mit Creator-Code Jonas im Shop. Vielen Dank für den Support. Und das hier kaufen wir uns. Das sind 80 Gems und dieser komische Pin. So, und jetzt passt auf, wir haben jetzt diesen komischen Pin bekommen und haben jetzt nämlich 3000 Münzen, die wir uns für die 80 Gems kaufen können. Also haben wir eigentlich direkt zwei Angebote halt in einem bekommen. Und die 3000 Münzen sind halt sehr wichtig auf Dauer. Ja, ziemlich einfache Regel. Wir müssen jedes Mal Erster werden. Und wie ihr wisst, ist das nicht gerade unbedingt leicht. Es kommt immer drauf an, wie krass man angegriffen wird und so weiter. Dann hätten wir schon mal die erste Runde geschafft, die erste Quest vor allem auch geschafft. Und ja, mal schauen, was wir dann schon mal im Pass alles bekommen. Und das Krasse bei den Quests ist halt folgendes. Passt auf, wir haben mal direkt wieder eine ganze Reihe, wie ihr seht. Achtung, und zwar 6 Fortschritte von den Quests. Ne? Mr. P vor allem 5 Kämpfe, Schaden machen und vieles mehr. Okay, auf geht's. Wenn wir jetzt hier gewinnen, haben wir schon mal den ersten Teil vom Opening heute, in dem wir eine ganze Menge an Belohnungen hoffentlich kriegen. Ich meine, wir sollten schon eine Menge freischalten. Dafür müssen wir jetzt aber auch gewinnen, ne? Um das Ganze hier zu schaffen. Oh je, aus dem Nichts. Müssen ein bisschen aufpassen. Ist halt auch schwierig. Hat er den Cube genommen? Es ist unfassbar. Sekunde, wir machen so. Ja, wir können sie immer nur einmal hitten, irgendwie gerade. Ja, ein bisschen lucky, dass sie so lost war. Also, Platz 1 wird es doch nicht so leicht werden, wie ich es mir gedacht habe. Es ist auch noch Bass hier am Start. Keine Ahnung, was jetzt hier los ist, aber es, okay, das haben wir im Griff. So, AT ist jetzt hier auch. Wir haben jetzt vor allem zum ersten Mal unsere Station. Die wird jetzt aber halt. Oh, jetzt müssen wir echt aufpassen. Die wird halt nicht allzu viel machen können. Ja, und das haben wir jetzt eigentlich locker. Also, den Bull. Ja, haben wir getroffen. Und noch 2 Gegner trennen uns jetzt hier. Raid wird jetzt hier 1 gegen 1. Und ja, ein bisschen müssen wir aufpassen. Der läuft jetzt hier nochmal weg, leider. Nochmal getroffen. Und jetzt sollten wir eigentlich... Okay, es war ein bisschen arg riskant gespielt. Ups. Aber jetzt sollten wir eigentlich gewinnen. Vor allem der Pinguin hilft uns jetzt auch nochmal. Jawohl. Und der letzte Gegner heißt... Ich glaube, es war ein AT. Ja, der hat uns vorhin sogar ziemlich gut getroffen. Jetzt können wir uns so ein bisschen rächen. Und ja, die Siege waren echt relativ einfach. Das heißt, 3 Quests, 4 Quests abgeschlossen. Und wir brauchen halt noch einen Sieg. Und dann kriegen wir noch die andere Showdown-Quest sogar. Ja, und dann auch die letzte Showdown-Quest schon mal geschafft. Und ich glaube mal, wir kriegen 2 Start-Offs normalerweise jetzt auf einmal, denke ich. Also selten. Wenn wir das Glück haben, einen legendären kriegen wir es sehr geil. Episch. Episch. Nee, schade. Erstmal einen epischen, okay. Und wir kriegen Markenverdoppler, naja. Und wir kriegen wirklich noch einen zweiten. Und zwar vielleicht wenigstens einen super seltenen. Ja, okay. Und letzter... Super selten. Hätte ich nicht sagen sollen. Naja, okay, Powerpunkte ist auch gut. Damit die ersten 50 Trophäen schon mal. Das ist echt eine ganze Menge für die allererste Quest heute. Wir haben noch einen weiteren dritten Startup übrig. Und jetzt ist eher die Frage, wie weit wir jetzt hier im Pass gekommen sind. Oh mein Gott. Alter, 4 Stufen nochmal direkt on top. Das ist sogar ziemlich geil. Das heißt, wir haben zum einen den einen Cordelius-Pin. Dann haben wir noch so einen Daumen hoch Cordelius-Pin. Cool. Dann haben wir nochmal Münzen und Powerpunkte nochmal 185. 40 Chroma-Credits kriegen wir auch. Das heißt, wir haben die Hälfte für den nächsten chromatischen Brawler schon mal. Dann haben wir nochmal 10 Gems. Und jetzt natürlich das Interessanteste zum Schluss. Wir haben einmal 70 Credits und nochmal 45 Credits. Das heißt 1200 von 1900. Und die meisten Quests kommen noch. Jetzt die Frage. Wir haben aktuell, nämlich diese Challenge habe ich gesehen. Da können wir nochmal 50 Credits holen für nur 2 Siege. Oh, Sekunde. Wir können einfach nach vorne dashen und... Oh.
Nice. Ja, das ging deutlich schneller als gerade eben. Geil. Wir sind Starspieler sogar mit 2 Kills. Hat nicht besonders viel, aber hat ausgereicht. Wichtigste ist aber, wir kriegen unsere 50 Credits. Die wollte ich einfach unbedingt mitnehmen. Ich meine, komm, wenn wir Credits kriegen, dann nehmen wir die auf jeden Fall mit. Auf geht's, entscheidende Runde für 500 Trophäen. Und wir brauchen einen einzigen Kill. Also im Grunde genommen müssen wir jetzt wirklich einfach nur hier ein bisschen defensiver spielen. Und dann können wir uns das eigentlich easy schnappen. Jawohl, Double Kill. Wir haben jetzt schon die Kills geschafft und haben eine super Ausgangslage damit. So, aber jetzt, da konnte ich mich beide direkt... Jawohl, geil. So, passt auf, mit ein bisschen Glück kriege ich da beide rein. Oh, nein. Oh nein. Irgendwie habe ich beide reingezogen, aber es ist keiner gestorben. Kann es sein? Das kann nicht sein. Oh mein Gott, wir müssen uns aufpassen. Leute, 14 zu 17. Das kann doch jetzt nicht sein. 17, 17. Die dürfen jetzt halt nicht beide sterben. Da ist die Shelly. Oh mein Gott, ich hab's. Wir haben es zusammen gefinisht, glaube ich. Oh, okay, das war wirklich noch knapper, als es hätte sein müssen. Der eine tot war etwas unnötig vielleicht, aber wir sehen es. 5er Trophäen. Die Quest haben wir geschafft, geht doch. Und das bedeutet... Alter, wir kommen echt gut voran. 9240 und wir haben die nächste Stufe auch im Brawl Pass und kriegen nochmal 70 Credits. Oh mein Gott, er läuft mit dem Ball weg, er macht ihn rein. Und damit haben wir es wirklich geschafft. Oh mein Gott. Und wir haben sogar noch einen Sieg für die... Komm, die holen wir uns einfach auch noch so mit. Und damit haben wir noch direkt die nächste Quest geschafft. Nochmal 500 Markman. Das heißt, noch eine einzige Quest fehlt uns. Wir kriegen für den nächsten Tag auch wieder Stardrops. Stimmt. Selten. Selten, super selten immerhin, okay, wir kriegen Markenverdoppler und direkt den nächsten Stardrop, wir kriegen noch einen dritten heute wahrscheinlich, selten. Da sehen wir 56 Trophäen und vor allem 1300 Marken, okay, das ist vor allem krank. Wir kriegen zum einen 640 Münzen, wir kriegen nochmal einen Cordelius-Pin, dann kriegen wir nochmal Chroma Credits 295 und wir haben damit 1395 Credits für Jean. Und damit fehlt uns noch eine einzige Quest, ich überlege mir, was wir da jetzt machen werden. Die finale Quest ist, also hoffentlich die finale Quest, ist, dass wir jedes Mal mit Gale gewinnen müssen. 5-mal am Stück, müsste hoffentlich klappen. Okay, Karl und Jackie sind die letzten beiden Gegner. Ihr Plan? Okay, das war knapper, als ich dachte. Aber alles im Griff. Der kann jetzt hier auch nicht rein, das passt. Okay. Ja, die gehen halt ziemlich... Okay, jetzt fighten die gegeneinander sehr gut. So, ich stoße jetzt einfach hin zum Karl. Das war so schlau. Oh mein Gott, das war so schlau. Jetzt fighten die gegeneinander. Oh, das war so gut. Fairerweise, Karl hat die Cubes noch eingesammelt. Das war es noch nicht, aber... Ja, jetzt aber. Zack, sehr geil. Das war ein geiler Ult nochmal. Ineinander gestoßen. Und damit haben wir nämlich auch finally die Gale Quest geschafft. Das war wirklich härter, als ich dachte. Wow. 9400. Genau geschafft. Das war gar nicht der Plan. Das bedeutet, wir kriegen tatsächlich 200 Credits nochmal obendrauf für Jean. Und natürlich jetzt hier nochmal Münzen und Powerpunkte. Okay, und damit kommen wir zur großen Auswahl zum Abschluss. Wir gehen nochmal hier rein. Wo können wir es machen? Wechseln. Da. Hier sehen wir noch einmal die Auswahl. Wir haben die Auswahl zwischen Jean, Squeak, Byron und Sprout. Also Jean, ja, ist natürlich vor allem geil mit der Hand, mit der man ranziehen kann. Byron ist aktuell, würde ich behaupten, nicht so stark. Auch Sprout gehört aktuell zu den mit am wenigsten gespielten Brawlern im Spiel, wobei er gar nicht so schlecht ist. Er ist einigermaßen solide. Stark aktuell ist vor allem aber Squeak. Squeak absolut krass aktuell, deswegen überlege ich jetzt Squeak oder Jean. Boah, sind beides echt coole Brawler. Und ich sag ehrlich, aktuell ist, glaube ich, Squeak... Die haben ihn ja verbessert. Die Star Power ist inzwischen vor allem besser. Ich glaube, Squeak ist inzwischen echt einer der besten Brawler im Spiel, auch laut den Pros. Deswegen gehen wir jetzt hier mit Squeak. Ist auch ein übel cooler Brawler, wenn man sich jetzt hier mal schaut. 57 Gems nur noch. Let's go. Und damit hier der nächste neue Brawler. Und damit legen wir direkt los mit einem ziemlich großen Opening. Denn wie ihr seht, habe ich inzwischen schon einiges gepusht. Wir starten auf 9.067. Achso, stimmt. Wir können auch direkt hier die Trophäenfahrtbelohnung einmal einfordern. 250 Münzen bekommen wir und 200 Credits immerhin. Und hier sehen wir schon die fette Belohnung. 920 Credits für die 10.000 Trophäen. Da wollen wir heute hin. Aber ich würde sagen, wir legen erstmal los und schauen, was wir so bekommen. Ein neues Spieler-Icon ist schon mal ganz geil eigentlich. Dann kriegen wir immer auch einiges an Münzen. Das wird auch sehr entscheidend werden, da wir die Hyper-Charges, die jetzt neu ins Spiel gekommen sind, auch für jeweils 5.000 Münzen natürlich kaufen könnten. Müssen wir uns mal überlegen. Wir sind jetzt aktuell bei... Oh, wir haben viele Münzen. Okay. Dann nehmen wir nochmal 10 Gems. Free-to-play. Oder halt, ja, im kostenlosen Teil. Auch hier einige Pins nochmal kostenlos für Cordelius. Das ist auch immer ganz geil eigentlich. Da, der ist auch cool. Und nochmal Powerpunkte. Wir sollten sogar die Grenze von 4000... Ja, die knacken wir ganz knapp, okay. Und kriegen wir jetzt noch einen neuen Brawler, ist die Frage. Wir haben 40 Credits, es reicht noch nicht ganz aus. Wir schauen mal ganz kurz. Wir brauchen nämlich... Ja, 500, wir haben 335. Wir sind knapp nebendran. 70 Credits für Bonnie, nochmal 45, nochmal 70 und nochmal 45. Das heißt... 440, also Bonnie kriegen wir 100%. Irgendwie werden wir die heute freischalten. Und wenn wir in den Shop gehen, haben wir halt das hier, ne? Gut, die Championships-Pins kenne ich schon, aber hier, ne?
könnten direkt auf Power 11 hochgehen. Das kostet uns aber 1000 Gems, also umgerechnet 50 Euro. Brauchen wir jetzt nur, wenn wir jetzt einen Push machen wollten auf 1000 Trophäen, haben wir jetzt aber nicht vor. Oder wir kaufen für gerade mal 9600 Münzen, sehe ich gerade, ne? Aber die, achso, da müssen wir Power Level 11, okay, ne, geht nicht. So, dann wie immer im Shop, wenn ihr mich supporten wollt, mit Creator-Code Jonas, vielen Dank. Dann holen wir uns nämlich einmal einen kostenlosen mythischen, der hängt jetzt, den kostenlosen mythischen Starlord. Vielleicht haben wir Glück und kriegen, ne, oder? Es hängt. Lol. Brockpin. Okay. Jetzt wähle ich aus allen meinen Brawlern den ersten zufälligen Brawler und der hat nur ein Leben. Das heißt, am besten natürlich jetzt einen Brawler hoffen, der nicht so hoch ist. Gray auf 200 Trophäen, okay. Wir dürfen die Brawler heute auch nicht upgraden. Also auf geht's. Weg vom Bass, der darf seine Ult nicht aufladen. Die Bonnie hat auch ihre Ult. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich laufe nach oben und hoffe einfach, dass... Oh mein Gott, die ist gejumpt. Die ist gejumpt. Das gibt's nicht. Ey, ich hätte den Teleport fast gehabt. Das bedeutet, wir haben mit dem ersten Brawler gerade mal plus 5 Trophäen gemacht. Aber glaubt mir, das kann werden. Wir kriegen jetzt einen Loan bestimmt. Und einen Stardrop haben wir auch schon. Super selten. Episch. Okay, das ist eine Entschädigung zumindest, aber... Ey, ich will hier nichts faken. Ihr seht, direkt die erste Runde, direkt gestorben. Oh, das kriegen wir dafür einen Skin als Entschädigung. Okay, vielleicht. Aber ich will keinen Skin, ich will auf den Rekord. Und dazu fehlen uns noch über 200 Trophäen. Oh je. Ein guter Pick. Ein Trophäen, ein Brawler auf 0 Trophäen. Komm. Und 131 8-Bit. Das ist okay. Power 7. Er kann eigentlich nichts machen. Wenn wir einfach schön wegbleiben, wir müssen es nur treffen. Ich habe jetzt Angst, dass ich daneben schieße. So, er versucht jetzt zu healen. Das gibt's nicht. Der Dodge ist hier richtig mies gerade. Also eigentlich müssen wir ihn kriegen. Eigentlich müssen wir ihn hier kriegen. Nein, ein Schuss. Das kann nicht sein. Das gibt's doch nicht. Was mache ich denn? Ich habe schon zwei Brawler habe ich getötet. Leute, wir werden die Challenge auch noch irgendwie hinbekommen. Ich will kurz wissen, war der, was für ein Powerlevel hatte der? Ja, da sehen wir es halt. Zwei Powerlevel über uns. Na, das ist halt das Ding. Das ist wie früher der Unterschied zwischen Power 11 und Power 7. Wir kriegen den nächsten Startup erstmal noch. Vielleicht sogar noch einen mythischen. Leider nicht, aber trotzdem nehmen wir mit. 100 Credits, das ist sogar ziemlich lucky. Okay, auf geht's. Nachdem wir die ersten zwei Brawler ja wirklich komplett gewastet haben, sieht es mit Rose auch sehr gut aus. Ich meine, wir haben schon mal 20 Trophäen sicher und es werden noch mal mehr Trophäen werden. Das werden noch mal mehr Trophäen werden hier. Direkt der erste Kill. So, jetzt hier ganz einfaches Ding, denke ich. Jawohl. Das sieht hier wirklich nach 30 Trophäen aus mit Rosa. Nein. Oh, doch, es reicht. Ich dachte schon ganz kurz. Ey, wir haben 30 Trophäen sicher. Das ist echt gut. Digga, der campt da in der Mitte und spinnt sich schon. Ich krieg echt die Krise, ne? Die hat 8000 Leben und 7 Cubes als Surge, geil. Es ist halt auch dumm, wie wollen wir da dodgen? Da sind überall Wände. Wir können halt eigentlich nur da durch. Wir können natürlich so ein bisschen versuchen anzutäuschen. Dreimal. Ja, jetzt schießt er schon langsam. Jetzt können wir da... Ja, noch einmal. Noch einmal. Digga, er schießt halt auch nicht. Jetzt! Jetzt! Wir sind nicht in der Range. Das gibt's nicht. Mann. Egal, Rosa hat einen guten Job gemacht, muss man wirklich sagen. Wir sind bei 9820, das ist okay. Wir haben damit 48 Trophäen mit Rosa, das ist ein sehr gutes Ergebnis. Problem ist, wir haben halt die ersten beiden Brawler verkackt, wir müssen nochmal aufholen. Mit den ersten 5 Brawlern haben wir von 240 Trophäen 105 geschafft. Das ist okay, aber boah, ich muss noch besser werden am besten. Auf geht's, Brawler Nummer 6, komm, bitte was Gutes, bitte was Gutes. Piper. Wenn wir gewinnen, sind wir bei 9900 Trophäen. Das bedeutet, es sieht verdammt gut aus. Das sieht wirklich jetzt auch schon verdammt gut aus. Aber wenn wir dann gewinnen, dann ist es wirklich richtig gut. Problem ist natürlich jetzt hier ein bisschen, da ist so ein Gale auf uns direkt drauf. Aber gut, der ist ultra lost, sehr schön. Das kann nicht sein, wir sind schon wieder im Showdown, Leute. Und jetzt können wir einfach hier wegjumpen. Der ist voll drin. Ja, das ist easy. Das ist wirklich easy jetzt. Wow. 9909. Ich glaub's nicht irgendwie. Das ist voll gut, es ist wirklich voll gut gerade. Aber wir können die nicht abholen. Dann graden wir einfach mal B ab, die hatten wir eh schon dran und dann können wir die abholen. Genau, 90 Trophäen. Okay, wir müssen es jetzt probieren, wir müssen es jetzt einfach probieren. Geil, das ist so gut, richtig. Das bedeutet, wir sind bei 9950, uns trennen 5 Siege und wir haben noch 2 Brawler offen. Und damit sollten wir es eigentlich geschafft haben, wir dürfen es nur nicht verlieren. Uns fehlen 13 Trophäen. Diese 13 Trophäen dürfen wir uns jetzt nicht nehmen lassen. Also eigentlich brauchen wir jetzt nur eine souveräne Runde. Und dann haben wir das. Edgar. So, genau. Schon mal anhitten. Sehr schön. Dann hier. Einmal aufmachen vielleicht. Das war ein bisschen lost, aber egal. Ups. Haben wir. Wir müssen hier aufpassen, aber so lassen wir uns hier nicht beschlagen. Was sage ich da? Und dann sterbe ich noch. Was war das denn? Leute, das ist ultra bitter. Das ist der letzte Brawler jetzt. Was mache ich denn da? Nein, oder? Es fehlen 12 Trophäen. Wenn es daran scheitert, bin ich dann... Nur weil ich irgendwie dumme Mist gelabert habe in der Sekunde. Jetzt müssen wir mit Rico gewinnen. Oh mein Gott. Mit Rico, Platz 1. Ansonsten sind wir raus. Es fehlen 12 Trophäen. Das ist der letzte Brawler. Das kann es jetzt nicht sein, ne? Ich bin so dumm. Lass hier einfach mal auf den Mr. P schon mal zielen. Nein. Nein, 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 nein. Okay, wir leben. Ja, komm.
Wir gehen jetzt mal weg von dem. Wir müssen irgendwie. Wie werde ich jetzt Platz 1 holen? Mit Rico hier, ohne einen Cube. Das werden wir rausfinden. Das müssen wir rausfinden. Die Bouncer bringen uns auch eigentlich nicht wirklich weiter, weil das Ding ist. Oh, das ist schon mal ganz gut. Komm, jetzt einfach weg, Ulten. Ja, weg mit Mr. P. Oh, ist gut aus. Okay, ganz ruhig. Wir haben 3 Cubes. Als Rico sind wir halt super anfällig. Es kann überall ein Edgar kommen, überall ein Dynamite kommen. Wir müssen echt extrem aufpassen. Das heißt, hier auch vielleicht ein bisschen die Büsche auschecken. So, Mitte ist es hier noch ein echt extrem nerviger Squeak. Das ist auch schon 5 Cubes. Weg, Ulten. Jawohl. Boah, das ist so lost, was die auch machen. Geil. Das bedeutet, wir müssen... Oh, da ist noch ein 5er Sam. Wir müssen diesen Sam am besten noch irgendwie rausnehmen. Vielleicht... Und jetzt nur noch die Bonnie. Jetzt nur noch die Bonnie. Ja, die macht ja fast gar nichts. Nein. Haben wir, oder? Ja. Es sind damit nur noch... Oh, wie viele Rico-Quests haben wir eigentlich? Es sind 2 Trophäen. Es sind einfach 2 Trophäen. Und damit geht es los. Wir müssen einfach nur Top 5, glaube ich, kommen. Ich glaube, Top 5 reicht aus. Platz 6 reicht nicht aus. Platz 5 reicht aus. Weg vom Hank. Direkt auf die erste Kiste. Und dann haben wir das geschafft. Komm. So. Cube Nummer 2. Super Start schon mal. Wir fighten mal so ein bisschen mit dem Hank. Wir gehen jetzt nicht so offensiv. Einfach nur so ein bisschen vielleicht. So, und jetzt nochmal. Und dann ulten wir den weg. Nee, ja, passt. 3 Plätze bleiben übrig. Wenn jetzt irgendwie aus dem Busch kommt, ne, dann kann ich mir... Komm, ich probier's. Ich gehe einfach offensiv. Komm, ich will jetzt hier Spannung bringen. Wir campen jetzt hier nicht. Wir ulten hier nochmal auf den Bass drauf sogar. Einfach, um jetzt hier völlig offensiv zu gehen. Wir hauen hier nochmal schön unsere Schüsse rein. Sind Top 7. Sind wir nicht sterben. Dann würde ich echt... Dann wäre es jetzt schon sehr, sehr dumm. Aber ich will jetzt auch nicht campen. Wir wollen hier schon offensiv gehen. Der nächste Kill. Ein Platz noch. Komm, den wollen wir jetzt am besten jetzt hier selber direkt holen. Wir gehen auf den Bass. Wir haben leider noch nicht ganz die Ult bekommen. Schade. Ja, der wird jetzt hier gleich die Ult kriegen. Da wollen wir jetzt doch nicht. Nee, wir wollen jetzt nicht unnötig sterben. Und wir sind Top 5. Wir sind einfach Top 5, Leute. Komm, jetzt mal die Ult. Nee, schade. Und jetzt wäre es halt eigentlich immer geil, auch die Runde zu gewinnen. Komm. Hier, der hat gar keinen Bock auf uns. Auch gut. Platz 1 ist drin, Leute. Auf geht's. Das ist natürlich... Oh je, der wird natürlich ganz eklig werden. So, wie wollen wir jetzt aber hier Platz 1 schaffen? Gegen einen... Ah, das war eine schlechte Ult. Gegen einen... Okay, der ist lost. Der ist lost. Das ist Platz 1 sogar nochmal zum Abschluss. Super nice. Und damit erreichen wir endlich die 10.000 Trophäen in Brawl Stars. Ich würde sagen, wir kommen zum großen abschließenden Opening. Was ein geiles Projekt hier von 0 auf 10.000 Trophäen. An der Stelle nochmal vielen Dank an jeden Einzelnen, der mich bis hierhin begleitet hat. Kein 10.000 Trophäen-Paket, oder? Doch, wir kriegen ein Chroma Credits-Paket. Ich wollte gerade schon sagen, das screenshotten wir uns erstmal. Da haben wir es. Sehr, sehr geil. Wie immer mit Creator-Code Jojonas im Shop, wenn ihr mich supporten wollt. Danke an jeden Einzelnen, der mich hiermit supportet. Da hat es kurz gehangen. Da haben wir es. 500 Chroma Credits. Übel geil. Das heißt, wir kriegen erstmal einen chromatischen Brawler, den wir uns aussuchen dürfen. Schon mal zum Anfang. Okay, wir können hier, Chromatics natürlich. Wir können hier eine ganze Menge auswählen, wie ihr seht. Außer Maisie, die ist zu teuer. Wir hätten Sam, wir hätten Jeanette, Eve, Lola, Ash, Belle, Ruffs, Lou oder Colette. Okay, ehrlich gesagt, mein Favorit ist, glaube ich... Ich finde Sam ganz geil. Lola ist, finde ich, auch... Lola ist eigentlich ganz geil, wegen des Schaden. Ash aber auch. Eve aber fürs Wasser, dass wir einfach mal so einen Wasser-Brawler haben. Denn immer, wenn eine Wassermap kommt, haben wir Eve. Das ist eigentlich, denke ich, schlau. 10 von 19 chromatischen schon mal. Der erste Brawler heute. Und es geht direkt... Oh, wir haben noch was Neues im Brawl Pass, oder wie? Hä? Im Shop. Wahrscheinlich irgendwas für Eve jetzt direkt, oder? Mal schauen, hä? Hanks? Ja, da kommt so ein Eve... Komm, dann kaufen wir uns das Eve-Spray auch noch direkt mit. Wenn wir schon jetzt hier die 10.000 da... Es hängt irgendwie immer wieder heute. Okay, was bekommen wir hier noch erstmal? Münzen, dann haben wir einmal so ein paar Powerpunkte. Dann haben wir noch einen Cordelius-Pin. Und einen weiteren Cordelius-Pin. Sogar hier für seinen... Hey, der sieht cool aus. Für seinen Skin sogar ein Pin. 100... Oh, ja, die Powerpunkte müssen wir einfach jetzt mal auf Rico draufklatschen, hätte ich gesagt. Aber jetzt 185 Powerpunkte hier. 40 Chroma-Credits nochmal. Das heißt, wir haben bald den nächsten chromatischen Brawler schon wieder. Und jetzt geht es los. Wir werden mindestens Bonnie kriegen. Vielleicht noch einen weiteren Brawler danach, je nach... Ist wieder irgendwas im Shop? Ist denn jetzt schon wieder drin, hä? Noch mehr... Ja, komm, wir kaufen sich noch mehr Sprays. Da kommen direkt die Folgeangebote rein. Wir kommen zur Belohnung. 920 Credits. Ich muss gerade noch das Screenshotten hier für Thumbnail. Und damit geht es los. 10.000. Es war ein echt weiter, weiter Weg. Wir haben Ende Dezember angefangen und ich habe immer wieder auf dem Account gespielt und gleichzeitig auf dem Main-Account Richtung 50.000 gepusht. Also sind wir echt gut vorangekommen, aber damit kommen wir zur Belohnung. 920 Credits. Was ein geiles Projekt bis hierher. Da haben wir Bonnie. Bonnie und ihre leblose Kanone Clyde hacken normalerweise immer irgendetwas aus. Wer hätte gedacht, dass dieses niedliche kleine Mädchen so viel Chaos anrichten würde? Und damit kommen wir zum mythischen Brawler. Was bekommen wir? Boah, 4er Auswahl wieder. Oh, krass. Jean, Byron, Sprout oder Will. Also ich persönlich gehe tatsächlich mit Jean. War auch mein erster 1000er Brawler, deswegen
Gehen wir erstmal auf den, aber da fehlen uns noch einige Credits. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie wir weiter auf diesem Account pushen und die nächsten Brawler freischalten. Uns fehlen noch 4 Legendäre zum Beispiel. Lasst unbedingt ein Abo da. Schaut hier noch im Abspann vorbei, da seht ihr die letzten Folgen verlinkt und die komplette Playlist zum Projekt mit allen Folgen bisher, wenn ihr die vorherigen Folgen verpasst habt. Haut rein, danke für den Support und bis zum nächsten Video. Ciao.